bater palma e pra tocar tambor. Bye.
Die Braunschweiger Zeitung live am Sonntagmittag. Es ist Karnevalssonntag und wir begrüßen Sie ganz herzlich zu unserem Livestream vom Showdeville, vom größten Karnevalsumzug Norddeutschlands. Bei uns sind Sie heute hautnah dabei, wenn er gleich durch die Braunschweiger Innenstadt zieht. 5 Kilometer lang. Tausende aktive Beteiligte, das wird ein großes Fest. Das Wetter klammern wir lieber mal aus und ich kann Ihnen versprechen, bei uns verpassen Sie garantiert nichts. Die schönsten Kostüme, die witzigsten, schönsten Wagen. Wir werden hoffentlich auch mal hinter die Kulissen blicken können. Einige wenige Minuten sind es noch. Um 12.40 Uhr soll es offiziell losgehen. Wir werden gleich mal zum Startpunkt schalten, wo einige schon seit heute Morgen mit dabei sind, sich vorzubereiten und jetzt nur noch darauf warten, dass es endlich losgeht. Ich kann Ihnen sagen, wir freuen uns riesig auf diesen Tag hier heute mit Ihnen und mit wir meine ich auch ein Urgestein der Braunschweiger Zeitung, das gerade neben mir sitzt, Henning Noske. Henning, wie schön, dass du da bist. Hi. Jawohl, hallo. Wir werden uns auf ein paar nette Stunden, glaube ich, freuen. Ja. Wie ist bei dir die Stimmung insgesamt? Also, Lukas Mauri, vielen Dank für die Begrüßung. Gute Stimmung. Das Wetter könnte noch besser werden. Aber Showdouvel in Braunschweig, das ist was ganz Besonderes. Ich denke auch, das Wetter ist doch jetzt zum einen wirklich eher egal und zum anderen, es könnte noch schlimmer sein, oder? Also ich glaube, ja, wir haben schon anderes erlebt. Ja, schon, da hat es schon Schlimmeres gegeben. Und vor allem, wenn man das sieht, die ersten Bilder, auch gerade jetzt schon vom Altstadtmarkt, da draußen geht es langsam los. Die Braunschweiger kommen langsam, aber dann gewaltig. Und das wird. Das wird das, denke ich, auch. Also solange hier kein Schneeregen fällt und Minusgrade oder so, es ist einigermaßen mild. Viel kommt auch vom Himmel nicht runter. Vielleicht ist es gleich auch dann noch komplett trocken. Also als ich vorhin hier ins Studio marschiert bin, das war eigentlich nur ein bisschen Nieselregen. Das geht noch total in Ordnung. Was erwartet uns denn hier heute? Der Braunschweiger Showdouvel, was hat der für eine Bedeutung für die Braunschweiger Seele, sage ich mal? Also das ist schon relativ dicht dran an der Braunschweiger Befindlichkeit. Es ist eines der Highlights. Das ist auch ein Ereignis, was auch überregional für immer dann auch größere Aufmerksamkeit sorgt. Also Karneval in Braunschweig ist typisch, ist was Besonderes und hat auch viele Eigenheiten. Hat viele Eigenheiten, über die wir heute in aller Ausführlichkeit noch sprechen werden. Wir sehen hier gerade die ersten Bilder von der Theodor-Heuss-Straße. Da reihen sich die Wagen, die Fußgruppen schon seit heute Morgen auf. Da wird schon fröhlich in die Kamera gewunken. Also die Laune scheint doch noch ganz gut zu sein. Wobei, Henning, das erfordert doch, denke ich, auch ganz schön viel Kraft schon seit heute Morgen und dann noch marschieren und jetzt warten. Ich denke mal, heute Nachmittag wird man dann einigermaßen fertig sein, wenn man das Ganze hinter sich hat. Also du brauchst Kondition und brauchst natürlich eine gute, positive innere Einstellung. Die Bilder, die wir jetzt sehen, da ist einfach sehr lange Wartezeit. Zum Teil weit über eine Stunde muss dort gewartet werden und sich vorbereitet werden, bis es dann endlich loszieht, losruckelt. Und ja, in der Tat, es zieht sich über viele Stunden hin. Jetzt kriegen wir natürlich auch schon Einblicke in viele der wunderbar gestalteten Motivwagen, die wir heute sehen werden. Einiges kennt man schon, einiges sind die ja traditionellen Motive hier, der Braunschweiger Löwe und die Burg. Dann dürfen wir uns aber auch auf einiges Neues freuen. Da werden wir natürlich ein ganz besonderes Auge drauf haben. Viele Braunschweiger Institutionen auch, die zum Beispiel heute hier ihr Fett wegbekommen. Eintracht Braunschweig wird mit dabei sein, das dürfen wir schon verraten. Eintracht Braunschweig sogar mit drei Motivwagen, die sich mit Eintracht Braunschweig beschäftigen. Drei gleich, das war mir noch gar nicht so. Da werden wir noch ausführlich drüber reden heute. Ja, also an der Theodor-Heuss-Straße schon einiges los. Direkt nebenan in der VW-Halle wird sich ja auch schon aufgewärmt. Henning, da sind eher so die etwas Prominenteren, die Verantwortlichen. Was passiert da gerade alles in der VW-Halle? Ja, da sammeln sich die Wagenbesatzungen, auch die Prominenten, auch die Gäste aus Hannover, der Landesregierung, natürlich die Karnevalvereine und Vereinigungen treffen sich dort. Die haben ja ziemlich viel Personal. Und es ist der höchste Feiertag der Karnevalisten, das muss man sagen. Und die haben sich viel zu erzählen. Und es gibt auch viel zu organisieren, ja, und noch mehr zu feiern. Wir werden Sie gleich sicherlich noch zu sehen bekommen. Innenministerin Behrens, Olaf Lies ist dabei. Natürlich, du hast es schon angesprochen, der Oberbürgermeister Braunschweigs aus Hannover, spannenderweise, sind auch Vertreter mit dabei, der Regionspräsident, so heißt es, glaube ich. Ja, und aber auch Hannoveraner Karnevalisten,
Denn wir kommen ja sicherlich heute noch mehrfach, hören wir noch den Schlager, den berühmten. Braunschweig ist schöner als Hannover. Aber im Karneval ist das alles viel entspannter als beispielsweise beim Fußball. Ja, du hattest vorhin, als wir kurz gesprochen hatten, so habe ich das zumindest verstanden, schon angedeutet, dass dir diese Hymne gar nicht so gut gefällt. Braunschweig ist schöner als Hannover. Dabei ist doch das... Naja, wollen wir nicht gleich mit anfangen davon. Ich finde, dass es schon auch was Komplexhaftes hat. wenn du irgendwo reinkommst in Braunschweig beim Karneval, als erstes hörst du, Braunschweig ist schöner als Hannover. Das Problem ist ja, es stimmt. Ja, das stimmt natürlich, ja genau. Ja, deswegen singen wir es ja alle dann besonders ja. lautstark. Ja, was ich sagen wollte, ist, dass auch das Prinzenpaar aus Hannover, die Karnevalsfunktionäre und von den Vereinigungen aus Hannover, die sind da, denn das muss man sagen, der Schoduwel in Braunschweig ist auch der Höhepunkt oder einer der Höhepunkte des niedersächsischen Karnevals, der ja übrigens eine lange Tradition hat und auch eine gute Verfassung hat. Es gibt ja einige, die sogar sagen, dass der Braunschweiger Karneval geschichtlich eine längere Tradition hat als der Kölner Karneval. Das ist natürlich... Wenn ich dich korrigieren darf, das gibt nicht einige, die das sagen. Das ist historisch belegt. Der Braunschweiger Karneval ist älter als der Kölner Karneval. Das hat einfache Gründe. Hier hat es immer diese Tradition gegeben, bis tief ins Mittelalter rein. Und der Karneval, so wie wir ihn heute auch noch sehen, in groben Zügen, hat ja seine Quellen im Mittelalter, im mittelalterlichen Brauch und Bildtum. Jetzt hören wir gerade, dass unsere Reporter gerade schon bereitstehen vom Start des Umzugs. Denise Rosenthal steht direkt, ich glaube, das sieht nach der Straßenbahnhaltestelle Europaplatz aus. Denise, wie ist denn die Stimmung bei euch gerade direkt am Beginn, wo es gleich losgeht? Hallo, einmal an Henning und an Lukas und an... Ich kann Denise gerade leider nicht hören, okay. Das üben wir nochmal. Hallo an Henning und an Lukas und an alle Braunschweiger Zuschauer und Zuschauerinnen. Sieht auf jeden Fall schon aus, als würde sie ihre Lippen bewegen. Ich stehe hier am Europaplatz und wir haben hier eine ganz besondere Situation, denn wie man unschwer sehen kann, hält hier auch die Straßenbahn und passiert dann quasi den Zug, der jetzt gerade losstartet. Das habe in dem letzten Jahr schon ganz gut funktioniert. Wir haben hier nämlich ordentliche Ordnungskräfte, die halt darauf achten, dass die Straßenbahn passieren kann. Dann stoppt der Zug und Ordnungskräfte, die schauen, dass eigentlich die Leute hier nicht drüber laufen. Genau. Du kannst uns hören. Wir konnten es gerade teilweise kurz nicht. Ich fasse mal das zusammen, von dem ich glaube, dass du das so gesagt hast. Also das ist der spannende Punkt. Gerade am Europaplatz fahren die Straßenbahnen weiter. Da wird hier jedes Mal, wenn die Bahn durchläuft, dann kurz das Gebiet abgesichert, zugesehen, dass sie langsam weiterfahren können. So sehen wir das hier gerade auch noch. Ja. Das ist, denke ich mal, ein tolles Zeichen, Henning, dass das sicherheitsmäßig organisatorisch hier wie eine Eins abläuft. Es gibt ein mehr als 100-seitiges Sicherheitskonzept, das hat heute Morgen schon begonnen mit dem großen Aufmarsch der Züge und der Traktoren vom Schoduwel-Zentrum in Kralenriede. Das läuft wirklich generalstabsmäßig ab und man weiß wirklich, wann welche Wagengruppe wo passiert und alles ist abgestimmt. Ja, das ist ein Organisationsaufwand, den man sich so gar nicht vorstellen kann. Vieles von dem wird ja, denke ich mal, auch ehrenamtlich dann gesteuert. Das muss man ja auch mal benennen, oder? Fast alles. Fast alles ist ehrenamtlich und das ist auch das Besondere am Schoduwel, am Braunschweiger Karneval. Das ist ein unglaublicher Aufwand, das ist eine riesige Logistik und hunderte von Karnevalisten stemmen das im Grunde genommen in der Hauptsache im Ehrenamt. Im Ehrenamt und was am Ende draus wird, ist nichts weniger als die größte Veranstaltung, die diese Stadt im Jahr so sieht, kann man glaube ich sagen, ne? Und ich freue mich gerade schon total, wenn ich diese Bilder hier sehe. Da ist der graue Braunschweiger Himmel dann doch deutlich im Hintergrund und ja, was hier im Vorrang zu sehen ist, sind wahnsinnig viele tolle Kostüme unter anderem. Ja. Wir sehen das, was wir vorhin schon gesagt haben, das ist eigentlich das große Warten, dass es jetzt richtig schön losgeht. Man ist hier kostümiert, die haben sich vorbereitet, auch in Gruppen. Es gibt heute übrigens was Schönes zu sehen, das heißt, dass die Zuschauergruppen, immer mehr Menschen formieren sich in Gruppen, gehen verkleidet mit den tollsten Ideen und warten auch darauf, dass die Jury für diese Zuschauergruppen, dass die sie sieht und dann möglichst so oben weit einstuft. Da sprichst du einen spannenden Punkt an. Es gibt ja tatsächlich diesen Wettbewerb,
Ja gut, da sind sicherlich einige motiviert, da mitzumachen. Ich glaube, letztes Jahr war eine sehr spannende Gruppe, die da gewonnen hat. Das waren so quadfahrende Dinos oder sowas, wenn ich mich richtig erinnere. Ja, was dieses Jahr dabei sein wird, Sind wir gespannt. Es ist teilweise völlig irre, da ist der Fantasie, sind keine Grenzen gesetzt. Und das ist ja nun gerade beim Straßenkarneval, das macht ja so den Reiz, den Charme auch aus und wird prämiert. Wir werden da nachher einiges von sehen. Dass der Fantasie keine Grenzen gesetzt sind, sehe ich alleine schon an dir, dass du heute hier mit einer Strasssteinchen besetzten Perücke neben mir sitzt. Naja, begeistert mich. Ich wollte ja eigentlich mithalten mit deiner Kopfbedeckung und bin jetzt stolz, dass ich zumindest die Strasssteine in der Frisur habe. Du hast mich übertroffen, ja. Hätte ich nicht mitgerechnet. Und so kurz vor Schluss, wenn wir beide losgehen, da war ja nicht mehr viel, nicht an Accessoires nicht mehr viel zu bekommen. Ne? Ja, war schwierig. Man kriegt ja vor allem auch in der Innenstadt kaum noch Kostüme. Ne? Wo hast du deine Perücke her? Auf dem Supermarkt dann wahrscheinlich, nehme ich an. Oder hast du noch schnell bestellt? Ich kaufe mal bei Karstadt. Bei Karstadt? Ja, solange das noch gibt, und das hoffe ich natürlich inständig, ja. Ist ja auch ein Thema in Braunschweig. Der Karneval ist nicht nur seicht, er ist auch ernst, er ist politisch. Er geht im Grunde genommen auf die Strömung, auf die Entwicklung, die uns gerade umtreiben, geht er gut ein. Ja? Wir schauen mal kurz auf die Uhr. Es hätte eigentlich schon losgehen müssen, war nicht? 12.40 Uhr war der eigentliche Start des Umzugs geplant, aber es verzögert sich ja immer noch eine kleine Weile, und wir freuen uns dann auch gleich schon, viele Eindrücke vom Altstadtmarkt mit Ihnen zu teilen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, vom Bohlweg, wo die große Party dann stattfinden wird und die ersten Brunswick-Hellau-Rufe. Da macht man sich schon mal warm. Ja, klar, gerade die Kleineren, die Kinder, ne, die können es jetzt sicherlich kaum noch abwarten. Ja, das ist das Schöne, dass das gerade auch auf die Kinder sich überträgt. Und für die Kinder ist es einfach das Größte, das da sich zu verkleiden, das zu sehen, die vielen Menschen. Und die sind auch ganz aufgeregt. Ja. Und schade, dass das Wetter nicht etwas besser ist. Gestern zum Beispiel im Stadion beim Fußball war das Wetter wesentlich besser. Also es wäre das Traumwetter für den Showdouwe gewesen. Ja gut, wir haben Februar, ne? Und da dürfen die Ansprüche ja nicht allzu hoch sein. Ja. Letztes Jahr waren wir, glaube ich, verwöhnt. Ne? Das war ja fantastisch. Ja. Der erste richtige Showdouwe nach der Pandemie. Da haben es alle besonders genossen. Und es wurde ja sogar mit 300.000 Besuchern eine Rekordmarke auch wieder erreicht. Ja, wäre jetzt bereit für eine Schalte. So, und wir probieren nochmal eine kleine Schalte zu unseren ReporterInnen vor Ort. Kollegin Christina Wicke steht direkt am Europaplatz. Es wird gejubelt. Ich weiß nicht, ob du mich hören kannst, Christina. Ja, und du hast genau den Moment abgepasst, wo wir loslaufen müssen hier. Ach, jetzt geht es tatsächlich los. Wir sind also live dabei gerade. Bis gerade eben standen wir noch. Ich stehe hier mitten in der Kindergarte der KTG Braunschweig. Wir wollten uns eigentlich ganz entspannt unterhalten. Aber dadurch, dass es jetzt hier gerade losgeht, muss die liebe Svenja, die eigentlich mit mir sprechen wollte, die Kinder gerade mal ein bisschen an die Hand nehmen. Aber jetzt stockt es, vielleicht können wir doch rüber. Stimmung ist gerade bei den Kindern, ich nehme an, die sind alle mächtig aufgeregt, dass es jetzt endlich losgeht. Liebe Svenja, hast du einen ganz kurzen Moment? Ja, na klar. Also, ich habe schon gesagt, wir stehen hier in der KTG Braunschweig. Du bist die Trainerin. Eine der vielen Trainer, ja. Eine der vielen Trainer. Genau. Wie lange habt ihr euch auf heute vorbereitet? Auf heute, das geht immer recht ratzfatz. Wir sind das ganze Jahr unterwegs auf Wettkämpfen und Auftritten. Und das hier ist aber eine schöne Zugabe für uns. Einfach zusammen sein, gemeinsam Spaß haben und mitlaufen. Ich sehe schon, die Kinder werfen hier links und rechts auch schon. Habt ihr vorher, die waren schon super aufgeregt, oder heute? Ja, auf jeden Fall. Das ist immer ein ganz toller Tag. Wir machen uns immer alle zusammen fertig. Dann kommen wir hierher. Sie dürfen Bonbons schmeißen und das ist ja ganz aufregend, auch mit den Wagen und so weiter. Das ist immer ganz toll. Dann wünsche ich euch ganz viel Spaß heute. So, vielen Dank dir, liebe Christina. Und ja, wir wünschen natürlich auch der KTG Braunschweig ganz viel Spaß. Die KTG, eine von
Dutzenden oder sogar hunderten Gruppen, die hier heute dabei sein werden. 4.500 aktive Teilnehmende, die heute hier bei diesem Zug mit dabei sind. Ja, annähernd 5.000. Und zu dieser KTG, das ist die Karnevalistische Tanzsportvereinigung des Komitees Braunschweig Karneval. Das ist was ganz Besonderes, denn wir sind hier in Braunschweig eine Hochburg im karnevalistischen Tanzsport. Das ist ja nicht nur so mal zu hüpfen und sich zu drehen, sondern das ist ein Leistungssport. Wusstest du das? Ich hätte es nicht anders erwartet, ehrlich gesagt. Naja, aber viele wissen es nicht. Und es hat vor einigen Jahren die deutsche Meisterschaft im karnevalistischen Tanzsport in Braunschweig stattgefunden. Und spätestens seit dieser Initialzündung, das ist hier großartig organisiert worden, spätestens seit dieser Initialzündung gibt es die verschiedenen Gruppen, die mittlerweile auch in Niedersachsen, also die Braunschweiger Gruppen, die mittlerweile auch in Niedersachsen und darüber hinaus sehr erfolgreich sind. Ja. Das geht also faktisch vom Grundschulalter bis in den Jugendbereich hinein und ist, ich kann es beurteilen, absoluter Leistungssport. Das ist eine Mischung aus Turnen, Akrobatik und Tanzen. Und das dann jetzt auch noch hier unter erschwerten Bedingungen wahrscheinlich, ne, recht wenig Platz im Gehirn, sich dann auch noch bewegen. Ja, alle Hochachtung. Diese KTG, die ist mit 80 Jungen und Mädchen, Jugendlichen ist sie hier dabei. Und die sind relativ vorn auch dann im Zug gleich zu sehen. Das ist wirklich ein Highlight. Ja, wir sehen gerade den Beginn des Zuges. Das muss der Anfang sein. Unsere Kamera ist live mit dabei. Jetzt geht es von der Theodor-Heuss-Straße über den Europaplatz erstmal zur Güldenstraße. Die Strecke ja wieder leicht abgewandelt. Ja, abgewandelt, denn dann biegt er ein, das ist noch der Klassiker, dann biegt er ja ein in die Sonnenstraße, geht über den Altstadtmarkt, dann über Gördelinger Straße, Lange Straße und dann, wenn wir auf dem Bohlweg sind, da findet eine neue Strecke statt. Sie geht dann praktisch in Höhe Horten, Kaufhaus, geht sie in den Waisenhausdamm über, dann Friedrich-Wilhelm-Straße und praktisch wieder zurück. Das ist der Kurs, deswegen sind wir nicht bei 6 Kilometern, sondern bei 5, aber es ist immer noch, wenn mich nicht alles täuscht, der 4. Umzug in Deutschland nach Köln, Düsseldorf und Mainz in Braunschweig. Ja, ich glaube, Eschweiler ist noch recht weit vorne bei Aachen. Eschweiler liegt in Konkurrenz, aber die einen sagen so und die anderen sagen so. Ja, und dann sagen wir natürlich Platz 4. Wir sagen Brunswick-Hellau. Brunswick-Hellau. Ja. Wir hören es auch gerade, also ich muss schon sagen, es sieht doch einigermaßen voll aus, jetzt gerade am Europaplatz, das ist normalerweise eher noch so dieser familienfreundlichere, ruhigere Bereich, die großen Bäulchenregen habe ich jetzt noch nicht gesehen, aber Schirme sieht man schon, die hochgehalten werden. Und was man vor allem auch sieht, lieber Lukas, man sieht diese riesigen, diese wuchtigen, gewaltigen Treckerräder und man sieht die vielen kleinen Kinder und wir haben vorhin über die Sicherheit gesprochen, deswegen gibt es annähernd 200, also weit über 100 Radengel, die sich natürlich dort um die Sicherheit kümmern. Denn die Kinder wollen natürlich auch die Bäulchen fangen und auch die Spielzeuge, die Süßigkeiten, die geworfen werden. Und das ist eine ganz wichtige Sache. Hier gerade an der Stelle kann man ziemlich gut sehen, wie dicht eigentlich die Menschen an den Treckern sind. Und deshalb sind die ehrenamtlichen Radengel fast die wichtigsten Personen für diesen Showduvel. Das kann man nicht häufig genug betonen, denke ich mal. Jetzt sehen wir hier gerade einen anderen wichtigen Wagen, der stets immer mit am Anfang mitfährt. Das ist kein Rolls-Royce, sondern ein Bugatti, glaube ich. Der Wagen des Zugmarschalls. Das ist in der Tat dann schon der Wagen des Zugmarschalls, der natürlich dann auch die Gäste der Landesregierung und aus Hannover beherbergt. Ich habe eben nochmal nachgeschaut, also 170 Radengel, das wollte ich nochmal präzisieren. Und der Wagen des Zugmarschalls ist also traditionell immer ganz vorn, dieser Bugatti. Und der Zugmarschall ist ja Carsten Heydrich von... Genau, und der hat die Gäste, die du vorhin aufgezählt hast. Die Prominenz der Landes- und zum Teil auch Bundespolitik hat man gerade noch nicht gesehen. Was man aber schon gesehen hat, ist, wie Sicherheitskräfte, glaube ich, hinter dem Wagen noch herlaufen. Das ist natürlich auch wichtig, da dann nicht nur die Radengel, sondern auch noch die Bodyguards der Landespolitik. Stefan Weil ist ja dieses Jahr nicht mit dabei, hat anderen den Vorrang gelassen. Meinst du, ist er traurig drum? Natürlich, selbstverständlich. Er hat super gute Figur gemacht im vergangenen Jahr. Du hast ihn ja vor der Volkswagenhalle interviewt und die richtigen Fragen gestellt. Aber klasse, er hat sehr schlagfertig geantwortet. Und
Stefan Weil kommt gern nach Braunschweig. Auch in den schwierigsten Momenten, dazu gehört ja nicht der Showduvel, aber... Ist das denn wirklich so? Also ich meine, er wurde das ein oder andere Mal auch schon ziemlich unangenehm ausgebuht. Ich glaube, irgendwann hier bei diesem Eintracht-Musical in der VW-Halle, da war er nicht so gern gesehen. Ich wollte darauf hinaus, aber das hat er auch gut gemacht. Also einige Fans haben sich da nicht so gut benommen in der Halle, aber er hat das richtig gut gemacht. Er ist natürlich der Ministerpräsident für ganz Niedersachsen. Und wenn du da in Hannover die Befindlichkeit in Braunschweig nicht berücksichtigst, dann bist du kein guter Ministerpräsident. Und insofern ist er ein guter. So, und jetzt sehen wir gerade zum ersten Mal, wie der Lindwurm am Altstadtmarkt eintrifft. Der Altstadtmarkt für diesen Karnevalsumzug, ja eigentlich ganz eindeutig der wichtigste Ort mit der schönsten Kulisse obendrein. Das ist richtig, der Altstadtmarkt und das Altstadtrathaus, sie sind das Herz der mittelalterlichen Hansestadt Braunschweig. Das wissen ja viele gar nicht, dass Braunschweig eine der Gründungsstädte der Hanse ist im Mittelalter. Und dafür steht im Grunde genommen als einzigartiges Ensemble der Altstadtmarkt mit dem Altstadtrathaus. Und es ist natürlich traditionell der Punkt, letztlich der Höhepunkt auch des Showduvels. Und man sieht jetzt hier auch schon, wir können ja schon mal gleich beginnen, die ersten Schätzungen vorzunehmen. Man sieht hier schon, wie viel Publikum wir haben. Es ist also voll, würde ich mal sagen, nach der Perspektive hier zu sehen. Man muss ja sagen, das ist jetzt ja, soweit ich das überblicken kann, noch gar nicht der richtige Beginn des Umzugs, sondern noch dieser Werbeblock, der vorne wegläuft. Den Elefanten, der ja den eigentlichen Umzug markiert, den haben wir am Altstadtmarkt jetzt noch nicht gesehen. Wir sind jetzt ja wieder gerade auf der Güldenstraße unterwegs und da ist der sogenannte Arklander, nee, nicht der Arklander, sondern der Prunkwagen des Zugmarschalls noch einmal. Genau. Ich wollte noch sagen, also der Zugmarschall Carsten Heydrich empfängt dort immer seine Ehrengäste. Zugmarschall seit dem vergangenen Jahr und auch in diesem Jahr ist Carsten Heydrich. Sein Vorgänger ist Gerhard Baller, der das über ein Jahrzehnt lang gemacht hat. Und man muss sagen, dass der Zugmarschall im Grunde genommen für den Showduvel die wichtigste Funktion ist. Also da laufen alle Fäden zusammen. Und das ist ein ganz wichtiges Amt, ein ganz wichtiger Job. Der Zugmarschall organisiert das alles, bei dem läuft alles zusammen. Und es ist doch ja fast ein bisschen überraschend, dass es hier schon doch so voll ist. Also als ich heute Morgen, habe ich glaube ich schon gesagt, hier rüber ins Studio spaziert bin, da sah das doch eher nach einem gemütlichen Couchsonntag aus, den Sie sich hoffentlich auch gönnen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, hier bei uns im Livestream der Braunschweiger Zeitung. Kilometer lang, hast du gesagt vorhin, Henning. Ja, ist fünf. Die Strecke. Ja. Kann natürlich auch sein, dass sich der Lindwurm sozusagen am Ende in den eigenen Schwanz beißt. Das ist ja die Besonderheit. Die Stadthalle war ja sonst immer der Ort für die große Showduvel-After-Show-Party, aber es ist dieses Mal wieder die VW-Halle. In der Tat, wenn die ersten Wagen nach mehreren Stunden ankommen, dann treffen sich hinten noch welche, die gerade losfahren, so ungefähr. Wir haben ja 130 Motivwagen plus zig Fußgruppen und Musikgruppen. Und wir haben gerade gesehen, dass das Werfen der Bäulchen, der Spielzeuge und der Süßigkeiten, die Wagen, so wie wir es jetzt sehen, sind ja mit Kisten davon beladen und trotzdem, wenn die längeren Pausen sind und wenn das langsam ruckartig praktisch sich fortbewegt, wenn man auf so einem Wagen mal drauf war, dann weiß man das. Man neigt dazu, in der Ökonomie des Werfens sich zu vertun. Und wenn man Pech hat, ist man auf dem Bohlweg, hat man schon alles verschmissen und verworfen. Das muss man gut einteilen. Das muss sehr, sehr gut eingeteilt werden. Ja, wir hatten ja in der Braunschweiger Zeitung darüber berichtet, die Wurfmenge an Material. Die Bäulchenmenge ist dieses Jahr wieder ein bisschen zurückgegangen. Die Inflation ist der Grund. Die Preise für Süßwaren haben sich verdoppelt im Vergleich zu vor der Pandemie. Man muss aber auch sehen, dass es trotzdem immer noch mehr ist als in den 90ern. Ne? Also die Krise schlägt zwar zu, aber trotzdem wird hier noch üppig geschmissen.
Ja, ursprünglich sollten es 30 Tonnen sein. Jetzt sind es also nur 20 Tonnen, wie wir gelesen haben. Und in der Tat, die Inflation hat hier zugeschlagen. Gerade konnten wir einen Blick erhaschen auf den Wagen, der sich mit den Problemen der Grünen in der Ampelregierung beschäftigt. Ich glaube, den sehen wir auch nachher nochmal. Der hat vorne so einen Elefantenrüssel mit einem Maschinengewehr. Da geht es dann praktisch darum, dass die Grünen sich für Militäreinsätze einsetzen und im hinteren Teil des Motivwagens ein Atomkraftwerk, dass also Grüne auch für eine Laufzeitverlängerung sich auch einsetzen mussten während der Corona-Pandemie und vor allem der Ukraine-Krise. Der Showdouble im Braunschweig ist auch politisch, politischer als er früher war. Ich warte ja immer noch auf den Elefanten, dass man den mal endlich sieht. Ich weiß nicht, Henning, meinst du, wir haben ihn doch verpasst? Sind wir jetzt schon mittendrin? Meines Erachtens nicht. Aber wir haben ja ohnehin gesagt, Lukas, dass wir das so gut wie es geht improvisieren. Diese Musikgruppen, diese Spielmannszüge, die machen auch die Atmosphäre, den Reiz des Showdoubles auch aus. Man sieht hier bei Wind und Wetter, zeigen die praktisch ihre Kunst, ihr Brauchtum und machen eine sehr gute Atmosphäre. So, jetzt geht es hier nach rechts in die Sonnenstraße rein und da sehen wir zum allerersten Mal den Elefanten. Da ist er. Das heißt, wir sind jetzt auch direkt am Beginn des Zuges. Ich finde auch eine sehr spannende Tradition mit diesem Elefanten, der auf die Anfänge des Showdouvilles in den späten 70ern hinweist, wo es ja tatsächlich noch ein echter Zirkuselefant gewesen ist, der diesen Umzug angeführt hat. Ja. Jetzt reicht einer aus Styropor, da sind wir nicht traurig drum. Ich glaube, vorne steht's dran, in ganz großen Lettern, der Zug kommt. Achtung, jetzt ist es endlich soweit. Jetzt erreicht der echte Umzug also tatsächlich auch den Altstadtmarkt. Auch hier sieht man wieder die Pausen, dass es stockt. Da. Ja, ganz vorne weg fährt noch ein Polizeiwagen. Auch der hat Tradition. Sitzt traditionell ein sehr großes Plüschtier oben drauf. Was so spielerisch leicht aussieht und hoffentlich gelingt, ist ein Teil eines unfassbar hermetischen Sicherheitskonzeptes. Also es ist klar, dass so ein Karnevalsumzug auch Sicherheitsgefährdung ausgesetzt ist. Und deswegen ist, was Sicherheit betrifft, nichts dem Zufall überlassen. Ja, da sprichst du ja vielleicht auch etwas an, was wir alle schon so ein bisschen verdrängt hatten, weil es jetzt ja mittlerweile auch recht lange her schon ist, vor einigen Jahren, der Showdouville ja abgesagt worden. Terrorgefahr. 2015, da haben wir so gespannt gesessen wie jetzt. Und kurz bevor der Showdouville losgehen sollte, ist in der Tat, hat es eine Absage gegeben wegen einer Terrordrohung. Das war ganz fürchterlich. Also das war ein grauer Tag für Braunschweig. Du hast es damals miterlebt. Es war ein Schock. Die Leute waren vorbereitet, so zu feiern wie jetzt, wie wir es hier gerade auf dem Bild sehen. Dann musste kurzfristig abgesagt werden. Und man wusste in dem Moment auch noch gar nicht genau, was genau war. Es hat sich eigentlich auch nie richtig herausgestellt. Die Drohung, und das ist bestätigt, war jedenfalls ernst. Und da ist 2015 die Terrorabsage, natürlich hat dem Showdouville einen Strich durch die Rechnung gemacht. Ja, das vielleicht nochmal, um die Bedeutung der Sicherheit zu betonen. 170 Einsatzkräfte sind allein vom
Arbeiter-Samariter-Bund und dem Roten Kreuz heute mit vor Ort 25 Einsatzfahrzeuge, ein Rettungsboot sogar am Europaplatz, weil die Strecke ja auch an der Oker lang führt. Das ist schon beeindruckend, was da hier alles aufgefahren werden muss. Im Fokus steht heute aber ganz eindeutig die gute Laune. Das ist ein wunderbar gut gelaunter Nachmittag hier heute. Es ist halt auch immer ein schmaler Grat. Die Karnevalisten feiern ja auch die Freiheit, den Frohsinn. Ja? Und das will man ja auch nicht einschränken lassen. Und insofern ist es ein schmaler Grat und natürlich wünscht man sich, dass nichts passiert. Davon gehen wir aus. Man sieht hier schon wirklich erwartungsvolle Blicke. Alle freuen sich auf die nächsten Fußgruppen und Motivwagen, die hier sicherlich gleich die Straße an der Martinikirche passieren werden. Ja, die Regenschirme sind immer kontrovers diskutiert. Einerseits natürlich effizient für eine möglichst große Ausbeute an Bäulchen und was sonst noch alles geschmissen wird. Aber viele sind heute nicht zu sehen. Und jetzt sehen wir nochmal den Elefanten und damit ist der Umzug dann offiziell auch am Altstadtmarkt eröffnet. Dahinter kommt dann gleich nochmal der Prunkwagen des Zugmarschalls, den wir schon am Europaplatz gesehen haben. Mit dem Zugmarschall Carsten Heinrich und seinen Ehrengästen, der Oberbürgermeister von Braunschweig. Wir hoffen, dass wir ihn mal erblicken können. Er ist ja der Schirmherr des Braunschweiger Karnevals. Wirtschaftsminister Olaf Lies wird mit dabei sein, oben auf dem Prunkwagen. Die Innenministerin Daniela Behrens und auch die CDU hat ihren Platz in Person von Sebastian Lechner, der Vorsitzende der Landtagsfraktion. Und die Pagen des Zugmarschalls wollen wir natürlich auch nicht vergessen. Henning, was wir unbedingt noch erwähnen müssen, ist da dieser skurril anmutende Wagen, der hinter dem Elefanten fährt. Das ist der sogenannte Arklander. Was hat es denn mit dem auf sich? Ja, da sitzt eine stadtbekannte Persönlichkeit am Steuer. Das ist Karl Milkau, der Bäckermeister, der diese mechanisch angetriebene Kutsche betreibt. Und das macht er bei vielen Anlässen in der Stadt und ist auch, man könnte fast schon sagen, sehr beliebt und auch ein Braunschweiger Original. Und hier sitzt auch die Bürgermeisterin der Stadt Braunschweig, Annegret Ibe, sitzt mit auf diesem Arglander, auf dieser mechanisch angetriebenen Kutsche. Und natürlich ist Karl Milkau Ehrensenator der Braunschweiger Karnevalgesellschaft. So, jetzt sehen wir gerade die erste Kurve vom Altstadtmarkt, geht es dann auf die Gördelinger Straße. Hier ein kleiner Elefant, der ja mit großen Augen, also ich meine, als Kind ist das schon immer was Besonderes, da erinnere ich mich auch sehr gerne dran. Das war schon immer ein großes Highlight auch für mich und genieße es gerade auch sehr, Henning, hier mit dir zu sitzen und das alles aus etwas weiterer Distanz zu beobachten. Man sieht jetzt wird es voll, ne? Jetzt kommen Trecker an Trecker hier in den Altstadtmarkt, auf den Altstadtmarkt gefahren. Ja, über 100 Traktoren sind hier aus der ganzen Region zusammengezogen worden, um hier die Motivwagen zu fahren und natürlich auch mehr als 100 Treckerfahrer. Und wir werden das ja nachher noch sehen, die haben natürlich auch ihre Forderungen des aktuellen Bauernprotestes. Da sprichst du was an, ja. Ich wollte eigentlich sagen, dass ich froh bin, die Trecker mal wieder zur Abwechslung in einem anderen Zusammenhang zu sehen. Wobei, man muss ja auch sagen, ohne die Trecker würde auch hier jetzt wieder nichts funktionieren. Ne? Also das ist ja immer so deren Argument, ohne uns läuft gar nichts. Läuft gar nichts, noch nicht mal der Schuh, du willst. Ja.
Aber ich muss ganz ehrlich sagen, das Hupen, das permanente Hupen den ganzen Tag, dieser Trecker vermisse ich nicht. Das findet ja hier zum Glück beim Showdouble nicht statt. Ja? In der Tat, ja. Also klar, das ist auch wieder dieses Spannungsverhältnis. Die weisen natürlich auf ihre Not hin, auf ihre Sorgen, aber auch auf ihre politischen Forderungen. Aber ohne die Landwirte und die Treckerfahrer und die Trecker kannst du keinen Showdouble machen. Ja? Das muss man so feststellen. Das ist ein Riesenengagement. Und deswegen wird man auch einige Forderungen und Parolen noch sehen. Doro, da hast du deinen Oberbürgermeister. Da haben wir ihn, ja. Ja. Er muss natürlich jetzt an dieser Stelle, er weiß natürlich auch, dass da die Kameras stehen. er muss natürlich da jetzt fleißig schmeißen und muss aber auch trotzdem aufpassen, dass er nachher noch auf dem Bohlweg noch was hat, wenn er dann am Rathaus auch da vorbeikommt. Ah, die Tröge sehen noch gut gefüllt aus, sofern wir das aus dem Fenster der PSD-Bank gefilmt hier feststellen können. Was würdest du sagen, Henning, wie macht er sich der Kornblumen als Karnevalist? Kauft man ihm das ab als Zugezogenen? Also er macht sich, ja. Er macht sich, er wird immer lockerer, er wird immer besser. Er hat ein bisschen gefremdelt, als er dann aus Hannover gekommen ist. Nicht zu verdenken. Und man hat ja auch mit ihm gefrotzelt in Hannover im Landtag und hat ihm gesagt, also pass mal auf, da in Braunschweig, also ob das was für dich ist, insbesondere da der Showdouble und der Karnevalsumzug, aber er hat sich da wirklich auch gut gesteigert und man hat ja eben gerade gesehen, er ist ja fast außer Rand und Band für seine Verhältnisse und, macht das gut. Du musst das aber auch machen als Braunschweiger Oberbürgermeister, denn auch die Messlatte ist da hoch. Der Vorgänger Ulrich Markurt ist ein begnadeter Karnevalist, also mit ganzem Herzen und ganzer Seele. Und am traurigsten ist Ulrich Markurt gewesen, als er sich zurückziehen musste von seinem Amt als Oberbürgermeister, dass er dann zumindest diese offizielle Funktion nicht mehr hat für den Karneval, aber er ist natürlich immer noch dabei. Er ist immer noch dabei. Ich überlege gerade, ob er direkt hinter dem Wagen des Zugmarschalls mit dabei war, möglicherweise zusammen mit Gerd Klugowski und so, die ja auch heute mit dabei sind. Ich habe den Wagen jetzt noch nicht gesehen. Das ist ja der sehr, sehr schöne Wagen. Die historischen Tore von Braunschweig. Und da sitzt ja der Ehrenzugmarschall Gerd Klugowski. Das ist dessen Wagen. Wir schauen mal, ob wir den noch sehen. Ich habe ihn hier auf unserem Bild, das mir uns hier vorliegt, noch nicht gesehen. Und in der Tat, da haben wir natürlich auch den Ulrich Markurt drauf und auch den Dieter Heidmann, der stellvertretende Zugmarschall auch ist. Und eine ganz wichtige Persönlichkeit eben auch im Braunschweiger Karneval. Da ist Gerd Klugowski gerade zu sehen. Heute Geburtstagskind. Lukas, das sind die Tore von Braunschweig. Ein sehr schöner Wagen, der mir immer sehr gut gefällt. Denn wir sind ja hier in der Innenstadt, innerhalb der Oker Umflut. Ja? Und das historische Braunschweig musste sich ja mit einer Stadtmauer wappnen. Und die Stadttore, an die ja heute nur noch Straßennamen erinnern. Die sind hier in dem Wagen symbolisiert. Direkt hinter oder vor den Stadttoren haben wir gerade noch den Wildeshauser Spielmannszug gesehen. Da sieht man auch wieder, die Karnevalisten kommen hier nicht nur aus der ganzen Region, sondern auch aus ganz Niedersachsen und von noch weiter weg. Es sind sogar Franzosen hier vertreten. Ja, das ist bemerkenswert, wie weit der Showdouble ausstrahlt, ja, wie du es gesagt hast, international und vor allem auch in Norddeutschland. Es sind im Grunde genommen die Karnevalsvereinigungen Norddeutschlands sind eben auch vertreten und da ist man halt dabei. Das ist ein Riesenevent und auch eine große PR-Sache praktisch für den Karneval auch. Von Munster bis Hannover schmünden, alles von weit her heute hier angereist. Wir haben alle sicherlich einen langen, aber dann auch glücklichen Tag hier bei uns in Braunschweig. Aber man muss schon sagen, die meisten Karnevalisten, die hier heute aktiv beim Showdouble mitwirken und Bäulchen schmeißen, kommen aus der Region Braunschweig-Wolfsburg, von Schandela bis Abenrode. Pölde ist dabei, Hameln, Lehre, da kommt schon einiges zusammen und gerade immer noch die Perspektive aus der Gördelinger Straße vom Altstadtmarkt kommend. Jetzt geht's dann eigentlich direkt in Richtung Pressehaus der Braunschweiger Zeitung und dann auf die lange Straße.
So, und ich höre gerade, wir können noch mal nach unten auf die Strecke schalten. Direkt mittendrin im Getümmel steht unsere Kollegin Denise Rosenthal mit einer der wichtigsten Personen hier diesen Umzugs. Hallo, ich stehe hier mit Luisa, einem Radengel. Sie hat eine sehr ehrenvolle Aufgabe heute. Luisa, machst du das zum ersten Mal? Ja, heute ist es tatsächlich mein erstes Mal. Und bist du eine regelmäßige Show-Double-Gängerin? Tatsächlich als Kind öfter, dann hat sich das Jahre eher verringert, aber ich glaube, jetzt mache ich das jetzt regelmäßig. Ja. Und wie kamst du auf die Idee, Radengel zu werden? Tatsächlich hat meine Schwester im Internet gefunden, dass die welche suchen. Und dann habe ich mich da halt angemeldet. Ja. Und heute kommst du wahrscheinlich auf deine 10.000 Schritte. Und hast du danach noch was vor? Wahrscheinlich werde ich zur Volkswagenhalle gehen, zu der Party. Super. Danke für deinen Einsatz, Luisa. Und ich gebe zurück ins Studio. Vielen Dank an Denise und vor allem vielen Dank an Menschen wie Luisa, die diesen Show-Duell hier heute möglich machen und ganz nebenbei noch ihr 10.000er-Schrittziel erfüllen im Vorbeigehen. Da sind natürlich zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Mehrere Dutzend gibt es wie Sie, die hier heute nötig sind und die natürlich eine ganz wichtige Verantwortung hier haben und dafür sorgen, dass hier kein Kind unter die Räder gerät. Was man hier sehen kann von dieser Perspektive ist den voll besetzten Balkon des Altstadtrathauses. Henning, wer sitzt da? Das ist vor allem natürlich auch die Jury, die hier heute eine wichtige Rolle spielt und die wichtigsten Teilnehmer dieses Umzugs feststellt. Genau, ich habe da auch schon gestanden. Du hast ja dort auf dem Balkon des Altstadtrathauses hast du ja den besten Blick und kannst genau den ganzen Lindwurm des Showduvels an dir vorüberziehen lassen. Es gibt ja die verschiedenen Wettbewerbe und dort thront also die Jury, die nun auch aus erfahrenen Karnevalisten besteht. Und es gibt ja verschiedene Wettbewerbe, zum Beispiel den Jeckenpott. Das sind also Beiträge, die sind von den drei Karnevalsvereinen, die es gibt, also Mascheroder Karnevalsvereinigung, Karnevalsvereinigung der Rheinländer und Braunschweiger Karnevalgesellschaft. Das sind ja die drei Braunschweiger Organisationen. Also das ist was für die Profis, dieser Preis. Dann gibt es den Wagenbauwettbewerb. Du willst natürlich wissen, welcher Wagen ist der beste oder ist der schönste. Und dann die Fußgruppen werden prämiert, die praktisch sich vorher auch gemeldet haben. Und dann praktisch auch in der Gruppe und kostümiert auftreten. Dann gibt es eine Prämierung der besten Musikzüge. Ja. Und es gibt auch Preise für die besten Jugendgruppen. Ja, man hat schon einiges Preisverdächtiges gesehen, möchte ich sagen. Ja, der Hintergrund ist auch klar. Das ist ja auch nicht nur Frohsinn und auch Übermut, sondern es steckt unglaublich viel Kreativität eben drin und auch Brauchtum. Es kommt alles gut an, wo man auch eine Wurzel sieht, eine Quelle sieht, einen Sinn sieht, auch eine Botschaft, ja. Und insofern ist der Showduvel oder ist der Karneval, das ist durchaus auch eine Kulturveranstaltung. Und ich weiß es aus den Kriterien der Jury, da wird dann auch drauf geachtet. Aber natürlich nicht zu ernst. Es soll schon auch ankommen. Also es soll auch populär sein, es soll ankommen, es soll mitreißen, es soll bewegen und idealerweise auch einen Sinn machen. Und vielleicht ein Gedanke noch, Lukas.
Es ist tatsächlich ja auch dem norddeutschen Karneval und auch dem Karneval in Braunschweig oft vorgeworfen worden oder kritisiert worden, zum Beispiel aus dem Rheinland. Ja, ihr seid ja gar nicht so richtig karnevalistisch oder ihr seid gar nicht Jeck. Und das Kriterium ist in der Tat, wenn du mal den rheinischen, den Kölner, den Düsseldorfer Karneval siehst, das Kriterium ist tatsächlich, wir können das jetzt auch hier überprüfen, sind die Zuschauer an der Strecke, sind die verkleidet? Und was man sieht in den letzten Jahren, immer mehr Zuschauer sind eben auch verkleidet. Und das spricht ja durchaus hier, guck, man sieht es hier gerade wieder, eigentlich auch dafür, dass der Karneval dann nicht nur aufgesetzt ist, sondern, wie wir es vorhin auch gesagt haben, es ist mittlerweile auch, es wird immer authentischer, so würde ich es jetzt mal das, sagen. Ja, das Gefühl habe ich auch. Zumal es ja auch nur so richtig Spaß macht, wenn man selber ein bisschen mitmacht, sich Gedanken macht. Und also die Leute stehen nicht teilnahmslos, die Menschen, die Massen, muss man ja sagen, wenn wir diese Bilder hier sehen. Und die Leute haben sich verkleidet, sind kostümiert, ja, und jetzt die Reporter ja auch. Ne? Die Reporterin auch. Und ja. Zu einer schalten wir jetzt, so wie ich das gerade zu hören bekommen habe, nochmal. Denise von der Strecke. Jawohl, Denise, hallo, wen hast du dabei? So, ich stehe hier mit Laura und... Okay, ich bin drauf. Ich musste gerade noch mal hören. Ich stehe hier mit Laura und Nadine. Und ihr seid uns gleich aufgefallen, weil ihr habt ein großes Gruppenkostüm an. Also ihr seid nicht nur zu zweit, sondern wie viele Leute seid ihr? Oh Gott. Sind wir 10? 10? Ja, mindestens. Ja. Oder 11. Ja. Wir wissen selber nicht mehr, wir haben den Überblick verloren. Ja. Und beschreibt doch mal kurz euer Kostüm. Wie kamt ihr denn da drauf? Wir haben gedacht, wir brauchen irgendwas, was wetterfest ist und uns ist schön warm in den Anzügen und das ist gut. Genau, und es war kostengünstig, daher haben wir uns für das Einsatzgitter entschieden. Und habt ihr diesen Bereich hier auch abgesperrt? Ja, wir wollten ein bisschen Platz für uns haben. Und ich habe gehört, dass hier auch ein paar Leichen rumliegen. Ja, die wurden hier, einer ist hier gestorben und der zweite ist hier gestorben, den sieht man leider nicht mehr, der ist über Konfetti. Dem Konfetti zum Opfer gefallen. Aber wir haben alle unsere Spuren schon gesichert und wir werden die Täter finden, ganz sicher. Und was macht ihr nach dem Schodowel-Umzug? Geht es danach noch weiter? Hey, wir haben kleine Kinder dabei, wir werden dann nach Hause fahren. Ja. Und ich bin anderer Meinung. Okay, super. Jetzt auch ein bisschen laut hier. Also ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß. Und genau, ich gebe zurück ins Studio. Danke dir, Denise. Also das habe ich ehrlich gesagt auch noch nie gesehen. Eine Gruppe aus 10 Beteiligten aus Salzgitter, die als Tatort verkleidet hier heute aufgetreten ist beim Show Duvel in Braunschweig. Also wahnsinnig kreativ. Ja, der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Man hat es eben sehr eindrucksvoll gesehen. Und vielleicht zusätzlich noch dazu, dass man kostümiert geht und dass man auch Gruppen bildet und dass man einfach auch ein Teil dieses ganzen Events ist, ein Teil dieses Kults immer ist, gehört auch, dass auch immer mehr Wohnungen an der Strecke zu Partys umfunktioniert werden. Ich habe das gesehen vom Wagen aus. Wenn man da mitfährt, kann man es gut sehen. Dann guckst du den Leuten ja ins Wohnzimmer rein und da geht es ja teilweise richtig los und wird gefeiert und man, sagen wir mal, es fliegen Bällchen rein, es fliegen Bällchen raus. Und ja, es ist ja ein gewisses Privileg, dass man natürlich an der Strecke da wohnt hier, da. Mal sehen, vielleicht können wir es gleich mal erspähen. Das ist natürlich ein Logenplatz, den man sich wünscht. Ja? Da lohnt sich die hohen Mieten dann? Ja, auch da muss man wieder sagen, die einen sagen so, die anderen sagen so. Es ist ja übrigens auch vom Ordnungsamt der Stadt Braunschweig schon seit Tagen sind also Kärtchen und Zettel verteilt worden, dass man also da jetzt überall nicht parken kann oder auch nicht durchfahren kann. Die Sperrungen, aber das macht ja auch Sinn. Dass natürlich bei so einem Karnevalsumzug, dass der Verkehr gesperrt ist und dass da nicht Autos im Weg stehen. Das ist natürlich notwendig. Ne? So, wir sind jetzt am Altstadtmarkt wirklich mittendrin. Unten aus dem Bild raus sehen wir gerade, fährt dieser Wagen, auf dem man den großen Burgplatz Löwen sieht und die Burg Dankwaderode. Danach scheint mir der Eisbär zu kommen und der grüne Elefant. Das ist der Motivwagen mit dem Titel Aus der Traum. Der die Grünen so ein bisschen aufs Korn nimmt. Ja, wir hatten vorhin darüber gesprochen. Ein politischer Wagen. Wir werden auch noch einige übers Klima sehen. Es gibt auch noch eine Äußerung. Also es gibt auch einen Motivwagen noch zum Konflikt, zum Krieg in Gaza. Wir werden auch noch einen Wagen
sehen vom Verein Freie Ukraine, aber ich glaube, Lukas, du hast wieder eine Gesprächspartnerin. Ja, das. Ich dachte gerade, das wäre hier Müll, aber nein, das ist schon der erste Blick an. Nee, das ist nicht die Ausbeute, sondern das ist das noch, was noch zu verteilen ist. Wir schalten wieder zu unserer Kollegin Denise auf dem Wagen der Lebenshilfe, so wie es aussieht. Ich hier jetzt mit Jonas Schäfele von der Lebenshilfe Braunschweig. Und das Besondere ist, Herr Schäfele, Sie haben ja einen neuen Wagen dieses Jahr. Was ist denn die Idee hinter dem Wagen? Genau, mit dem Motto, wir alle wollen wir den Braunschweigern vor allen Dingen das zeigen, was uns alle zusammen verbindet und nicht das, was uns spaltet, weil davon gibt es gerade in der Gesellschaft eine ganz schöne Menge. Und ich glaube, hier, wenn man hier in die Straßen guckt, dann sieht man auch, dass diese Verbindung hier in der Stadt auch da ist. Und der neue Wagen, der ist jetzt nicht barrierefrei geworden. Aber er ist ja inklusiv, also es ist auch Platz für Rollstuhlfahrende und so auf stark geachtet, als sie den Wagen entworfen haben. Ja, es gibt ja so schöne Wagen mit tollen Figuren und da haben wir ganz bewusst drauf verzichtet, weil wir eben viel Platz für, sag mal, die Menschen haben, dass sie alle mitfahren können. Wir haben ja auch vorne Rollstuhlfahrer sitzen oder Menschen mit Rollatoren und für die braucht man einfach ein bisschen mehr Platz. Ja, und ganz toll sind natürlich auch die Schilder, die gebastelt wurden, ne? Also der Wagen heißt ja Wir alle. Und dann wurden die Schilder dazu gebastelt. Also wie werden Sie weiter vorgehen? Was ist Ihre Planung noch heute, Ihre Erwartung an den Schulung? Ja, ich glaube, heute einfach erstmal Spaß haben. Wir haben das in ganz vielen inklusiven Workshops alles zusammen entwickelt, von der Idee über den Wagenbau bis hin dann zu den Schildern. Und das sind auch so die Botschaften, die die Teilnehmenden der Workshops auch gerne unterbringen wollten. Ja. Genau. Ist ja auch passend zum Motto, RCS divers und frei, Brunswick-Narren sind dabei. Genau, und wir schalten zurück ins Studio. Danke dir, liebe Denise. Ja, der Wagen der Lebenshilfe Braunschweig, was ganz Besonderes, ist äußerlich eher schlicht gehalten, aber da stehen dann ganz klar im Vordergrund diejenigen, die diesen Wagen dann auch besetzen. Denise hat es vorhin angesprochen, ganz barrierefrei ist er nicht. Das liegt daran, dass die Rampe, die man hätte bauen müssen, wohl deutlich zu lang gewesen wäre, mehrere Meter. Das war jetzt nicht machbar. Dafür haben Menschen im Rollstuhl aber trotzdem viel Platz oben auf dem Wagen und insbesondere auch niedrige Balustraden, um gut rausgucken zu können. Und ohnehin steht ja das Motto Vielfalt, gerade auch in diesem Jahr über den Showdouvel, dass das Motto des Umzuges ist ja RCS, divers und frei, Brunswick-Narren sind dabei. Lukas, du hast ja den ja. Orden, der das auch ausdrückt, den hast du ja Kann man vielleicht kurz mal einblenden, wir sind hier beide natürlich auch geschmückt. Über deinen Orden sprechen wir später noch, der natürlich auch mächtig was hermacht. Hier unser Orden, ja nee, genau, RCS, divers und frei, Brunswick-Narren sind dabei, so heißt es, glaube ich, ne? Habe ich es richtig gesagt? Das hast du richtig gesagt und es ist halt das Motto, dass also Vielfalt, keine Ausgrenzung, sondern Inklusion, Integration und das zeigt meines Erachtens der Orden ziemlich gut. Er hat ja alle Symbole, teilweise kann man sie gar nicht so richtig identifizieren, aber alle Symbole sind dort praktisch um die Regenbogenfarben herum gruppiert. Und das ist den Braunschweig-Karnevalisten ganz besonders wichtig. Das steht für Vielfalt, dass niemand ausgegrenzt wird. Und wenn man ganz ehrlich ist, ist das auch notwendiger denn je im Moment gerade. Und gerade beim Showdouvel kann es dann gezeigt werden. Ich finde auch, das ist wirklich eine tolle Botschaft. Die Bilder, die wir hier vom Showdouvel sehen, zeigen das auch. Das ist ein Umzug für Vielfalt, für Diversität, die hier gelebt werden kann. Wo, wenn nicht bei diesem Umzug, kann jeder sein, wie er ist. Ja, und auch wir als Braunschweiger Zeitung, auch als Funke Medien Niedersachsen, man sieht hier gerade uns im Bild, wir stehen dafür. Und wir versuchen alles zu zeigen, was im Showdouvel sichtbar ist. Und ein bisschen Spaß macht's ja auch. Wir sind jetzt eigentlich immer noch am Anfang des Umzugs, der jetzt noch ein bisschen weiter fortgeschritten ist, der Motivwagen 150 Jahre BKG, wo das Komitee des Braunschweiger Karnevals drauf sitzt und ja mit dieser Torte gratulieren. Genau. Wer sitzt immer auf diesen Wagen mit drauf? Also hier sind das eben Karnevalisten von der KVN. Ja, und vor allem ist hier was Besonderes. Ich hatte ja über den niedersächsischen Karneval gesprochen. Auf diesem Wagen ist also der Präsident der Karnevalvereinigung Niedersachsens, Karl-Heinz Thum,
drauf. Und es ist klar, dass der natürlich auch hier im Schuhdouble mit dabei ist, in Braunschweig. Okay, der nächste Wagen stellt die Sonne dar. Künstlerisch, expressionistisch oder wie auch immer dargestellt. Vielleicht die Gelegenheit einmal, weil man sich ja fragt, diese tollen Wagen, wer baut die? Wie sind die eigentlich gemacht? Also vielleicht, wir können das ja so in 2-3 Wellen machen, wenn wir zwischendurch Gespräche haben, dann kannst du ja Bescheid sagen. Also erstmal fragt man sich, aus was für Material sind die eigentlich, nicht? Also so Pappmaché Styropor, würde ich sagen. Ja, Styropor ist es, aber ich weiß nicht, ob du wusstest, dass zum Beispiel in den Karnevalshochburgen in Nordrhein-Westfalen, da ist es also Pappe und Papier und das wird dann auch geschreddert, so nach dem Umzug. Das ist ja schade. Und die hiesigen, ja, aber da hat man auch die Möglichkeit, dann im neuen Jahr oder im nächsten Jahr auch gleich wieder auch dann aktuell was zu machen. Recycling-Kreislaufwirtschaft in Karneval. Recycling-Kreislaufwirtschaft. Der Vorteil hier ist, es gibt also einige Klassiker, den einen oder anderen werden wir noch sehen, die sind dann immer auch nachhaltiger. Die fahren dann teilweise über ein paar Jahre und es ist einfach stabiler, ja. Das ist die eine Geschichte und es sind ja, wir haben ja in Braunschweig die Hochschule für Bildende Künste und es gibt da drei Künstler, die sich ganz besonders dem Karneval und dem Schuhdouble verschrieben haben. Das sind die Wagenbauer, die teilweise auf Wunsch von Sponsoren, aber auch auf Wunsch des Komitees Braunschweigischer Karneval dann letztlich Aufträge auch ausführen und dann mit ihrer künstlerischen Kreativität im Rennen sind. Das ist also Konrad Körner, Matthias Rosenbusch und Thorsten Koch. Und von denen sind diese fantastischen Wagen. Zum Beispiel hier die Schneekönigin, die wir jetzt sehen. Kein neuer Wagen, aber immer wieder sehr, sehr eindrucksvoll. Und häufig sind auf diesen Wagen auch dann Gäste der Karnevalsvereinigung. Und man sieht, also wie Schnee werden ja die Bäulchen da geworfen, Lukas. Ja, wie alles Schnee. In hellen Weiß- und Blautönen. Ja, man fragt sich ja immer dann auch, wer da drauf sitzt. Jetzt in diesem Fall zum Beispiel besteht die Besatzung dieser Schneekönigin aus einem Autohaus. Genau, das ist ein ganz wichtiger Punkt, du, dass du das ansprichst. Natürlich ist so ein riesiges Unternehmen wie der Schuhdouble auf Sponsoren angewiesen. Wir haben ja diese Sponsorenvereinigung Karneval 111, haben wir vorhin schon gesehen, da kommt noch mehr. Wichtig ist, dass, und das machen viele, viele Unternehmen und Firmen in Braunschweig und in der Region, die einfach kräftig den Schuhdouble als Sponsoren unterstützen. Und natürlich haben sie dann auch für ihre Belegschaften Wagen und machen dann eine richtig schöne Wochenendsause draus. Und das ist auch eine gute Tradition. Also ich denke mal, da hätte ich aber auch Spaß dran, da einmal auf so einem Wagen mitzufahren. Diese Ehre ist mir noch nie zuteil geworden. Du hast es aber schon erlebt, hast du? Ja, ich habe an einem bestimmten Punkt, können wir ja drüber reden, habe ich entschieden, jetzt wirst du, also wir als Journalisten halten natürlich Distanz, du machst dich mit nichts gemein, nicht einmal mit einem Schuhdouble in einer guten Sache. Und ich habe an einem bestimmten Punkt entschieden, dass ich mich melde und habe gesagt, wir wollen mitfahren. Und wir wollen tatsächlich als Lokalredaktion Braunschweig, wir wollen auch aus der Perspektive des Wagens diesen Schuhdouble begleiten. Das war in dem Jahr 2016, das war nach der Absage 2015, da war das Motto jetzt erst recht. Und da wollte ich mir vom Wagen aus anschauen, wie das aussieht beim Schuhdouble. Okay. So, jetzt, so wie mir gerade zu Ohren gekommen ist, steht Christina Wicke für uns bereits vom Braunschweiger Pressehaus. Christina, wie ist denn die Stimmung hier bei dir unten? Ich glaube, du hörst es hinter mir. Die Stimmung ist auf jeden Fall sehr ausgelassen. Mega gut hier. Es stehen richtig, richtig viele Menschen an der Strecke. Huch, jetzt fliegen hier die Bonbons. Und die sind vor allen Dingen auch super kreativ verkleidet. Also wir haben schon... Ich bin gerade an einer Toilette vorbeigelaufen, an einer 30er-Gruppe bestimmt mindestens Wärmflaschen. Schlümpfe haben wir schon gesehen, Ahoi-Brause, Haribo-Tütchen, alles ist dabei auf jeden Fall. Braunschweiger sind sehr kreativ.
Ja, du musst aufpassen, glaube ich, dass du von den Radengeln hier nicht weggefegt wirst oder von Bonbonregen getroffen wirst. Ja, Stichwort Toiletten hast du schon angesprochen. Das ist was, worüber wir später auch nochmal reden müssen. Henning, vielen Dank erstmal an dich, liebe Christina. Wir werden später sicherlich nochmal bei dir landen. Toiletten auf den Wagen hat man, glaube ich, nicht überall, Henning, oder? Also nicht auf allen Wagen. Auf einigen ist so ein Camping-Klo. Also idealerweise muss man nicht. Man kommt ja von diesem Wagen auch nicht runter. Also wenn du erstmal drauf bist, dann musst du dann eine ganze Weile mitfahren. Aber ich weiß nicht, wie es kommt. Also man muss auch gar nicht so oft, aber vielleicht dann natürlich später. Ja? Ja, wobei ich denke, man kann vielleicht mal kurz runterkrabbeln vom Wagen und dann muss man eben kurz mal auf die Dixie-Klos, die ja dann doch in der Stadt verteilt stehen, und dann muss man ein Stückchen hinterher rennen, denke ich mal. Also, oder im schlimmsten Fall? Wenn wir jetzt mal wieder ernst werden wollen, also das ist auch schon eine gewisse Disziplin da erforderlich auf diesem Wagen. Also ich habe mich ja ein bisschen auch gewundert, dass da immer noch so viel Frohsinn ist. Also du musst schon, das ist also, sagen wir mal, nicht gerade komfortabel. Weiß nicht, ob das klar ist, das sind ja Anhänger an diesen Traktoren, da ist ein sogenannter Turm drauf geschweißt. Das ist also ein Gerüst, wo 7 Leute drauf passen, und der Rest vom Schützenfest ist praktisch mit diesem Pappmaché und mit dem Styropor dann praktisch umgeben. Also besonders bequem ist das nicht, sieht aber gut und stabil aus. Und natürlich sind reichlich Getränke an Bord, das ist schon mal ein Punkt für Disziplin. Dann, dass man nicht wahllos, sagen wir mal, alles schon verpulvert und dann am Ende hat man nichts mehr an Wurfmaterial, dem sogenannten. Also es herrscht schon eine gewisse Disziplin da oben auf dem Wagen, aber auch gute Laune. Richtig gute Laune. Wenn mich nicht alles täuscht, sehen wir jetzt hier im Bild am Altstadtmarkt den Jugendwagen Drache, oder? Sieht so ein bisschen nach einem Drachen aus. Da befinden sich dann Jugendliche im Alter von 10 bis 16 Jahren, die als Gäste mitfahren. Genau, da werden die werden ausgelost. Das ist ja schon was Besonderes, wir haben es ja gerade gesagt, es ist schon was Besonderes, wenn man da mitfahren darf. Es ist schon ein Erlebnis. Kann ich nur empfehlen. Man kann sich da melden beim Komitee Braunschweiger Karneval. Und dann wird man vielleicht ausgelost. Oder aber man beteiligt sich mit irgendeinem Beitrag. Nicht? Kontakt ist Komitee Braunschweiger Karneval. Wir haben es ja vorhin auch schon besprochen, nach dem Showduvel, der aber jetzt noch nicht ganz erreicht ist, das Ende, aber nach dem Showduvel, vor dem Showduvel, wenn das heute vorbei ist, dann werden schon die Vorbereitungen gestartet fürs nächste Jahr. Ein paar Wagen werden dann in die Garage gestellt und auch beim nächsten Umzug wieder herausgefahren. Ein paar Wagen kennt man ja schon als bekennender Karnevalist, die kehren immer wieder zurück. Paar werden neu gestaltet. Da kommen wir vielleicht zum nächsten Punkt, Henning. Es gibt ja auch einen Traditionsblock in diesem Umzug, und was die Tradition betrifft, spielen natürlich 2 Dreigestirne eine ganz wichtige Rolle, die wir jetzt heute, glaube ich, noch nicht zu sehen bekommen haben, aber Till, der Bauer und der Prinz werden wir hoffentlich noch sehen, genau wie auch das historische Dreigestirn. Bestehend aus dem Showduvel, dem Scheuchteufel, dem Erbsenbär und dem Frühling. Gerade genießen wir hier aber diese wunderbare Tanzchoreografie. Genau, du hast es angesprochen, der Till, das ist ja der Jan Dütschka, und dann der Bauer der Mascheroder Karnevalgesellschaft. Ja, das ist Thomas Lauke, aber du hast sie dir auch aufgeschrieben. Du bist auch vorbereitet. Ich habe sie mir aufgeschrieben. Ich bin wunderbar vorbereitet. Ich hoffe, ich erkenne sie, wenn wir sie dann gleich zu Gesicht bekommen. Ich bin mir nicht sicher, ob wir alles so schön sehen, wie wir es sonst hier aufgeschrieben haben. Aber man muss sagen, genau, du hast das aufgezählt. Das sind eben die Traditionsfiguren und natürlich auch die Identifikationsfiguren. Ja. Unsere Kameras sind mittendrin. Sind gerade anscheinend ein bisschen untergegangen. Aber ja, da sieht man schon. Abstände werden, ja, wenn dann gerade so eingehalten. Ja. Lukas, da kannst du dir einen schönen Plan machen. Übrigens auch, wenn du auf dem Wagen bist oder wenn du auch dir vornimmst, du willst alles sehen. Das ist das Schöne, dass ich heute Morgen den ganzen Zug gesehen habe. Es ist ja so, dass du hast vorhin von der Garage gesprochen. Die Garage ist natürlich eine riesige Garage. Die ehemalige Kaserne im Norden der Stadt in Krallenriede, das ist ja das Showduvel-Zentrum. Das ist immer mehr ausgebaut worden. Alle diese Wagen, die wir da sehen, haben dort praktisch ihr Hauptquartier. Ja? Und morgens müssen die natürlich auffahren, schon gleich in der richtigen Reihenfolge. Ja?
auch alles generalstabsmäßig, damit man da oben am Kralenriede, Steinriedendamm, damit man da über diesen gefährlichen Bahnübergang rüberkommt. Und dann geht es Richtung Innenstadt. Und ich habe mich heute Morgen, weil ich mich so gefreut habe auf unseren Job hier, habe ich mich aufs Fahrrad gesetzt und bin einfach den Zug schon mal einmal nach vorne und einmal nach hinten abgefahren, bevor die Trecker als Zugmaschinen davor gesetzt haben. Und man sieht dann immer eine Mischung aus diesen Traditionswagen. Wir haben da vorhin ja die Schneekönigin gesehen. Das ist ein Wagen, den wir schon öfter gesehen haben. Oder auch der Bugatti vorne vom Zugmarschall. Und dann kommen aber auch immer wieder neue Wagen dazu. Also nehmen wir mal als Beispiel Eintracht Braunschweig. Da kennen wir ja schon den Wagen, der sich mit dieser ewigen Quälerei, wir steigen auf, wir steigen ab und zwischendurch Europacup beschäftigt, ja. Aber es sind auch heute wieder neue dazugekommen. Vielleicht sehen wir den nachher noch. Der heißt Sadomaso Eintracht. Das ist also Folter. Folter, das Auf und Ab der Gefühle mit Eintracht Braunschweig. Ja, den werden wir sicherlich noch zu sehen bekommen. Ich schaue gerade durch die Liste. Der kommt irgendwann später noch. Wir sind ja noch im ersten Drittel, würde ich sagen, am Altstadtmarkt. Also das zieht sich langsam hier auf den Bildern, scheint gerade recht gutes Tempo zu sein. Der Wagen, der dahinter kommt, hat einiges an Aufholbedarf. Ein paar Reservetrecker sind hier sogar unterwegs. Ne? Ist das tatsächlich für den Fall, dass so ein Trecker mal ausfällt und dass man dann den Motivwagen noch irgendwie wegziehen muss? Nehme ich mal an. Ne? Für alles ist Vorsorge getroffen. Auch dafür. So, seit einer knappen Stunde läuft da jetzt der große Karnevalsumzug in Braunschweig, der Showduvel, der 46. Wir können vielleicht das zum Anlass nehmen und nochmal Hallo sagen an alle, die sich neu zugeschaltet haben. Der Livestream der Braunschweiger Zeitung. Wir sind hautnah dabei, aktuell auf der Gördelinger Straße. Es ist ein wunderbarer Tag. Das Wetter ist komplett egal heute, beziehungsweise so schlecht ist es ja ehrlich gesagt auch nicht. Man sieht, die Menschen genießen diesen Tag, sind stimmungsmäßig schon gut dabei, winken in die Kameras, warten auf die nächsten Wagen, auf das nächste Brunswick-Helau und auf den nächsten Bäulchen-Regen. Für uns große Premiere, Henning, hier so ein Livestream, wie wir das hier heute machen, haben wir beim Showduvel auch noch nie gemacht. Das ist technisch, muss man sagen, ein Wahnsinnsprojekt für ein Haus wie unseres. Wir sind eine Zeitung und haben heute hier dieses aufregende Projekt einmal gewagt. Wir sind mit Reporterinnen und Kameras auf der ganzen Strecke für Sie mit dabei. Hier sehen wir gerade die Perspektive auf den Altstadtmarkt. Henning, es ist rappelvoll, muss man sagen, oder? Hättest du das gedacht? Also erfreulich voll. Ich hätte es gedacht. Es hätte auch natürlich bei etwas besserem Wetter hätte man vielleicht die Zuschauerzahl erreichen können. Ich will jetzt nicht schon das spekulieren. Im letzten Jahr sind es ja nach dem Erwachen nach Corona 300.000 gewesen. Möglicherweise wird es diesmal nicht ganz so viel, wenn das Wetter so wie gestern gewesen wäre. Es muss schon ein bisschen die Sonne rauskommen. Mhm. Aber umso schöner, umso eindrucksvoller, was wir hier sehen. Wie voll es da ist in der Innenstadt, am Altstadtmarkt auch. Hier, also auch auf beiden Seiten, sind die Leute da. Wir haben es vorhin gesagt, viele sind auch als Zuschauer kostümiert. Die Stimmung ist gut, das kann man wirklich sehen. Und ab und zu habe ich jetzt schon mal da in den Häuserfassaden beobachtet. Die Leute feiern auch Partys am Rande da, in den Wohnungen am Rande der Strecke. Und natürlich schon irgendwo das Bild hier auf dem Altstadtmarkt, das ist schon einer der Höhepunkte. Ich muss ja sagen, was wir hier gerade sehen, ist ein sehr schöner Motivwagen. Der zeigt praktisch die Kinder und der Wagen, der jetzt gerade an uns an dem Bild vorbeigefahren ist, jetzt sehen wir ihn noch mal etwas deutlicher. Er zeigt: Werdet wie die Kinder, heißt der Wagen. Tolle Botschaft, ja. Werdet wie die Kinder, und er zeigt, Kinder sind Freunde. Wenn Kinder sich treffen, kennen die keinen Hass, sondern sie spielen miteinander. Und wir hatten das vorhin ja schon, das Thema, es ist schon durchaus auch eine belastete Zeit, die ein Showduvel gebrauchen kann und die auch solche Botschaften gebrauchen kann. Ja, die Botschaften ganz wichtig, und diese würde ich wirklich ganz nach vorne stellen. Werdet wie die Kinder. Obendrauf auf diesem Wagen saßen oder standen übrigens Kinder aus der Weststadt zusammen mit Pastor Meiners von der Martinikirche, die wir hier im Bild
direkt oben links sehen. So, und jetzt der nächste Wagen sieht sehr blumig aus. Trägt die Botschaft, dass der Frühling bald kommt. So ist es ja auch tatsächlich. Obendrauf der Bezirksbürgermeister aus Hannover und auch Braunschweig. Ja. Gäste des Komitees. Hannover-Braunschweig ist ja, finde ich, eh eine spannende Sache hier bei diesem Show du will. Ich glaube, vorhin haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, in der VW-Halle ja auch eine tolle Geste. Ein Vertreter aus Hannover, ich glaube der Regionspräsident und der Oberbürgermeister aus Braunschweig, haben die Narrenkappen ausgetauscht, wenn ich das gerade richtig in Erinnerung habe. Und das ist doch toll. Ich meine, es gibt diese Feindschaft natürlich vor allem im Fußball, aber letztendlich kann man das auch mal mit einem Augenzwinkern versehen. Also ich finde, du hast mich ja vorhin da gefragt nach meiner Meinung, ich finde, das ist das Mindeste, was man erwarten kann, dass man zwischen Braunschweig und Hannover, sagen wir mal, die Narrenkappen austauscht. Also wenn das schon nicht funktionieren würde, dann hätten wir noch ganz andere Probleme. Ja, das wäre schlimm. Ich glaube, es gehört ein bisschen zum Ritual zwischen Braunschweig und der Landeshauptstadt Hannover dazu, dass man sich neckt. Wenn du nach Hannover kommst, dann ist das da auch nicht anders. Ich glaube, das Problem zwischen Braunschweig und Hannover ist, dass wir uns so unfassbar ähnlich sind. Und wir als Braunschweiger und als Hannoveraner ein bisschen aufpassen müssen, wenn wir draußen ins Land kommen, dass die Leute sich sagen, also da kommen die wieder, die nur mit sich zu tun haben. Ja. Das ist die Kritik, die ich habe. Ansonsten macht es einfach Spaß. Und wie gesagt, ich habe ja gesagt, Braunschweig ist schöner als Hannover. Das Problem an dem Lied ist, es stimmt. Und man sollte es nicht so oft sehen. Das ist so schön, das darfst du nicht so oft sehen. Aber stimmt, heute wird es, denke ich, auf dem einen oder anderen Wagen ganz laut laufen und dann wird auch fröhlich mitgesungen. Aber nur mal, der Kern der Botschaft ist natürlich, dass du hier siehst, beim Fußball hat man schon manchmal das Gefühl, dass da Grenzen überschritten werden. Eindeutig. Insbesondere auch, wenn das Derby dann wieder ansteht mit Hannover 96 und Eintracht Braunschweig. Aber beim Schuhduwel siehst du, den Karnevalisten ist dieses Ereignis, was wir hier sehen, so wichtig und es ist auch so bedeutend, es hat auch so Außenwirkung, ne, dass die wirklich sehr, sehr stark an einem Strang ziehen. Und da ist Braunschweig allerdings auch der Braunschweiger Karneval dann durchaus etwas mehr als Hannover, das ist nicht böse gemeint jetzt, ein Zugpferd im niedersächsischen Karneval. Das ist schon der Magnet, der Ballungspunkt für den niedersächsischen Karneval. Nichts gegen die anderen Karnevalshochburgen, die sind alle schön und bedeutend. Damme beispielsweise, ja. Mhm. Aber Braunschweig ist schon das Zugpferd im niedersächsischen Karneval, das muss man sagen. Das muss man sagen, Karneval kann hier in Niedersachsen zumindest keiner besser als wir in Braunschweig und das sieht man auch an diesen Bildern. Es ist wirklich fantastisch, die Leute haben Spaß. Ja. Und haben sich einiges ausgedacht an Kostümen. Ich meine, da gibt es natürlich auch so Differenzen. Ne? Die einen machen es dann eher bequem, so würde ich es auch machen, und ziehen sich so einen Luftballon an. Ja, das sieht doch aber sehr gut aus, da jetzt gerade. Ja, wankt ein bisschen, ne? Die Schritte sind klein. Jetzt musst du dir vorstellen, jetzt musst du da drei, vier Stunden mit diesem Kostüm durch die Stadt gehen. Na, ist gut belüftet, da hätte ich gedacht. Ja. Schöne Isoliertschicht und dann hast du da bestimmt so ein paar Ventilatoren drin. Ja. Sag mal, wo sind wir, was die Wagen dort betrifft? Haben wir da? Ja, lass mich mal kurz sortieren hier. Also wir hatten hinter die Clownsfische haben wir durch. Jetzt müsste eigentlich langsam der Prunkwagen mit dem Prinzen der Stadt Braunschweig kommen. Das wird natürlich ein weiteres Highlight. Seine Tollität Andreas der Erste mit Pagen auf dem prachtvollen Prinzenwagen. Die haben wir jetzt noch nicht gesehen. Ich bin mir nicht ganz sicher, was wir da jetzt vor uns haben mit diesem. Ja, werden wir gleich, denke ich, mal sehen. Alle in einem Boot, ein wichtiger Wagen, der gleich auch noch kommt, mit der MS Braunschweig, GV und Hemstedt, Wolfsburg, Wolfenbüttel, Goslar, Peine, Salzgitter, der die ganze Region symbolisiert. Ich glaube, wir sind dann ungefähr in der Mitte angelangt, denke ich. Ach, jetzt scheint es so, als würde so ein Trecker dann doch mal seine Hupe anmachen. Die haben ja immer so besondere Melodien. Oder höre ich das auf meinen Kopfhörern gerade nur ein bisschen verfälscht? Laute Techno-Beats. Dieses, was du gerade versucht hast zu identifizieren, ist tatsächlich der Prunkwagen. Den wir jetzt genau sehen, das ist der Prunkwagen des Prinzen der Stadt Braunschweig. Tatsächlich, ja. Und das ist ja nun seine Tollität, Andreas der Erste. Ich habe gefragt, das ist Andreas Becker, den wir hier in Braunschweig kennen. Also Prinz Andreas der Erste mit seinen Pagen auf seinem prachtvollen Prinzenwagen. Hier unten mit seinen faulen Federn fährt er gerade an uns vorbei.
Tja, es muss schön sein, Prinz Karneval in Braunschweig zu sein. Insofern der große Auftritt von Andreas dem Ersten jetzt, den wir da gerade sehen. Und natürlich ist echt wurfgewaltig, das muss man sagen. Das, ja, das muss man trainieren vorher, habe ich das Gefühl. Ja, kurz allerdings mal. Kann ich dir, da ist der Regionswagen, allerdings kann ich dir berichten, dass nach dem Altstadtmarkt das Werfen immer wieder etwas eingestellt wird, weil dann schaust du in deine Gefäße da auf dem Wagen und dann sind die fast leer. Der Bohlweg kommt ja noch, ne? Das wird Bohlweg, ja da, der Bohlweg wird, denke ich, nochmal einiges und voller sein. Mit den Massen, da wird noch wieder einiges verlangt von den Wagenbesatzungen. Dieses Boot hier, die Region Braunschweig, den wir gerade gesehen haben, der fährt im Prinzip tapfer so seit etlichen Jahren mit. Und genauso mählich geht es ja auch vorwärts in der Region Braunschweig. Aber davon wollen wir heute nicht sprechen. Die Karnevalisten haben zumindest mal auf diesem Regionswagen die Windräder symbolisiert und sind der Meinung, das geht nicht richtig vorwärts. Jetzt kommt der nächste spannende Wagen, finde ich, der die Wolfsproblematik thematisiert. In der Tat. Wölfe breiten sich in Niedersachsen aus. Der Wolf ist ja an Braunschweig vorbeigezogen. Er hat mal kurz geschnuppert in Riddagshausen. Aber ein Reviere gibt es hier nicht, in der Stadt Braunschweig zumindest nicht. Aber die Wolfsproblematik ist natürlich schon eine gravierende. Der hier sieht aber harmlos aus. Ja, hat aber mächtige Zähne, muss man sagen. Ja. Direkt hinter dem Wolfsmotivwagen Kollegen aus Göttingen, der Karnevalsverein Rheintreue. Und dahinter sehen wir ihn auch schon anrollen. Ein weiterer besonderer Wagen mit einer besonderen Botschaft, der nicht zum ersten Mal zu sehen ist. Der große Baris-Friedenswagen, Henning. Ja. Der ist der hatte seine Premiere, seine Jungfernfahrt gewissermaßen im Jahr 2016. Baris, der Friedenswagen, nach der Terrorabsage in 2015, hat der unvergessene Metin Aslan, der verstorben ist, dafür gesorgt, dass ein Wagen errichtet wird, wenn 2016 unter dem Motto jetzt erst recht der Schuruwil wieder fahren kann. Ein Friedenswagen, Baris, der Frieden, Frieden zwischen den Religionen und auch innerhalb der Religionen, was ja hier auch ausgedrückt wird. Ein Motivwagen in orientalischer Ornamentik, der für mich einer der schönsten beim Schuruwil immer ist. Ich sehe ihn wirklich gerne. Und das ist auch typisch mit der Geschichte, mit dem Hintergrund, typisch Braunschweiger Karneval. Frieden ist das Motto. Und sieht man gerade in dem Bogen, wenn er jetzt an uns vorbeifährt, die ganz kleinen, fast unscheinbar zu erkennen, die Friedenstaube. Und ich möchte die Beispiele gar nicht sagen, aber das ist etwas wieder, was wir nötiger haben denn je gerade. Ganz wichtiger Wagen, Baris der Frieden. Ja, ich finde es auch sehr wichtig, dass für sowas bei diesem Schroduwil Platz ist und ich denke auch dafür muss Platz sein. Also das ist. Man hat an diesem Friedenswagen gesehen, wir werden nachher noch einen anderen in der Richtung sehen, der ja sogar eine Überraschung sein soll oder wird. Es müssen gar nicht diese knallharten Bilder oder Parolen sein. Es reicht im Grunde, ich nenne das mal leise Motive, ja. Da haben wir einige davon im Braunschweiger Umzug, die ich sehr gut finde. Denn das kann auch nachdenklich machen, ja. Sieht aber historisch aus hier, der Trecker. Der ist bestimmt nicht zum ersten Mal dabei hier heute. Ja, da ist der Traktor, die Attraktion.
der Braunschweiger Country Club. Und dahinter kommt dann der Wagen, den wir vorhin schon gesehen haben, ja, von der Braunschweiger Lebenshilfe mit extra niedrigen Balustraden und viel Platz für die Insassen. Dafür eher schlicht gehalten. Mhm. Diesen Wagen zum Beispiel hat der HBK-Künstler Matthias Rosenbusch gestaltet, aber es war eine besondere Aktion. Es wurde gebaut und zusammengeschraubt in inklusiven Workshops. Also da wurde gesägt, gepinselt und immer wieder die Frage gestellt, was verbindet uns eigentlich, was hält uns eigentlich im Innersten zusammen. Es sind natürlich Aktionen wie diese, dann gemeinsam so ein Projekt da auf die Beine zu stellen. Und das Motto, wir alle mit Ausrufungszeichen, das zeigt eben für die Lebenshilfe auch, dass alle Menschen die gleichen Bedürfnisse für ein glückliches Leben haben. Und das kulminiert dann auch in dem Motto, den der Wagen auch zeigt, wir alle sind eine Welt. Ja, dahinter kommt auch gleich schon ein Wagen mit ähnlicher Botschaft. Inklusion ist bunt. Obendrauf der Förderkreis der Werlerschule, ja, aus Schladen im Kreis Wolfenbüttel. Aber ich höre gerade, dass wir nochmal runterschalten können. Unsere Reporterin Anna steht an der Strecke. Hallo Anna, kannst du uns hören? Ja, hallo, ich kann dich hören, Lukas. Also hallo erstmal auch von mir. Und ich stehe hier mit Detlef und mit Kerstin, die sich total kreativ verkleidet haben. Erstmal die Frage, habt ihr das selber gebastelt? Ja, das ist absolut selbst gebastelt. Wie lange hat das gedauert? Gar nicht so lange. Ich denke mal so 3-4 Abende. Also das ist alles in dieser Woche entstanden. Ach Wahnsinn. Könntest du mal ein bisschen erklären, aus was für Materialien das alles ist? Also ja, das untere ist Jute. Das ist auch beweglich. Ich habe nur nicht dran gedacht, dass ich da immer mit meinen Schienbeinen gegenlaufe. Ne? Hier sind schöne Eisenstangen, die mit dem Seil überspannt worden sind. Naja, und da oben, das ist ein Petsi-Wall. Der erste ist mir beim Aufblasen geplatzt, aber der hier hält. Ja, super. Und passend dazu bist du als Wolke verkleidet? Genau. Die Wolke, weil er fährt ja im Lufthimmel, im Luftmeer. Genau. Und woher hattet ihr diese Idee? Das Thema liegt sehr nah. Ich bin Heißluftballonpilot. Ach, jawohl. Das ist ja spannend. Und da hatte ich letztes Jahr schon die Idee, das mal zu machen. Und ja, wenn ihr hier in einer Region Ballon am Himmel seht, ist zu 50% die Wahrscheinlichkeit, dass ich das bin. Das ist ja total spannend. Ist es nicht eigentlich ein bisschen langweilig im Ballon den ganzen Tag? Das habe ich mich schon oft gefragt. Also ich mache das nebenberuflich und als Hobby in einem Unternehmen. Und es wird nie langweilig. Ich fahre jetzt seit knapp 20 Jahren Heißluftballon und das Thema wird nie langweilig. Also wer einmal da oben war, der möchte immer wieder. Und so geht es mir auch. Ja, das ist ja toll. Vielen Dank für die Zeit. Dann wünsche ich Ihnen noch viel Spaß, wenn hier der Zug loskommt. Danke. Und damit zurück zu dir, Lukas. Danke, Anna. Ich habe das Gefühl, das ist vielleicht auch so ein kleiner Trend, der sich ausmachen lässt, dass die Kostüme teilweise wirklich immer aufwendiger werden. Wir haben jetzt hier eine Konstellation gesehen, Heißluftballon und Wolke, also was da auch Zuschauer vom Streckenrand sich für Mühe geben, das ist wirklich allerhand, muss man sagen. Unbedingt, und gerade das war ja ein gutes Beispiel, ehrlich gesagt. So wie der da auftritt mit seinem Heißluftballon und voll verkleidet, so nenne ich das jetzt mal, ja, der hat auch richtig Spaß, ja. Der hat richtig Spaß und vor allem, wenn die Leute ihn sehen, dem schlägt so viel Herzlichkeit entgegen, weil er einfach eine super Idee hat, und er hat die nicht nur gehabt, der hat das gemacht. Ich möchte nicht wissen, wie viele Tage oder Wochen es auch gedauert hat, so ein Kostüm dann auch vorzubereiten und zu präparieren da eben auch. Ne? Ja, Wahnsinn. Und der kriegt Bilder, ja, und heute musst du ja auch alles, das wird mit Sicherheit auch in die sozialen Netzwerke gestellt, ja. Garantiert kommt es auch, ich würde mich nicht wundern, wenn jemand von uns das fotografiert hat, garantiert kommt es auch bei uns in den Ticker. Hast du das eigentlich schon gesagt, dass ja permanent bei uns, während wir hier diesen Livestream machen, ja im Ticker auch die neuesten Nachrichten vom Showmobil nachzulesen sind bei uns. Gut, dass du das nochmal sagst. Ja, an der Stelle auf jeden Fall nochmal der Hinweis. Wenn Sie interessiert sind an weiteren Informationen, vor allem auch an Bildern vom Showmobil, vom Streckenrand, dann checken Sie auf jeden Fall mal unseren Live-Ticker ab. Die Kollegen stecken da wirklich viel Herzblut rein. Ich scroll mich da gerade mal so ein bisschen durch. Da kann man sich wirklich all die Kostüme nochmal in Ruhe ansehen. Die
Kreativität der BraunschweigerInnen und Menschen aus dem Umland. Das ist wirklich beachtlich, was die Menschen hier alles auf die Beine stellen und zur Schau stellen. Genau. Und jetzt käme eigentlich in der Reihenfolge, ich bin ja ganz scharf drauf, das hier zu kommentieren, jetzt käme eigentlich in der Reihenfolge der neue Eintracht Braunschweig-Wagen. SM Eintracht. Was heißt das wohl? Ich habe mir den heute Morgen angeschaut. Man sieht also allen Ernstes, der Karneval, der nähert sich ja dann auch immer ab und zu dem Tabubruch oder der Tabuverletzung. Man sieht also eine Domina, die also einen leidgeprüften und einen Schmerz erfahrenen Eintracht-Fan praktisch traktiert und behandelt. Und ganz ähnlich muss man sich den Abstiegskampf, lieber Lukas, in der zweiten Liga ja auch vorstellen. Gestern allerdings gegen Karlsruhe, ich konnte auf der Tribüne sitzen, hat man einige Motivwagen heute etwas ad absurdum geführt, nämlich eine starke Leistung gezeigt, und mit dieser Leistung werden sie nicht absteigen. Gehst du eigentlich auch zum Fußball, Lukas? Aber selbstverständlich, ja. Wir sind nicht traurig darum, dass die Eintracht gestern eine Leistung gezeigt hat, die diesen Wagen tatsächlich, wie du sagst, ein bisschen relativiert. Ja, Lust gehört auch mit dazu. Zum Wechselbad der Gefühle, das kennt sich Eintracht-Fans ja mit aus, da gehört die Lust auch dazu. Dafür sind wir ja Eintracht-Fans. Ne? Man sucht sich das nicht aus, aber wir haben ihn jetzt noch nicht gesehen, glaube ich. Ne? Also er ist noch in der Reihe. Es kann auch sein, dass er uns hier an uns vorübergegangen ist. Aber da kommt noch mehr. Du meinst, ich glaube, da kommt er hier gerade. Das ist er. Da ist er, ja, genau. Ja. Also jetzt der erste Wagen, der Eintracht Braunschweig thematisiert ist, gehört dazu. Und beim Schulhofel darf es dann halt auch mal ein bisschen spitzfindiger sein und 20.000 Zuschauer im Eintrachtstadion an der Hamburger Straße, aber das ist natürlich ein Klacks gegenüber dem Showdouble. Ja? Was schätzen wir, wie viele Zuschauer das heute wohl werden würden? Wir Kollegen, die als Reporter draußen sind, die fragen ja nach, natürlich bei der Polizei, haben auch ihre eigenen Schätzungen. Manchmal ist das schwer zu sagen. Ich würde sagen, wenn ich das Wetter berücksichtige und jetzt auch sehe, die Bilder, die wir haben, ich denke mal, die 100.000 wird auf jeden Fall überschritten. Das, glaube ich, kann man jetzt schon sagen. Und wir werden ja nachher dann, übrigens, du hast es ja auch gerade gesagt, werden wir natürlich dann auch noch berichten, wie viele Zuschauer es dann genau gewesen sind. Ja, ich finde das auch immer wahnsinnig schwer einzuschätzen, weil sich das eben auf so eine lange Strecke erstreckt. Jetzt sehen wir hier das Klima ungeheuer. Ja. Nee, man täuscht sich da auch bei den Schätzungen. Es gibt da ja mittlerweile Programme und Algorithmen, die das erforschen, aber so richtig der Stein der Weisen ist da noch nicht gefunden worden. So, jetzt kriegen wir hier nochmal einen Blick auf die Sadomaso-Eintracht-Szenerie. Ja, also der Fan guckt also im Moment gerade nicht wirklich glücklich, aber wenn der gehört hätte 2-0 gegen Karlsruhe, dann geht's wieder. Dann hätte er einen anderen Gesichtsausdruck jetzt gehabt. Ja. Ja, der Wagen dahinter, das Klima ungeheuer, thematisiert nochmal das A-Hochwasser 2021. Aber es ist natürlich auch brandaktuell. Ja, wir haben jetzt im Grunde genommen um den Jahreswechsel und zu Weihnachten das Hochwasser auch nicht nur wir haben es an der Oker gehabt und hier bei uns. Und ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ich würde sagen, die Klimaproblematik ist wirklich brandaktuell. Und wer weiß, was der Sommer noch wieder an Überraschungen in dieser Beziehung zu bieten hat. Das muss man so sagen. Ich glaube, jetzt 2023 ja auch das erste Jahr, wo das 1,5-Grad-Ziel komplett im Durchschnitt erreicht bzw. übertroffen wurde. Verfehlt, muss man sagen. Ja, man muss sich das wissenschaftlich genau anschauen. Es ist komplex, aber ich glaube, an der Erwärmung und an dem Steigen der Durchschnittstemperatur, da ist nicht zu rütteln. Und ich glaube auch, wenn man die Ideologie rausnimmt aus dem Thema, es ist ja überhaupt nichts dagegen einzuwenden, sich vernünftig zu verhalten und klimagerecht letztlich zu wirtschaften oder zumindest im Bewusstsein einen Horizont dafür zu entwickeln. Und dieser Wagen, den wir da vorhin gerade gesehen haben, der hat es eben versucht, und er hat natürlich schon relativ früh
da den Finger in die Wunde gelegt, kann man sagen. Und das ist absolut ein aktuelles Thema. Wir sind jetzt langsam an einem Punkt angekommen, wo es mal wieder etwas traditioneller wird. Jetzt beginnt es nämlich der Block 2, für den die Mascheroder Karnevalsgesellschaft, eine der drei großen Schirmherrschaft, übernimmt. Der Traditionsblock. In der Tat, es ist ja so, dass die drei Vereine, die wir aufgezählt haben, jeder von denen, von den drei Vereinen, leitet und führt praktisch einen Traditionsblock. Jetzt mal gerade zwischendurch, wir haben hier eine Gruppe, wir haben gerade über Klima gesprochen. Diese Gruppe hier zum Beispiel, die sind angelehnt an die sogenannten Montagsdemonstranten, die wir gerade sehen. Ich habe im letzten Jahr ja den Schulduo noch in der Lokalredaktion begleitet und habe mich dann auch mal, bin in die Gruppe hineingegangen. Man sieht dort sehr kritisch eben auch auf die aktuelle Politik. Wir haben da einige Karikaturen gesehen von aktuellen Politikern. Und die halten sich aber auch an die Regeln des Schoduwe, des Braunschweiger Karnevals, der ja nicht parteipolitisch ist, also auch nicht parteipolitisch Stellung bezieht, aber durchaus, wenn die Regeln von Respekt und Anstand eingehalten werden, durchaus natürlich das gesamte Spektrum der öffentlichen Meinung eben auch durchaus berücksichtigt. Wir werden ja nachher noch auch die Parolen der Landwirte noch, die Sprüche der Landwirte sehen. Und diese kleine Gruppe, die wir da sehen, die ist auch durchaus nicht unumstritten. Aber sie haben auch das Recht, am Schuhduwe sich zu beteiligen. Was sind ihre Themen? Also man ist zum Beispiel natürlich, was die Corona-Politik betraf, da war man sehr kritisch, da war man sehr skeptisch. Und man ist auch in Richtung beispielsweise Ukraine-Krieg, hat man eine etwas abweichende Meinung, kritische Positionen. Die marschieren auch mit, sind auch beteiligt im Schulduo. Das ist natürlich immer ein schmaler Grat. Euer Geld ist nicht weg, es hat jetzt nur jemand anders, stand da, glaube ich, gerade drauf. Da gab es ja auch immer wieder Diskussionen zu Corona-Zeiten noch, inwieweit dürfen Querdenker hier bei diesem Show Du Will einen Platz einnehmen. Ich höre gerade, wir dürfen noch mal runterschalten. Unsere Kollegin Anna steht auf der Strecke. Hallo Anna, wen hast du bei dir? Ja, ich habe hier den Dennis bei mir und ihr seid hier ein ganzer Haufen von Flamingos, wie ich sehe. Ja. Wie kamt ihr darauf, Flamingos zu sein? Gut, wir machen das ja schon, glaube ich, seit Jahren. Wir sind so ein Karnevals-Freundschaftsverein. Und durch das Motto, wir richten uns so ein bisschen an das Motto. Und da reicht das ein bisschen divers und Cova, aber gesagt, Flamingos passen, die sind rosa, die sind cool. Und dementsprechend haben wir uns das Flamingo-Kostüm ausgesucht. Alles selbst gebastelt? Alles selbst gebastelt, ja. Das waren ursprünglich so eine Puzzledecken. Diese Helme sind halbe Fußbälle, die wir dann mit Federn bestückt haben. Aha. Dieses Netz zur Halterung ist quasi aus von Tannenbäumen, wenn du durchschiebst. Und das ist eine Schwimmnudel. Okay. Ja, und da haben wir es zusammengenäht, drangeklebt und also dementsprechend ist das dann halt unser Kostüm geworden. Und die Stulpen. Die haben wir, glaube ich, sogar gekauft. Also habt ihr alle fleißig gebastelt? Ja, wir treffen uns immer, brunchen mal, trinken 2, 3, 4, 12 Bierchen und nähen und basteln ganz darüber auf dem Sonntag. Und dann haben wir unser Kostüm. Ja, perfekt. Dann, wie würdest du die Stimmung jetzt hier bewerten, wo der Zug endlich hier durchkommt? Ja, wie immer schön. Also, uns geht es ja auch nicht darum, dass wir irgendwie einen Preis gewinnen oder irgendwas. Uns geht es um die Gemeinschaft immer, weil wir. Das ist eher die Generation von meinen Eltern. Ich war mit meinem Bruder schon mit. Meine Tochter war mittlerweile auch dabei. Beim Frühstück morgens. Das ist halt immer schön. Ich mache das auch schon selber. Glaube ich, ja. Seitdem ich mich erinnern kann, bin ich immer dabei. Früher sind wir, glaube ich, sogar mitgelaufen. Es ist halt immer, ist mal wieder ein Erlebnis. Immer schön, immer. Also schon das Highlight des Jahres. Ja. Man freut sich jedes Jahr aufs Neue. Und schon eindeutig der beste Karneval hier in Braunschweig. Wie bitte? Schon der beste Karneval hier in Braunschweig. Nein, selbstverständlich. Gibt es einen anderen? Nein, eindeutig nicht. Ja, perfekt. Eben. Dankeschön, das war's hören. Damit zurück zu dir, Lukas. Vielen Dank dir, Anna. Ja, ich muss sagen, also ein paar Ambitionen wären da eigentlich schon drin gewesen. Ne? Die Kollegen haben gesagt, sie wollen keinen Preis gewinnen, aber mit dieser Kreativität
Wäre durchaus was drin, gar nicht mehr vorstellen, für die beste Zuschauergruppe oder so ähnlich. Also da steht DIY wirklich hoch im Kurs. Henning, die haben alles selber gemacht. Ne? Ich meine, man kann es sich ja auch leicht machen und bei Amazon bestellen oder man schneidet die Schwimmnudel und den Fußball selber auseinander und bastelt sich so ein Flamingo-Kostüm. Also alle Achtung. Ja, das muss ich auch sagen. Und zu dem davor nochmal, der eben im Interview war. Danke, Papa, dass du mich damals mitgenommen hast. Wäre das Motto, was mir dazu eingefallen wäre. Und ich wollte dich fragen, die Woltersdose gehört eigentlich zum Kostüm, ne? Ja. Büße mal mit rein. Würde ich auch sagen. Also, das war eben sehr gut. Das wird dann auch weitergegeben von den Eltern auf die Kinder und von denen wieder auf ihre Kinder. Das funktioniert. Die da sind besonders gut, inspiriert natürlich vom brasilianischen Karneval, der hier übrigens auch jetzt gerade läuft. In dem berühmten Sambodrom, wenn das so, glaube ich, heißt. Sambadrom oder ja, so Sambadrom. Ähnlich, ungefähr so. Sambadrom, ja. Und ein bisschen sieht das hier aber auch aus auf dem Altstadtmarkt. Das sind Bilder, die bis nach Brasilien mit rüberschwappen werden, denke ich mal. Na, ich denke eher umgekehrt ist es hierher geschwappt. Aber natürlich, guck mal, das ist doch Lebensfreude pur hier, ja? Ja, die werden mit Sicherheit einen der Preise ergattern. Da kann man von ausgehen. Ich sehe das jetzt gerade nicht, aber ich kann mir schon sehen, die haben ja da die Jury dort auf dem Balkon, die haben ja natürlich minutiöse Fragebögen, die machen sich gerade ganz fleißig da Notizen. Und die sehen wir dann irgendwann dann in den Listen, die natürlich auch in der Braunschweiger Zeitung veröffentlicht werden, sehen wir natürlich dann die garantiert da irgendwie als Gewinner, ohne da einzugreifen, aber das sieht ja richtig gut aus. Ja, wir sind gerade also beim südamerikanischen, brasilianischen Samba-Teil des Show-Duels. Ich glaube, der Altstadtmarkt hat sich jetzt mal ein bisschen mehr gefüllt, als wir das noch am Anfang gesehen haben. Gleich wird es dann irgendwie angekündigt, wirklich traditionell, dann kommen die Scheuchteufel, die diesem Karnevalsumzug ja auch ihren Namen geben. Show-Duel. Hat was damit zu tun, dass man den Teufel eigentlich verscheuchen möchte mit wilden Tänzen. Das ist ja wieder einer der Rückgriffe auf die mittelalterliche Tradition, auf die eigentlichen Wurzeln des Karnevals, der ja auch tief im Mittelalter gründet. Da musste also alles Mögliche ausgetrieben werden und Dämonen und Fratzen und Bilder. Und natürlich hat es auch was damit zu tun, dass der Mensch sich ausgeliefert fühlt und unter anderem natürlich auch den bösen Mächten. Ja, der Teufel ist natürlich eine von denen und der Scheuchteufel ist letztlich die Figur, der Show-Duel, da kommt der Name her. Also wenn man den auf seine Seite kriegt, dann ist es gut. Ja? Und vielleicht sollte man an der Stelle dann auch sagen, dass das eine Tradition ist, die über 700 Jahre zurückgeht. Ja? Die so zwischenzeitlich wieder so ein bisschen verloren gegangen scheint. 1979 ja das erste Mal, dass es den Show-Duel, wie wir ihn heute kennen, das erste Mal gegeben hat. Damals noch damals war es eher noch Kinderkarneval, ne? Und das hat sich jetzt in den letzten 40, 50 Jahren ein bisschen weiterentwickelt. Ja, heute ja schon der 46. Genau, mit einem Kinderkarneval hat es letztlich begonnen. Der erste ist gleich ausgefallen. Aber das war so die erste Überlegung. Werdet wie die Kinder. Ja. Und dann hat es sich immer mehr entwickelt und ausgewachsen. Und man muss auch sagen, dass das verbunden ist auch mit einer Figur, mit einer Braunschweiger Persönlichkeit, das ist Gerd Gurgowski. Den kann man durchaus, den früheren Oberbürgermeister und später dann ja auch Innenminister und Ministerpräsident in Niedersachsen, den kann man durchaus als den Vater des Braunschweiger Showduels bezeichnen. Er ist ja auch Ehrenzugmarschall. Höhepunkt sicherlich, wenn wir so ein bisschen in die Geschichte mal blicken, Höhepunkt sicherlich nach der Wiedervereinigung war das Motto des Showduels Deutschland einig nach dem Land. Und ich glaube, das war einer der meistbesuchtesten Showduels überhaupt, wo natürlich dann auch viele Menschen aus Sachsen-Anhalt, der ehemaligen DDR, dann auch nach Braunschweig gekommen sind. Viele können sich da noch dran erinnern. Die letzten Samba-Tänzerinnen wollen den Altstadtmarkt noch ein bisschen bespaßen und werden dann leider gleich aus dem Bild verschwinden und Platz machen für die große, dunkle Teufelsgestalt, der Scheuchteufel. Ein wirklich überdimensionierter Teufelskopf mit Filzhut, der, wie du schon gesagt hast, auf die Ursprünge des Braunschweiger Karnevalszuges verweist. Obendrauf die Landjugend des Bezirks Braunschweig-Hildesheim. Genau. Ohnehin sind es ja
Wir werden ja gleich noch den Wagen sehen, die Masken vom Dom. Das ist nicht etwa das Personal, was da heute tätig ist, sondern die Masken vom Dom. Das ist natürlich auch ein Rückgriff auf mittelalterliche Fratzen und Masken. Dann liegen ja die Wurzeln nicht nur im Rheinland, sondern insbesondere auch die Wurzeln der alemannischen Fastnacht. Und die sind auch in Braunschweig. Die sind auch in Braunschweig zu finden. Gerade in dieser Bildsprache des Mittelalters. Ja? Und viele Leute können da heute gar nichts mehr mit anfangen, aber es rührt eben doch an Ängste und eben auch an Instinkte, und das ist eine Verarbeitung in Bildern oder auch eine Verarbeitung in Mythen, die Menschen immer gebraucht haben. Eigentlich auch bis heute, vielleicht mangelt es und gebricht heute sogar daran, dass man so etwas braucht, um sich auch in gewissem Sinne daran abzuarbeiten und das zu verarbeiten. Ja? Und letztlich im Sinne von Kultur aufzugreifen. Und das ist Schoduwel. Spannend, auch der nächste Wagen. Der Welfenschatz wird da gezeigt, dargestellt. Erkennt man jetzt auf den Bildern noch nicht so gut, aber angelehnt an eine spannende Idee, von der ich persönlich ehrlich gesagt noch gar nichts gehört hatte. Es gab mal die Idee, vielleicht kennst du dich da aus, den Welfenschatz in Gänze noch einmal in Braunschweig auszustellen. Und ja, die Braunschweiger Karnevalisten haben diese Idee jetzt aufgegriffen und zeigen den halt in Styroporform nochmal im Umzug. Selbstverständlich unter angemessenen Sicherheitsbedingungen. Hier mit Radengeln drumherum. Ja, das wäre wirklich ein Traum. Das wäre wirklich ein Traum. Alles, was es dort gibt, das ist ja ein größerer Fundus, ein größerer Begriff, das mal tatsächlich zu sehen. Aber natürlich müsste das in Braunschweig, dann im Herzog-Anton-Ulrich-Museum gezeigt werden. Wo sonst, ja. Und klar. Und es gibt dort aber auch in der Burg Dankwarderode, da gibt es Schätze, die dem gleichkommen. Zum Beispiel ein berühmtes Armreliquiar. Und das sieht man dort auch auf diesem Wagen. Es sind halt Reliquien, Reliquare. Das ist halt ein Kult. Und natürlich ist es auch immer ein Thema der Finanzierung eben auch gewesen. Und auch ein Streit zwischen natürlich Braunschweig auch und den Welfen und Braunschweig und Hannover. Da ist alles drin in dem ganzen Thema. Müsste man aber mal eine eigene Sendung für machen, Lukas. Das machen wir auf jeden Fall, ja. Das ist vorgemerkt. Für die nächsten Wochen, ich habe gerade über die Kameraperspektive gestaunt, gerade kurz möglicherweise die Perspektive vom Balkon des Altstadtrathauses gesehen auf die Masken vom Dom. Und jetzt sind wir auch das allererste Mal auf dem Bohlweg. Wir sehen den Bugatti des Zugmarschalls Kornblumen, sieht fast schon mit so ein bisschen geschafft aus. Olaf Lies, Minister Behrens, die sind alle mächtig am Werfen. Das ist natürlich neben dem Altstadtmarkt eins der Epizentren dieses Karnevalsumzugs. Wir haben jetzt also dann auch gesehen, dass der Anfang jetzt erst am Bohlweg angekommen ist, Henning. In der Tat. Das war jetzt eindrucksvoll, das zu sehen. Es zieht sich also im wahrsten Sinne des Wortes. Hier wieder die Braunschweiger Stadttore. Da haben wir gerade Gerhard Baller gesehen, mit dem wir uns gestern Vormittag erst nochmal unterhalten haben, nochmal ein kurzes Briefing. Er ist im Prinzip der Mastermind, Gerhard Baller ist der Mastermind hinter diesem ganzen Schoduwel. Er ist zwar zurückgetreten, er musste auch sich zurückziehen als Zugmarschall, aber er hat die Prokura, er handelt, weil niemand das so gut kann wie er. Er kennt sich aus, er ist vernetzt wie kaum ein anderer. Wenn du zu ihm nach Hause gehst, da ist ein Türschild Baller, das ist die obere Klingel und die untere Klingel heißt Karneval. Ja? Ja gut, ich weiß nicht, wie seine haushaltlichen Verhältnisse sind, aber kann natürlich... Der ist einfach so gefragt und so frequentiert, der macht nichts anderes, wochenlang, monatelang. Und das ist aber auch was Besonderes, er ist ja praktisch einer der früheren Präsidenten der Hochschule für Bildende Künste. Also der hat den Horizont, der kennt sich aus und er kann aber auch, er ist ein karnevalistisches Urgestein hier in Braunschweig, und aus dieser Kombination ergibt sich das, was sich ja wie so ein roter Faden auch durch unsere Moderation zieht, ergibt sich einfach die Philosophie des Schoduwel, und die bedeutet, wir machen hier Kultur. Wir machen hier nicht nur Zeit totschlagen und Zeit vertreiben und nicht nur Frohsinn, wir machen hier Kultur. Das hat einen Sinn, das hat eine Philosophie und den Leuten macht es Spaß. Und das ist also eine ganz wichtige Sache. Jetzt sieht gerade die Samba-Bands an uns vorbei mit tollen Klängen, mit riesigen Afro-Perücken
und bunten Farben. Schön, jetzt hier zum ersten Mal diese Bilder vom Bohlweg zu sehen, wo ja dann doch Absperrgitter nötig sind. Da ist ordentlich was los. Ja, rechts sehen wir das Schloss, die Schlossarkaden, an denen wir ja der Schulhof jetzt vorbeizieht, paradiert, und die Brunsweger dort. Ich weiß ja nicht, ob du wusstest, dass die Brunsweger, also die Brunonia, die Wagenlenkerin, dass diese Quadriga größer ist als die auf dem Brandenburger Tor. Habe ich schon gehört. Ne? Tatsächlich einer der größten in Deutschland, wenn nicht sogar Europa, glaube ich. Sowieso, ne? Ich glaube, die größte Europas. Ja. Und deswegen ist sie natürlich, die Quadriga, auch auf etlichen Wagen drauf, als Symbol. Ja? Und auch jetzt hier am Bohlweg, wir sehen das voll. Nun, man kann ja am Zustand der Straße sehen, dass es also, ich glaube, es ist kein Dauerregen, aber es nieselt, ja. Und es ist nicht das beste Schodowe-Wetter, aber gut besucht. Ja, schlechtes Wetter gibt es nicht. Das haben wir ja schon von unseren karnevalistischen Vorbildern im Rheinland gesehen, die es ja, glaube ich, dann doch noch ein bisschen schlimmer erwischt hat hier in Braunschweig. Das ist ja eigentlich wunderbar, muss man sagen, solange es einigermaßen trocken ist und nicht zu kalt, kann das hier niemanden stoppen. Die Braunschweiger genießen diesen 46. Schodowil. Das sieht man auf unseren wunderbar scharfen Bildern vom Braunschweiger Bohlweg ganz eindeutig. Und ich finde ganz besonders ansehnlich immer diese Fahnenschwenkertruppen. Das sieht ja fantastisch aus, wie synchron das möglich ist. Das macht Eindruck, muss man sagen. Ja, das ist richtig. Und eben eine gute und große Beteiligung eben weit über Braunschweig hinaus. Gerade hier nochmal gesehen, die Burg Dankwerderode, der Motivwagen mit dem Burglöwen oben drauf. Viele Wagen, die wir vorhin schon am Altstadtmarkt gesehen haben, jetzt also erst am Bohlweg. Oh, die Laune scheint immer noch besser zu sein, ne? Keine Ermüdungserscheinungen bei den Radengeln. Ja. Das sind für mich die Radengel, das sind für mich echt die Helden dieses Schodowils, weil die da natürlich das ehrenamtlich machen. Paar Cent gibt es da, ein paar Euro. Aber den ganzen Tag dort den wichtigsten Job eigentlich machen. Denn wenn da was passieren würde, dann würde sofort die Stimmung eben auch kippen. Ja? Hier geht es nochmal um die Grünen, die hier aufs Korn genommen werden mit dem grünen Elefanten. Ja. Die Grünen, die es halt schwierig haben, gerade in der Bundespolitik ihre Themen durchzusetzen. Ja, die Fußgruppen kriegen auch immer noch ein kräftiges Brunsweg-Hello heraus. Ich meine, wenn man hier am Bohlweg angekommen ist, dann neigt sich das Ganze ja schon wieder fast so ein bisschen dem Ende. Ne? Wenn der Bohlweg hinter einem liegt, dann ist das Ziel, die VW-Halle, wo der Umzug endet, auch schon wieder nahe. Das hier müsste jetzt am Altstadtmarkt die Mummekogge sein, wenn ich mich nicht täusche. Oder ist es Tils Narrenschiff? Ich bin unschlüssig gerade. Welche Nummer hast du da? Ja, Tils Narrenschiff, das wäre die 205. Ich glaube, es ist die Mummekogge. Und das passt ja eigentlich. Wir sind jetzt wieder am Altstadtmarkt. Die Mumme war ja im Grunde genommen der Schmierstoff. Das war ja das Entscheidende der Hansestadt Braunschweig, das entscheidende Produkt, was ja von Braunschweig weltweit in die Welt gegangen ist. Man denkt immer, Mumme ist Bier. Aber das ist so ein extrem gehaltvoller, süßer Malztrunk, den man aber in Bier geben kann. Ja?
Tradition rund um die Mumme wird ja versucht, immer noch, manchmal vielleicht ein bisschen krampfhaft hier in Braunschweig hochzuhalten. Ja, es ist halt ein ganz typisches Produkt. Es gibt ja mittlerweile etliche Spezialitäten rund um die Mumme, die letztlich dann auch ein bisschen den Lokalkolorit hier bedeuten. Es gibt ja auch das Mummefest, die Mummemeile. Und da kommen nicht ganz so viele Zuschauer wie hier beim Showduvel. Aber Mummekogge, das ist schon ein schöner Begriff, denn die Mumme hatte nämlich auch praktisch antibakterielle Wirkungen. Das ist das Entscheidende. Die hatten sie auf dem Schiff mit, in den Fässern auf dem Schiff. Und damit sie da keinen Skorbut bekommen haben, ist halt Braunschweiger Mumme auch gut gegen Krankheiten. Ja, das wäre vielleicht mal gut für den nächsten Werbeslogan oder sowas. Antibakterielle Wirkung oder so, dann gegen Actimel in den Kampf treten. So. Gerade noch spannenden Wagen, den wir gesehen haben. Was historisch ist, der Feuerwehr. Wagen mit der historischen Büssing-Drehleiter obendrauf, beziehungsweise innen drin saß der Förderverein Feuerwehr und Jugendfeuerwehr Braunschweig. Und ich höre gerade, dass wir jetzt die Möglichkeit haben, an einen ganz besonderen Ort zu schalten. Unsere wunderbare Kollegin Christina Wicke steht auf dem Balkon des Altstadtrathauses. So, liebe Zuschauer, ich habe gerade die Info bekommen, dass Sie anscheinend gerade nichts gehört haben oben vom Balkon des Altstadtrathauses. Ich kann Ihnen nur versuchen, kurz zu erklären, was da zu hören war. Das Mikrofon ist anscheinend ausgefallen bei unserer Reporterin. Auf jeden Fall oben am Balkon des Altstadtrathauses sitzen natürlich die Personen, die hier noch einen ganz wichtigen Job haben. Die Jury, die hier heute die schönsten Motivwagen wählt, die schönsten Tanz- und Fußgruppen. Das ist sicherlich ein gar nicht so leichter Job, Henning. Also ich glaube, da muss man natürlich möglichst sachlich, objektiv schalten, walten und entscheiden und ja, ein genaues Auge haben. Und vor allem Fairness ist natürlich auch gefragt. Ja, in der Tat. Und vor allem wird das auch mit karnevalistischer Strenge und Korrektheit durchgeführt. Mit Fragebögen. Ich bin selbst mal dabei gewesen. Es geht eben darum, dass man möglichst originelle Ideen hat und dass man vor allem auch großen Aufwand dann betreibt, das umzusetzen. Also es gibt ja die verschiedenen Preise, wir hatten es ja vorhin schon gesagt, den Jacketpot, dann gibt es den Wagenbau-Wettbewerb, den Fußgruppenwettbewerb, die Prämierung der besten Musikzüge und auch der besten Jugendgruppen. Und da oben ist also wirklich eine Jurorenschar, so nenne ich sie jetzt mal, die da vom Balkon des Altstadtrathauses natürlich den besten Blick haben und einem gewissen Steckbrief und nach gewissen Kriterien da dann ihre Wertung treffen. Und hinterher ist ja dann die große Zugparty in der Volkswagenhalle und da werden dann unter großem Jubel und Hallo der Karnevalisten die Preisträger eben ausgezeichnet. Ja. Eigentlich einer der schönsten Plätze beim Showduvel. Weil man wirklich da einen fantastischen Ausblick hat. Ja, und weil es so schön ist, haben wir jetzt, glaube ich, die Gelegenheit, es nochmal zu probieren. Christina, ich hoffe, dein Mikrofon ist jetzt dann doch noch verwendbar. Probier es einfach nochmal. Wer steht denn da neben dir? Ich hoffe, ihr hört mich. Live is live, würde ich sagen. Wir haben die Technik einmal neu gestartet. Jetzt geht's wieder. Neben mir steht Ruth Naumann. Sie ist die Vorsitzende der Jury, also mit einer
der wichtigsten Jobs hier heute auf. Frau Norman, vielleicht können Sie uns ein bisschen erzählen. Sie haben sich eben schon zu einer ersten Beratung nach dem ersten Block zusammengefunden mit der kompletten Jury. Nach welchen Kriterien gehen Sie denn und wie arbeiten Sie heute? Wie entscheiden Sie? Erstmal muss es originell sein. Es muss Spaß machen, der Spaß muss rüberkommen auf die Zuschauer, auf uns, und die selber müssen auch Spaß daran haben. Und natürlich auch, wie sind die Kostüme bei den Musikgruppen, wie ist die Musik, wie kommt die rüber? Originalität und Performance und Kostüme, das ist eigentlich so der Hauptpunkt dabei. Und die Freude am Mitmachen. Das ist natürlich das Allerwichtigste. Welche Preise vergeben Sie denn hier heute? Wir haben einmal den Jackenpot, der ist gestiftet vom Oberbürgermeister der Stadt Braunschweig und wird jedes Jahr an die besten Wagen gegeben, die von den drei Karnevalsgesellschaften aus Braunschweig an den Start geschickt werden. Dann haben wir noch die Wagenpräsentation, da kann jeder mitmachen, jeder Verein, jeder Ort, ganz egal. Das ist von Stautmeister, das ist ein Geldpreis, 250 Euro. Dann haben wir noch den Fußgruppenpreis, das ist auch 200 Euro, auch ein Geldpreis. Und da wird natürlich auch Originalität und das einfach der Spaß an der Freude muss dabei rüberkommen. Dann haben wir drei Preise für die Musikgruppen, erste, zweite, dritte Preis, das sind Pokale. Und dann haben wir noch den Jugendpreis, also das ist auch ein Pokal, aber ein Wanderpokal. Und ich hoffe, dass ich den Pokal, wir haben schon so ein kleines bisschen ausgeguckt, wer den eventuell kriegen könnte. Und wir haben beschlossen, wenn der Sender hört, dann fliegen wir alle dahin und holen uns den Pokal zurück. Also das klingt auf jeden Fall nach einem spaßigen Job bei Ihnen. Jetzt würden wir natürlich gerne wissen, haben Sie nach Block 1 schon Favoriten, auch wenn die vielleicht nicht am Ende gewinnen, aber welche Gruppen liegen gut im Rennen, sagen wir es mal so. Also eigentlich fanden wir alle Gruppen ganz toll, überhaupt, dass sie mitmachen, aber es gibt natürlich spezielle Gruppen. Und wenn man Samba hört, dann macht man automatisch mit, das ist natürlich klar. Und darum habe ich auch gesagt, wenn die einen Preis kriegen, dann holen wir den Preis wieder zurück. Vielen Dank, Frau Naumann. Danke dir, Christina. Also die Jury lässt sich noch nicht so richtig in die Karten schauen. Samba scheint allerdings hoch im Kurs zu sein. Und ja, die Aussicht da vom Altstadt-Rathausbalkon ist natürlich einmalig, Henning. Ne? Also da oben thront man so ein bisschen über den Dingen, hat seine Ruhe und kann das Treiben entspannt miterleben. Und analysieren. Man hat ja gesehen, wie mit welcher Akribie Ruth Naumann das eben gerade in diesem tollen Interview beschrieben hat. In der Tat, ja. Und wir hatten schon den richtigen Verdacht mit der Samba. Mit der Samba-Gruppe. Das war schon, das konnte man schon merken, das hat die Jury natürlich auch beeindruckt und erreicht. Ja, wer es dann am Ende geworden ist, alle GewinnerInnen dieses Show, du willst top aktuell, sobald es feststeht. Ich denke mal, heute wird das noch im Laufe des Tages dann spätestens in der VW-Halle feststehen. Erfahren Sie es natürlich auf braunschweigerzeitung.de. An dieser Stelle nochmal der Hinweis, liest sich ganz gut nebenher. Ich habe ihn hier auch offen, der Live-Ticker der Braunschweiger Zeitung. Da gibt es die besten Bilder, alle Infos von dieser Veranstaltung hier heute. Wie ist es bisher für dich, Henning? Hast du denn schon Favoriten, was den schönsten Motivwagen angeht? Bist du auch heute angetan von Samba und Co.? Eintracht, denke ich mal, steht also, auch hoch im Kurs. Eintracht ist natürlich immer schon bei mir ein Kandidat. In der Tat, ich fand die Samba-Gruppe, die wir gesehen haben, auch gut. Und was mich halt anspricht, da kommt ja noch ein bisschen was. Das sind eben auch Wagen und Motive, die eine Botschaft haben. Und mich freut das. Es ist auch in diesem Jahr noch etwas pointierter geworden. Da hat ja Carsten Heidrich auch gesagt, er legt Wert darauf. Ich weiß es aber auch von Gerd Baller, dass das ihm wichtig ist und den HBK-Künstlern, über die wir gesprochen haben. Da muss eine Aussage sein und das muss auch einen Sinn machen. Das muss was Konkretes sein. Dann hast du ein Bild, ein Statement aus Braunschweig. Und ich denke, das sieht gut aus bis jetzt. Und was wir so machen, ich mache das ja gerade zum ersten Mal, ist ja auch eine etwas längere Strecke, ist ja nicht mal nur so eine Viertelstunde oder 20 Minuten, sondern das zieht sich ja im wahrsten Sinne des Wortes, macht Spaß. Das macht Spaß, in der Tat, auch mit dir, Henning, macht das hier großen Spaß an diesem wunderbaren Tag und es ist ja immer wieder ein Highlight für Braunschweig, eines der wichtigsten Ereignisse in dieser Stadt. Man muss natürlich auch Verständnis haben für all die Leute, die sich dem Ganzen eher entziehen, auch diese Menschen gibt es ja, die sagen, Karneval
ist nichts für mich. Henning, wenn ich das bei dir richtig einschätze, hat sich das bei dir ja so ein bisschen gewandelt. Ne? Also diese Faszination hat sich bei dir erst etwas später. In der Tat, also der begeisterte Karnevalist bin ich nicht immer gewesen. Und ich gelte jetzt auch nicht unbedingt als der närrischste, sagen wir mal, in der Redaktion. Aber für mich war der Wendepunkt in der Tat 2015 und dann dieses Motto jetzt erst recht 2016, weil wir als Journalisten, wir wollen halt mitkriegen, was passiert da gerade. Und diese Absage in 2015, da hat ja der Showdouble weltweit Schlagzeilen gemacht. Also die weinenden Braunschweiger Karnevalisten, ob das jetzt New York Times war, Washington Post oder auch alle Sender und Medien, da war Braunschweig wirklich, wurde dadurch praktisch erst richtig bekannt. Das war für mich so ein Wendepunkt zu gucken, wie geht das da, wie funktioniert das. Und dann bin ich tatsächlich auch ein bisschen infiziert worden und glaube auch, dass eine solche Bewegung mit einem solchen Engagement, mit so einer Power dahinter, mit so viel Ehrenamt, ne, das ist natürlich, du weißt ja, dass wir auch als Redaktion, dass wir auch den gemeinsamen Preis veranstalten, Bürgerengagement, nicht zu fragen, was können die anderen für mich tun, sondern was kann ich für diese Stadtgesellschaft tun, was habe ich drauf, was kann ich zeigen und leisten und wie viel kann ich dafür tun, aber das finde ich natürlich gut und insofern hat mich dann der Schrudel eigentlich auch immer mehr begeistert und spätestens seit ich ja auf den Karnevalswagen mitgefahren bin und dann auch mich erprobt habe im Bäulchen schmeißen, nebenbei natürlich auch zu fotografieren und da meine Reportagen zu machen. Spätestens seit dem Zeitpunkt hat es mich erfasst. So, jetzt der Wagen. 45 Jahre Schönheit aus Braunschweig. Da müssen wir hier mal wieder gerade auf unsere Liste schauen, wo wir denn gerade hier beim Umzug angekommen sind. Tolle Perspektive hier gerade wieder vom Balkon des Altstadtrathauses. Man sieht immer noch den Bonbonregen, 20 bis 25 Tonnen, die hier heute geschmissen werden. Der Altstadtmarkt natürlich einer der Hotspots. Da sind die Fernsehkameras. Da wollen alle zeigen, dass sie ordentlich was zu schmeißen haben. Am Bohlweg ist natürlich auch viel los. Da haben wir gerade eben auch schon tolle Bilder von gesehen. Wir sind mittendrin, kann man sagen, hier beim 46. Showdouble in Braunschweig. Ich kann hier auf dem Fernsehbild nicht ganz erkennen, ob es wirklich trocken ist. Die Schirme jedenfalls werden eher hervorgestrickt, um möglichst viele Bäulchen einzufangen und nicht um sich vorm Wetter zu schützen. Also es ist einigermaßen erträglich, Henning. Es hätte uns hier heute deutlich schlimmer treffen können. Und man sieht es ja auch an den Zuschauermassen. Also es ist wirklich rappelvoll am Altstadtmarkt. In der Tat, das ist immer noch besser als Regen, Schnee und Sturm. Und ich glaube auch, dass manche vielleicht gesagt haben, ich bleib vielleicht doch zu Hause und schau mir das bei der Braunschweiger Zeitung an. Dafür sitzen wir ja hier, genau. Ganz genau. Das und, als ergänzendes Angebot. Und trotzdem sind so viele, die nun dann auch natürlich sagen, ich will dabei sein, ja. Ja, mit vor Ort dabei zu sein, ist natürlich nochmal was ganz anderes. Mhm. Wir genießen es hier aus unserem gemütlichen Studio. Bisher wirklich ein toller Umzug gewesen. Viel gute Laune hier. Nochmal der Blick auf die weißhaarige Jury, die hier eifrig Notizen macht und auch schon die passenden Kaltgetränke dazu stehen hat auf dem Tisch. Ja, die dürfen nicht weggucken, ne? Die stimmen sich dann ab, machen ihre Kreuzchen wahrscheinlich. Also ich bin Zeuge, mit großem Ernst wird das da begutachtet. Und es gibt da dann auch die Punktebewertung. Also das machen die da richtig gut. Und wenn dann die Spannung etwas abfällt, dann sind die natürlich auch in der Zuchtparty dann in der Volkswagenhalle etwas entspannter, als sie das jetzt sind, wo sie da ja auch eine wichtige Aufgabe haben. In der Tat, also 3 Stunden Fokus ist da nötig. Am besten nicht weggucken, damit man nichts verpasst. Ja.
So, die AWO Arbeiterwohlfahrt, gerade hier mit diesem Wagen vertreten. Ja. Das ist ein Beitrag des AWO Psychiatriezentrums. Und insofern sind es karnevalistische Freunde aus dem Landkreis Helmstedt, aus Königslutter, die ja hier vertreten sind. Und das zeigt eben auch, dass das nicht nur Vereine, sondern eben auch viele wichtige Organisationen und Institutionen, auch hier aus dem Gesundheitsbereich, dann in diesem Falle, dass die natürlich beim Showdouble vertreten sind. Auch das hinten dran, gleich direkt der berühmte Spielmannszug aus Großdenkte von der Freiwilligen Feuerwehr. Was haben die an? Ja, die tragen Anzüge mit bunten Perücken, interessante Kombination. Am Altstadtmarkt legen sie natürlich alle noch los. Ab und an ist ja auch mal Zeit für ein kleines Päuschen für die ganzen Spielmannszüge. Die können ja nicht die 4 Kilometer durchtrommeln. Die haben bestimmt so oder so morgen dann Muskelkater im Unterarm, nehme ich mal an. Also rein sportlich auf jeden Fall und von der Motivation her eine sehr, sehr gute Leistung. Aber das macht auch Spaß und das sieht man auch. Ne? Da quält sich keiner, sondern das ist wirklich, das kommt wirklich von innen. Hier sehen wir gerade Bilder hinterm Wohlweg schon, dann vorm Galeria-Kaufhaus geht es dann rechts ab in Richtung Friedrich-Wilhelm-Straße zum Friedrich-Wilhelm-Platz und dann auch schon wieder in Richtung Volkswagenhalle. Hier mal wieder der grüne Elefant. Ja, den haben wir ja in der Tat öfter schon gesehen jetzt. Aber der Wagen davor, ist das ein Beispiel, dass ich hier mal erzählen kann. Es sind ja auch Firmen, wie ich vorhin erläutert habe, die eben auch sich als Sponsoren und auch mit der Ausrüstung eines Wagens eben an diesem Showdouble beteiligen. Und wir haben ja eben gerade den Eisbären gesehen. Und das ist ja doch ein sehr eindrucksvoller Wagen, den wir auch in den vergangenen Jahren schon gesehen haben. Das ist also von der Firma Strang und Beere, die natürlich, ich nenne das jetzt einfach mal als Beispiel, Passport Toto für die anderen Firmen auch, die sich natürlich mit Kühltechnik beschäftigen. Und dann haben die gesagt, wir möchten einen schönen Wagen und natürlich uns eben auch entsprechend beteiligen, zumal die Besatzung ja auch von der Firma ist. Und dann sind es eben kongeniale Partner in den HBK-Künstlern, die so einen eindrucksvollen Wagen eben dann dahinstellen und bauen, wie diesen Motivwagen Eisbär, den wir gerade gesehen haben. Und das gilt auch für einige, die wir da in diesem Showdouble haben. Jetzt hier in diesem Wagen die 227. Der Motivwagen fürchtet euch nicht. Da geht es nochmal um die Bundespolitik. Zeigt ja, Bauernproteste. In der Tat. Der zeigt also dann im Grunde genommen, zeigt er die Ampel, also praktisch Grüne, SPD und FDP, die da letztlich, insbesondere natürlich die Grünen stehen da im Fokus, die eine Politik machen, die den Bauern, den Landwirten natürlich nicht ganz passt, die natürlich auch für sie finanzielle Nachteile und Opfer bedeutet. Und sie haben eben gesagt, dieser Wagen ist ihnen wichtig. Und sie haben auch gesagt, ja, mit der einen oder anderen Forderung sind wir hier in diesem Showdouble eben auch vertreten. Ja. Gerade an uns vorbeigezogen ein Pflegedienst, die Fußgruppe eines Pflegedienstes. Das ist natürlich auch ein toller Mitarbeiterausflug, hier beim Showdouble mal mitlaufen zu können. Und jetzt hier hinterm Zebrastreifen wartet dann auch schon der Karnevalsverein Lehre auf uns. Die sind natürlich auch immer ganz vorne mit dabei. Wichtiger Bestandteil hier dieses Showdouvels mit einem Motivwagen und einer Fußgruppe obendrauf. Also gleich in doppelter Besetzung nehmen die hier teil. Gerade im ländlichen Raum, in den Landkreisen, auch in unserer Region, hat der Karneval eine große, eine schöne Tradition. Viele Organisationen, Jugendliche sind da auch vertreten. Und da ist es teilweise die Feuerwehr, der Schützenverein und auch der Karnevalsverein, die da eine wichtige Funktion im Ort haben. Auch Live-Musik haben wir heute beim Showdouble mit dabei. Braunschweig Pension spielt live auf einem Wagen. Haben wir jetzt, glaube ich, noch nicht im Bild gesehen. Kann sein, dass sie gleich noch kommen oder an uns vorbeigezogen sind. Große Empfehlung von mir.
Und die Tanzgarden zeigen gerade hier am Altstadtmarkt ihr Bestes. Hier sieht man es, dass es also tatsächlich dieser karnevalistische Tanzsport, dass wenn man diese Übungen, die da gezeigt werden, wenn man das exakt ausführen will, das sind natürlich auch teilweise in Wertungsvorschriften, sind diese Elemente vorgeschrieben, dann gehört ganz schön viel Training auch dazu, um das so ausführen zu können. Und das sind natürlich jetzt auch verschärfte Bedingungen da auf der Straße. Das ist teilweise auch glatt. Und die haben natürlich auch ihre Uniformen und ihre Trachten da an. Aber umso besser, umso größer der Einsatz. Ja, 2005 gegründet anscheinend der Karnevalsverein Lehrer. Ja, das korrespondiert mit dem, was wir eben, gesagt haben. Wichtig finde ich das, dass erstens, dass das fortgesetzt wird, die Tradition, also nicht nur in Braunschweig, sondern eben auch hier in Lehre, im Landkreis Helmstedt und auch im Landkreis Wolfenbüttel und in der gesamten Region, und dass man natürlich wie selbstverständlich dann eben in Braunschweig eben auch am Showduvel dann teilnimmt. Muss man denn befürchten, dass diese Tradition irgendwann vom Aussterben bedroht ist? Ich meine, die Gefahr besteht ja immer, ne? Dass junge Leute dann irgendwann sagen, ach hier, nee, Karneval, das ist nichts für mich, das passt nicht mehr zu mir, zu meinem Leben und ist irgendwie altbacken, oder siehst du diese Gefahr eher weniger? Wenn man diese Bilder hier sieht, dann muss man es nicht befürchten. Es stünde zu befürchten, wenn so ein bisschen dieses Funktionärswesen, was es natürlich im Karneval auch gibt, wenn das überbordet. Aber ich glaube, es ist gerade in den letzten Jahren gelungen, den Funken auch überspringen zu lassen, in so Richtung Populärkultur auch, in Richtung Kult auch, dass man da begeisterungsfähig ist und geht hin. Und du hast ja selbst auch das in den letzten Jahren sehr eindrucksvoll gesehen und auch begleitet. Der Funke springt über, denke ich. Und ich glaube, man muss das nicht befürchten. Ich denke, das sieht man insbesondere an den vielen unfassbar kreativen Kostümen, auch vom Randbereich, von den Zuschauern, die sich hier wirklich einiges ausdenken. Hier sehen wir gerade hier den Wagen, wo es anscheinend, also der wackelt ja richtig, und dort oben noch wahnsinnig viel Beleuchtung. Das könnte jetzt die Braunschweiger Bands Braunschweig Pension sein. Sieht zumindest so aus. Ja, da rappelt es ordentlich im Karton, muss man sagen. Der nächste Wagen dann wieder eher etwas in politischerer Richtung, soweit ich das hier mit meiner schlechten Brille erkennen kann, ein Eisbär, der am Galgen hängt. Genau, das ist ein politischer Motivwagen, ein Eisbär, der am Galgen hängt. Der Eisbär ist ja das Symbol für den Klimawandel. Und ich weiß nicht, ob du das verfolgt hast. Es gibt ja immer dieses Naturfoto des Jahres, das weltweit ausgezeichnet wird. Gerade jetzt in den letzten Tagen hat man ja gesehen, das war ein Eisbär, der schläft, also der hat sich geflüchtet auf einen Eisberg. Ja. Und dieser Wagen erinnert mich daran, aber natürlich dem hier hat es schon den gar ausgemacht, dem Eisbären. Und tatsächlich verschwinden durch den Klimawandel eben Lebensräume. Das soll dieser Motivwagen zeigen. Spannend ist daher auch immer ein Blick in die Historie des Showduvels. Da sieht man tatsächlich, dass viele Themen, die uns heute beschäftigen, auch schon vor etlichen Jahren oder sogar Jahrzehnten mal thematisiert wurden. Immer die gleichen Probleme, die uns umtreiben, die dann auch zu Motivwagen hier beim Showduvel führen. Da lohnt sich mal ein Blick auf den Instagram-Kanal der Braunschweiger Zeitung. Da haben wir mal so einen kleinen Rückblick gemacht und ein paar nette Bilder aus den Anfängen des Braunschweiger Showduvels gezeigt. Und da geht es eben um viele Themen, die uns heute bekannt sind. Sparzwang bei der TU Braunschweig war damals ein großes Thema. Und wir hören gerade, dass wir noch eine Schalte haben, die wir uns jetzt gerne mal vornehmen. Anna Richter, unsere Reporterin. Anna steht bereit, wahrscheinlich mit spannenden Gästen. Auf einem Wagen, so wie es aussieht. Hallo Anna. Und die Stimmung hier ist schon ziemlich gut, oder? Also die Stimmung beim Braunschweiger Karneval ist sensationell. Ich mag alle in Nordrhein-Westfalen, aber was wir hier gerade erleben, ist sensationell. Die Menschen sind auf der Straße und Karneval ist bunt. Alle machen mit. Alle machen mit. Und was ist dein Lieblingskarnevalshit? Mein Lieblingskarnevalshit? Ich habe mehrere, aber eigentlich das Johnny, Johnny, Depp, Depp, Depp,
Johnny Depp, Depp, Johnny, Johnny Depp, 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 Johnny Depp, Depp, Johnny, Johnny. Aber kriegst du nicht Angst, wenn das hier ganz schön wackelt? Also, das ist ja schon. Also, man muss natürlich sich vorbereiten. Wenn man auf einen Karnevalswagen geht, muss man sich vorbereiten. Also, man muss schon so ein bisschen dafür sorgen, dass man eigentlich standfest ist. Die ganze Zeit. Ja. Und wie machst du das? Was hast du? Wie machst du das, dass du standfest bist? Naja, man muss gut frühstücken. Man muss eine Familie hinter sich haben. Und Roland Klein ist derjenige, der uns hier eingeladen hat. 111er Präsident. Ich bin der Gründer. Ich bin ja Karneval oder Helm. Und seitdem ist das, also wir sehen das Logo da. Seitdem ist das eine mega geile Gemeinschaft. Wir sind einfach eine große Familie, das macht Spaß. 111 Unternehmer aus der Region. Ich sag mal so, mehr geht nicht. Ja, cool, dann wollen wir mal nicht gleich weiter feiern, oder? Also ich sag mal so, ich glaube, wir feiern heute noch ein bisschen und morgen ist ja Rosenmontag. Machen wir noch ein bisschen. Ja, perfekt. Dann feiern wir hier weiter und zurück zu dir, Lukas. Wunderbar, vielen Dank dir, Anna. Mittendrin auf dem wackelnden Wagen. Ja, so ist es. Ne? Also da geht es dann schon ordentlich zur Sache. Und der Kollege hat gesagt, da braucht man dann auch ein bisschen Standfestigkeit und ein gutes Frühstück. Die wippen heute Abend noch. Ja? Das geht noch eine Weile. Ja, er hat ja gesagt, also Rosenmontag ist dann, ja, muss man sich freinehmen. Ne? Das ist ja, ich glaube, im Rheinland hat man da einen Feiertag, ne? Oder? Da geht keiner zur Arbeit. Ja, das hat dieses Glück haben wir hier bei uns nicht. Also, da müsste man vielleicht mal für kämpfen, aber auf jeden Fall heute Vollgas. Das wäre in der Tat dann die nächste Stufe, der nächste Schritt. Ja? Ja. Damit könntest du doch Oberbürgermeister kaum nur mal kämpfen, ne? Das sich als Mission vorzunehmen. Hier sehen wir wieder die wartenden Gesichter auf der Gördelinger Straße, kurz vorm Pressehaus der Braunschweiger Zeitung. Wahnsinnig viele tolle Kostüme, gute Stimmung. Ein paar Klassiker, Clowns sehen wir, Brausetütchen, alles mit dabei. Ja, aber die Brausetütchen zum Beispiel, die wir gerade gesehen haben, das ist so wieder ein Beispiel für so eine Zuschauergruppe, die sich echt was ausgedacht haben. Du hast ja da in dem letzten Jahr auch einige Erfahrungen mitgemacht, ein paar schöne Interviews gemacht. Ja, also ich staune ja wirklich am allermeisten über diese selbstgemachten Sachen. Ne? Und was man da zu sehen bekommt, ist wahnsinnig inspirierend. Ja. Ich erinnere mich an eine Familie, die mit ihrem Kleinkind höchstens ein Jahr alt als Popcorn-Tüte gegangen ist. Ja. Und ja, dann hat man dieses kleine Kind mit ein paar Popcorn, ein bisschen Popcorn versehen auf dem Kopf und das hat dann aus dieser Tüte herausgeragt. Natürlich nicht jeder verkleidet sich, ne? Also klar, manchmal kommt der Schwodowill dann auch ein bisschen plötzlich oder man entscheidet sich spontan mal vorbeizuschauen. Auch das ist natürlich völlig okay. Hauptsache alle haben hier Spaß und genießen diesen Tag. Und ja, das tun sie alle. Die meisten hier eigentlich schon, die wir jetzt gerade sehen. Okay, bei dem einen oder anderen fällt es jetzt auch nicht so auf, aber ich glaube, das ist ganz gut. Da ist man ganz gut kostümiert. Ja, es reicht ja auch wirklich nur eine Kleinigkeit. Ne? Es muss ja nicht immer der Heißluftballon sein, den man sich ein Jahr lang vorher zurechtgebastelt hat. Ja. Hauptsache, man zeigt einfach ein bisschen Zugehörigkeit und das närrische. Oh, hier sogar mit Nebel. Hier ist
Ah, Henning, hier haben wir doch noch einen Wagen, über den wir vorhin schon gesprochen hatten. Du hattest dir ja schon im Vorhinein mal ein Bild gemacht von den vielen Wagen, die wir hier heute zu sehen bekommen. Was haben wir da jetzt vor uns? Dieser Wagen, das ist ein reiner Motivwagen, der auch politisch gefärbt ist. Er zeigt also im Prinzip den Ritt auf der Rasierklinge zwischen Demokratie und auch Freiheit. Und wenn man jetzt genau hinschaut, dann sieht man auch eine Anspielung auf aktuell die Demos, die sich auch mit der AfD beschäftigen und auch mit dem Einsatz für Demokratie und gegen Rechtsextremismus. Und der Wagen zeigt das also doch in etlichen Nationen, unter anderem Ungarn, aber auch Russland, China, die Demokratie entweder gar nicht intakt ist, nicht vorhanden ist oder auch stark unter Druck steht. Und dieses Bild mit der Balance, mit der Waage, mit dem Ritt auf der Rasierklinge. Zwischen den vielen Scheißhaufen, wenn ich das so sagen darf. In der Tat, den vielen Herden, den vielen Herausforderungen und die Demokratie und die Freiheit, das steht unter Druck gerade. Das will der Wagen zeigen. Ja, es ist wirklich sehr pointiert. Ne? Also das muss man den KünstlerInnen da wirklich zugute halten, wie sie all diese komplexen Themen auf den Punkt treffen und ja auch sehr bildgewaltig und eindeutig. Ja. So, auf unserem Ablaufplan und auch auf dem Bild sieht man jetzt, glaube ich, schon, dass es wieder blau-gelb wird, wenn ich mich nicht täusche. Eintracht Braunschweig wird hier ja nicht nur mit einem Motivwagen thematisiert, sondern gleich mit mehreren. Und das ist natürlich auch kein Wunder, denn wenn wir schon von dem Showdubel sprechen, als von Braunschweiger oder braunschweigischer Identität, dann gehört Eintracht Braunschweig natürlich auch mit dazu und man leidet ja, wir haben ja vorhin den Sadomaso-Wagen gesehen und sehen den im Zug, man leidet ja doch teilweise bitterlich mit dem Auf und Ab der Mannschaft und des Vereins, aber man hängt halt auch dran. Ja, jetzt hier bei diesem Wagen, glaube ich, etwas weniger bitterbös und makaber, sondern eher motivierend, gemeinschaftlich. Botschaft dieses Wagens ist schlichtweg, dass die Eintracht nicht aufgeben darf und dass die Karnevalisten zu ihr stehen. Genau. Hier der Blick auf die lange Straße. Das ist ja doch dieses lange Stück, was der Lindwurm des Showduvils zurücklegen muss zwischen Altstadtmarkt, Gördelinger Straße, ehe es dann vom Hagenmarkt zum Bohlweg geht. Wir sehen wieder die Rattengel. Ist natürlich immer hinterher besonders schön, wenn man dann sagen kann, das war ein friedlicher Showduvil, ein sicherer Showduvil. Und dazu tragen diese Rattengel natürlich besonders bei, die sich darum kümmern, dass hier niemand unter die Räder gerät bei der Suche nach Bäulchen. Ein ganz wichtiger Punkt ist das. Und das gibt eben Sicherheit. Also jedes von diesen großen Rädern ist bewacht. Das heute Morgen auch gesehen, also es liegen dann diese Besen eben auch bereit schon in den Wagen, das ist alles ein Teil des Sicherheitskonzeptes und das hat in all den Jahren immer gut funktioniert und das wird hoffentlich heute auch gut funktionieren. Viele Kinder, das ist natürlich auch mal besonders schön zu sehen hier heute, es ist immer ein Highlight. Und man sieht es an der Strecke, so die, das ist ja jetzt ein Privileg, dass die Zuschauer praktisch hier richtig mitgehen können und sehen da die vorderste Reihe. Das sieht fast so ein bisschen aus, wie man es vom Wagen aussieht. Vorne stehen dann tatsächlich immer die Kinder und sind natürlich ganz begeistert. Und hier sieht man es auch. Und dann fallen halt diese Dinge, die von den Wagen fallen, die kollern dann auch überall herum und die Kinder laufen hinterher. Und das ist ganz wichtig, dass da aufgepasst wird. Ja, die lange Straße, die wir hier gerade sehen, sonst natürlich eine der wichtigsten Verkehrsachsen in der Braunschweiger Innenstadt. Die Innenstadt ist weitgehend abgeriegelt im Grunde. Seit heute Morgen kommt man mit dem Auto nicht mehr rein. Man muss auch sagen, durch die geänderte Strecke
haben wir ja quasi einen geschlossenen Ring einmal um die Innenstadt drumherum. Macht es natürlich schwer, die Innenstadt zu erreichen. Im Grunde fast unmöglich. Wenn Rettungskräfte es mal müssten, gäbe es allerdings so ein paar Schnittstellen, wo der Zug dann kurz mal unterbrochen werden könnte, um die Innenstadt zu erreichen. Auf jeden Fall, das funktioniert. Und es ist ja auch schon ein Vorgriff. Man muss nicht unbedingt mit dem Auto in die Innenstadt fahren. Und die Karnevalisten haben ja dieses Schodufelbandbändchen erfunden, sodass man praktisch mit diesem Band dann auch mit öffentlichen Verkehrsmitteln zum Schodufel kommt und wegkommt vom Schodufel. Und ja, wenn man da mit öffentlichen fährt, manchmal ist es auch wirklich besser. Und man kommt mit dem Sympathiebändchen sogar noch zur Aftershow-Party quasi, ne? In die VW-Halle. Ganz genau. Boah, mehr geht ja gar nicht eigentlich, ne? Also wenn man das kann man schon gut ausnutzen. Eigentlich eine perfekte Sache und nach der Party ist es vielleicht auch besser, man fährt nicht mehr Auto. Auch hier jetzt in der Langenstraße und so wie jetzt auch hier am Altstadtmarkt, man sieht schon, dass es voll ist, gut gefüllt, viele Menschen. Nach meiner Schätzung geht es jetzt mittlerweile schon auf 150.000, über 150.000. Aber wir werden nachher die Schätzung hören. Ach, das kennt man ja auch noch von früher. So ein Krokodil hatte ich früher auch. Scheint mir jemand als Zahnarzt verkleidet zu sein. Unsere Reporterin hat anscheinend als Wurfmaterial noch eine Zahnbürste aufgegriffen. Ja, warum nicht? Ja, es werden ja die merkwürdigsten Sachen geworfen. Ich meine, passt ja jetzt auch wunderbar, ja. Ne? Als Gegenstück zu dem ganzen Zucker, was man hier geworfen bekommt. Man kann eine Zahnbürste nicht schaden, ja. Ja, hinterher beginnt natürlich das große Kernmaschinenballett. Ich sehe gerade schon am Altstadtmarkt, da sieht so aus, als würde einiges am Boden liegen, was eben nicht aufgehoben wird. Ist natürlich ein Ereignis, was die ganze Innenstadt mehr oder weniger zugemüllt am Ende hinterlässt. Die Radengel kehren da schon so ein bisschen was weg. Hinterher ist die Alba dann gefragt, mit dutzenden Kehrmaschinen die Innenstadt wieder besenrein zu hinterlassen. Das ist natürlich wichtig und auch das ist natürlich ein Wahnsinnsjob. Und auch eine große Leistung, die da immer verbracht wird von Hunderten von Kräften, dass das so schnell dann nach dem Zug, denn da liegt wirklich, wirklich tonnenweise Material herum, dass das so schnell dann wieder gekehrt ist. Ja, also man sieht ja im Grunde jetzt recht wenig von der Inflation, ne? Also es hieß ja, dass die Menge an Bäulchen jetzt wieder ein bisschen reduziert werden musste, weil die Süßwarenpreise sich verdoppelt haben. Aber na, so richtig fällt es nicht auf, das stimmt. Aber es zeigt natürlich auch, dass ja auch erhebliche Kosten eben auch da zu bewältigen sind. Umso wichtiger, dass das gesichert ist, auch über die Sponsoren. Und denn es wäre ja auch eine gewisse Enttäuschung bei den vielen Menschen da am Zuge sein, wenn da nicht genug geworfen wird. Ich meine, so sind es immerhin, so wie wir berichtet haben, sind es immerhin noch 20 Tonnen. Ja, ja 20 Tonnen, das ist doch einiges. Das ist eine unvorstellbare Menge, ja. Ja, wenn man das runterrechnet auf den Besucher, oh ja, hier sehen wir schon, sind das immer noch ein paar Gramm pro Kopf. Also muss man mal wirklich im Verhältnis schauen. Ja, das ist eben auch eine wichtige Botschaft, denke ich mal, in diesen Zeiten, dass die Krise auch mal außen vor ist. In der Tat. Und da dürstet jetzt die Leute ja auch danach. Also man möchte gar nicht immer von den vielen Krisen hören, Kriege, Konflikte. Das ist wichtig. Und gerade wir als Journalisten wären die Letzten, die das ausblenden. Aber wir kriegen manchmal auch gesagt, ihr berichtet häufig nur über die negativen Dinge. Ja? Und insofern holen wir einiges heute, Lukas, holen wir einiges wieder auf, indem wir kräftig und stundenlang über den Schodufel berichten. Und es macht immer noch wahnsinnig Spaß hier mit dir, Henning. Das ist ja wirklich hier kleiner Marathon, 4 Kilometer lang, 4.500 aktive Karnevalisten, hunderttausende Zuschauer werden es auch heute wieder sein. 4 gute Laune, wackelnde Wagen, laute Musik. Ja. 130 große Motivwagen, wir haben einige ja schon gesehen und auch besprochen, 24 Musikzüge, 800 Spielleute, ja, und natürlich muss man auch mal sehen, über 100 Traktoren, ja, die das ziehen und die brauchen natürlich auch die entsprechenden versierten Fahrer, ja,
Also auch mal, da bestätigt sich mal wieder, ohne die Bauern und ohne die Landwirtschaft geht auch beim Schulhof nicht. Ja, in der Tat, das muss man hier eindeutig anerkennen, genauso wie man auch anerkennen muss. Ich glaube, dieses Fazit darf man jetzt schon mal mittendrin ziehen, dass Braunschweig Karneval nach wie vor kann, dass die Braunschweiger ihren Karneval brauchen und ja, dass das hier heute wirklich ein ganz wichtiger Tag ist für diese Stadt, den wir einfach nur genießen können. Ja, Braunschweig kann Karneval, das kann man im Grunde genommen nur bestätigen, das hast du schön gesagt. Wir hatten ja am Anfang gefragt, was macht es mit der Braunschweiger Seele? Natürlich sind die Braunschweiger auch ein bisschen stolz auf ihren Schoduwe. Und es wird halt auch bundesweit berichtet und in der einen oder anderen Karnevalshochburg, also klassischen Karnevalshochburg, da guckt man, oh, was machen die da in Braunschweig? Und die Zahlen sprechen ja auch für sich. Es ist nach Köln, Düsseldorf und Mainz ja, wie wir gesagt haben, ist es der viertgrößte Umzug. Und der Karneval in Braunschweig ist älter als der in Köln. Ja? Punkt. Ja, und heute Abend 20 Uhr gerne mal Tagesschau einschalten. Ich glaube, da werden sich sicherlich auch ein paar nette Bilder aus der Braunschweiger Innenstadt sehen lassen. Also, eine gute Gelegenheit, jetzt auch mal auf die Kollegen vom NDR, vom Norddeutschen Rundfunk hinzuweisen. Natürlich, wir machen das heute, Lukas, wir machen das hier gerade zum ersten Mal. Und die Vollprofis vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk, die sind natürlich schon seit Jahren, seit Jahrzehnten dabei und machen eine riesig gute Berichterstattung über Braunschweig. Und wir sehen gerade einen Wagen, der eine kleine Überraschung ist. Der ist kurzfristig noch ins Programm gekommen, der kommt jetzt auf uns zugefahren. Und zwar thematisiert er, aktuell hier ins Programm genommen, thematisiert er den Gaza-Konflikt. Also nach dem Überfall der Hamas-Terroristen auf Israel am 7. Oktober gibt es ja diesen schrecklichen Krieg, diesen schrecklichen Konflikt im Gazastreifen, der wirklich auf beiden Seiten fürchterliche Szenen angerichtet hat und viele, viele Opfer findet und eigentlich uns alle bedrückt und eigentlich auch traumatisiert. Und Gerhard Baller hatte die Idee zu sagen, das muss doch sichtbar sein, auch im Schoduwe. Es ist politisch, es ist aktuell, wir wollen das sehen, wie machen wir das? Und dann haben die, dann hat er das umgesetzt in die Idee, in die Vision, in den Traum. Wie wäre es nicht eigentlich, ich hoffe, wir können es gleich noch etwas besser sehen, wie wäre es nicht eigentlich, wenn irgendwann Israelis und Palästinenser auch gemeinsam Karneval feiern könnten? Ich muss dazu sagen, es fällt ein bisschen schwer, überhaupt den Gedanken sich im Moment zu machen, aber ich finde es auch wichtig, sich zu überlegen, wie kann Frieden sein? Wie kommt man raus aus solchen brutalen Konflikten und Konfrontationen? Ja? Und jetzt ist er weg, aber ich habe ihn mir heute Morgen angeschaut, als er aus dem Schoduwe-Zentrum gekommen ist. Er zeigt also die israelische Flagge, er zeigt die palästinensische Flagge und jetzt sehen wir es und die reichen sich die Hand, ein schöner Traum. Und wir sehen jetzt einen Israeli und einen Palästinenser, die gemeinsam Karneval feiern. Und das ist ein sehr wichtiges Bild an einem Tag wie diesem. Weil die anderen Bilder, die wir dann auch heute Abend wieder in der Tagesschau sehen werden, sind so verstörend, dass man auch ein bisschen träumen darf, gibt es nicht auch wieder Frieden, selbst in einer solchen Region, wo die Menschen sich in einer solchen Weise ermorden und umbringen. Ja? Ausgelöst durch einen Terrorüberfall, aber auch mit einer brutalen Antwort, so möchte ich das jetzt sagen. Und wohin diese Eskalation treiben wird dort, das werden wir überhaupt in den nächsten Tagen und Wochen sehen. Leute da draußen, merkt euch dieses Bild. Es wird irgendwann so sein, dann feiern diese Leute auch wieder Karneval zusammen. Ich weiß aber nicht, wie viele zig Jahre das dauern soll. Aber das sollte damit gezeigt werden. Ja, das ist also eindeutig einer der wichtigsten, vielleicht auch beeindruckendsten Wagen dieses Umzuges, wenn auch künstlerisch eher schlicht gehalten, ist die Botschaft dahinter eine der größten, die wir hier heute erleben. Und ja, der Zug macht keinen Halt. Es geht flüssig weiter. Mittlerweile sind wir schon beim Atommüll-Endlager-Bingo angekommen. Auch das natürlich eine Thematik, die sich Jahr für Jahr durchzieht und ja, gefühlt bei sicherlich fast jedem Karnevalsumzug hier in Braunschweig stattfindet. Regional ein bedrückendes Thema auch. Es ist das Thema Asse. Ja,
Es ist aber auch Schacht Konrad in der Region, Morsleben, das Atommüllendlager ist nicht weit in Sachsen-Anhalt, in der Nähe von Helmstedt entfernt. Und hier sind die diversen Arbeitsgemeinschaften, die natürlich immer wieder auch den Finger in diese Wunde legen und darauf hinweisen und immer auch am Schulhof beteiligt sind. Also er ist politisch, er ist auch bewusst, es werden auch bewusst Ziele gezeigt und ausgedrückt. Und wenn man das einfach mal so pointiert, wie wir es jetzt auch tun und wie wir es jetzt auch sehen, dann sieht man, dass das auch klare Stellungnahmen, klare Einmischungen sind und auch klare Positionierungen sind. Und das ist möglich beim Braunschweiger Karneval. Hier das Geisterschiff Asse, ja, soll dieser Wagen darstellen. Und es gibt immer verschiedene Meinungen. Es gibt einen Meinungsstreit und der Karneval hat immer auch den auch aus seiner Historie heraus den Stachel gelöckt. Und man muss auch, das möchte ich auch nochmal sagen, wir müssen auch fähig sein, andere Meinungen auszuhalten. Also wir leben heute in einer erregten Zeit, da sagt jemand etwas, was ich anders finde oder die Meinung, die ich nicht teile, und schon gehen die Leute aufeinander los. Die Stärke ist auch verschiedene Meinungen, und deswegen sieht man ja auch die verschiedenen Blöcke und Ströme hier im Zug, auszuhalten, auszuleben, auszutragen, ja, und mit starken Bildern auf die Straße zu bringen. Und auch das ist Showrufe. Jetzt sehen wir gerade schon einen Wagen, der eine neue Trennlinie markiert. Wir landen jetzt so langsam aber sicher beim dritten und letzten Block dieses Umzuges. Wir haben in Braunschweig ja drei große Karnevalsgesellschaften und jetzt ist die nächste dran, nämlich die Braunschweiger Karnevalsgesellschaft, so heißt sie. Es gibt ja ansonsten noch die Karnevalsgesellschaft der Rheinländer, dann die Mascheroder und jetzt ist eben die Braunschweiger drin. Der Braunschweiger Löwe hier auf diesem Motivwagen zu sehen, der ist natürlich auch bei diesem Umzug in allen Gestaltungsvarianten hier heute zu sehen. Und ja, dieser Löwe eröffnet den dritten Beitrag. In der Tat, und diese drei Braunschweiger Vereine, Karnevalvereine, die du erwähnt hast, die bilden gemeinsam das Komitee Braunschweiger Karneval und sind da also praktisch miteinander verbunden in diesem Komitee. Und dieses Komitee, das ist der Veranstalter des Showduels. So, und jetzt kommt noch ein anderer sehr wichtiger Wagen obendrauf. Till aus dem Dreigestirn, Till Eulenspiegel. Gibt es ja, glaube ich, nirgendwo anders, ne? Dass das Dreigestirn einen Till beinhaltet, und Till sitzt dort, wo er heute noch sitzt, auf seinem eigenen Brunnen, auf dem Eulenspiegelbrunnen, der ja gar nicht weit weg ist, am Bäckerklint. Und es ist immer dieselbe Person, ne? Also während Prinz und Bauer ausgetauscht werden, handelt es sich bei Till auch in diesem Jahr wieder um den wunderbaren Jan Dütschka. Ganz genau, Jan Dütschka ist auch einer der Köpfe des Braunschweiger Karnevals in der Braunschweiger Karnevalgesellschaft. Ein Gesicht des Karnevals, und man sieht das ja auch, wie engagiert er da oben auf seinem Eulenspiegelbrunnen zu sehen ist. Und ja, wenn es den nicht gäbe, dann müsste er erfunden werden. Der macht's also, der ist ein Multiplikator und ein Sympath und eine Identifikationsfigur. Ja, und fleißig beim Werfen rechts, ja, und links und rechts und links. So, dahinter kommt dann direkt schon nahtlos der Spielmannszug Mutschen. Was wir gleich hoffentlich auch noch sehen werden, ist eine andere Besonderheit. Eine Fußgruppe aus Luxemburg, die mit Fahrrädern den Altstadtmarkt gleich unsicher machen wird. Freuen wir uns natürlich auch schon drauf. Die Fußgruppe Cycles Comics Olm. Das scheint mir hier eine Zuschauergruppe zu sein, die sich als Supermarktmitarbeiter verkleidet hat. Möglicherweise angelehnt an eine sehr beliebte Serie,
Discounter, wenn ich mich da jetzt nicht täusche. Und der Hagenmarkt ist aber auch mal wieder rappelvoll, muss man sagen. Hinten sieht man ganz nett, wie die Straßenbahn die Straße sperren und für den Autoverkehr unzugänglich machen. Ein Trend in diesem Jahr, wie mir scheint, sind auf jeden Fall Kostüme, die Süßwaren, bekannte Süßwaren darstellen. Wir haben schon Brausetütchen gesehen, wir haben schon Gummibärentütchen gesehen, jetzt sehen wir hier Kaubonbons. Boah, ist ja auch recht einfach, glaube ich. Ne? Das kann man sich bestimmt bequem im Netz bestellen und zieht man sich nur über. Aber auch hier Höhe Hagenmarkt, wirklich extrem gute Beteiligung, wie wir auf den Bildern sehen können. Ich bleibe bei meinen Schätzungen. Ich gehe jetzt langsam mal in Richtung, 200.000. Weil wenn man das an diesen Schlüsselpunkten sieht, dann kann man das meines Erachtens schon ganz gut beurteilen. Und die Stimmung ist ja ganz fröhlich hier vorne im Vordergrund schon. Und hoffentlich kommen die noch alle nach Hause, die wir da gerade sehen. Und ganz schön was los, Lukas. Jo, irgendwie kommt man immer nach Hause. Ja. Hier der Disco-Beitrag einer großen örtlichen Bank. Der Braunschweigischen Landessparkasse, ja, genau. Darf man sagen. Die darfst du erwähnen. Und mir hat der Wagen sehr gefallen. Mir gefällt der Wagen sehr gut. Das ist zum Beispiel, der hat eine fantastische Geometrie. Und will halt diese Disco-Szene zeigen. Mhm. Und ich finde die alle sehr, sehr geschmackvoll und gehaltvoll gemacht, die Wagen. Gerade der auch, den wir gerade gesehen haben. Ja, hier sind wir wieder am Anfang des Zuges, noch in Höhe Europaplatz. Da sehen wir also noch, dass immer noch was nachkommt. Schornsteinfeger dürfen auch nicht fehlen. Ja Mensch, die müssen sich, Lukas, die müssen sich gar nicht verkleiden, die Schornsteinfeger, ja? Ja, die können die haben das schönste Karnevalskostüm, was man sich denken kann, haben die sowieso schon, ja? Ah, und da ist doch die Brunonia, über die wir vorhin gesprochen hatten. In der Tat. Die Wagenlenkerin mit ihrem Vierergespann. Letztens das erste Mal oben drauf gewesen, oben auf dem Dach des Schlosses und habe mir die Quadriga aus der Nähe angeschaut. Das macht wirklich was her, das kann ich nur jedem mal empfehlen, muss man mal gesehen haben. Also es ist ja wirklich monumental, eine wirklich beeindruckende Statue und hier in etwas verniedlichterer Form aus Styropor und Pappmaché. Das ist der Prunkwagen der Ehrensenatoren der Braunschweiger Karnevalgesellschaft und da sieht man in der Tat eindrucksvoll die Quadriga und die Brunonia, die Landesgöttin. So, und da haben wir jetzt dann tatsächlich diese Fahrradgruppe aus Luxemburg, die ich vorhin angesprochen habe. Ja, wahrscheinlich die Fußgruppe mit der längsten Anreise, die sie wahrscheinlich nicht auf ihren Dreirädern angetreten hat, sondern doch in etwas bequemerer Form. Mit zwei und drei Rädern in den verschiedensten Ausführungen. Ja, auch nicht ganz einfache Bedingungen gerade für diese Gruppe, ne? Da, jetzt übers Kopfsteinpflaster. Ja, geht aber einhändig, so wie es aussieht. Ja. Linken schafft man immer noch. Großartig, ja. So, da sind wir jetzt wieder am Hagenmarkt angelangt. Da ist die MKG, die Mascheroder Karnevalsgesellschaft. Mascherode ist ja ein Ortsteil von Braunschweig, aber Mascherode, das ist wirklich eine Art Hauptstadt von der Karnevalisten. Also ich würde fast sagen, da ist der Karneval fast am lebendigsten dort. Sehr, sehr viele Vereine und kleinere Gruppen beschäftigen sich damit und die sehen wir alle in diesem Block. Wir sind ja jetzt wieder zurückgeblendet. Und das ist sehr, sehr eindrucksvoll, was Mascherode da beim Karneval, die MKG, was sie da auf die Beine stellen.
Es gibt da kaum jemanden in Mascherode, der nicht auch damit zu tun hat, der die Kinder mit hinnimmt. Das ist erstaunlich, muss ich sagen. Also das ist ein gutes Beispiel. Und das ist auch dann wieder der Fall, da wird es dann auch wirklich in den Familien weitergegeben, von Generation zu Generation. Und nur so lebt es dann eben auch und wird fortgesetzt. Ja, alle leben nach dem Motto, ein Leben ohne Karneval ist möglich, aber sinnlos, so wie wir es gerade hier auf dem Wagen vorhin gesehen haben. Das Motto wird ja in verschiedenen Zusammenhängen benutzt, aber hier passt es ziemlich gut, würde ich sagen. Ich glaube, Loriot war der Urheber mal. Ja. Aber hier passt es gut und vor allem an einem solchen Sonntag und an einem solchen Wochenende passt es gut. Und ich finde eigentlich, wir haben ja vorhin drüber gesprochen, ob der Rosenmontag, ob der hierzulande ein freier Tag sein sollte. Ich finde, der Sonntag, das ist eigentlich eine gute Tradition. Das finde ich auch so. Hier sehen wir gerade auf dem Altstadtmarkt die Narrenburg mit Mitgliedern der Stadtgarde. Und mir kommt gerade zu Ohren, dass wir nochmal schalten können zu unserer lieben Kollegin Christina. Sie steht unten an der Strecke. Nein, Anna ist es. Hallo, Anna. Ja, ich stehe hier mit Klaus, der hier schon eifrig am Feiern und am Süßigkeiten sammeln ist. Bitte? Klaus, du bist hier als Wolf verteilt. Als was? Als Wolf, ja. Aha, ja. Bist du das jedes Jahr? Oft, aber ja, manchmal nicht. Ja. Aha. Hast du das selber mal gemacht? Oder nein, es ist selber ein bisschen. Naja. Aber es ist ja auch eher ein bisschen minimalistisch, das Kostüm, muss man sagen. Hallo? Ein bisschen minimalistisch. Ja, klar. Aber du bist hier für die Stimmung. Bitte? Du bist hier für die Stimmung? Ich bin hier für die Stimmung. Ich bin hier. Ich hatte mich vorher natürlich noch mit Bekannten getroffen. Die sind aber schon nach Hause gegangen. Mhm. Bleib ich halt hier, weil es lustig ist. Aha. Magst du einmal für uns einen Brunswick Hello in die Kamera rufen? Brunswick Hello! Müssen wir natürlich vormachen. Damit zurück zu dir. Brunswick, hello. Ja, Lukas, jetzt kann man sich entscheiden. Also entweder findet man ihn lustig, ja, oder man überlegt sich, ob man ihm im Dunkeln begegnen will. Ja? Da bin ich mir nicht so ganz sicher. Ja, das sah schon aus, als wäre das fast was Ausgestopftes gewesen, auch im Kopf. Naja. Ja, in der Tat, nee, wirklich erstaunlich. Und man sieht auch am Anfang des Zuges immer noch ordentlich Stimmung. Da ist noch ordentlich Lautstärke. In der Tat. Jetzt kommt ein Prinzenpaar. Ja, ich glaube, das Kinder-Dreigestirn haben wir jetzt, glaube ich, am Altstadtmarkt gerade verpasst. Könnte jetzt der Prunkwagen der Ehrensenatoren sein? Red Stars an Münden, die gerade noch für Stimmung am Altstadtmarkt sorgen. So, und jetzt aber, wie angekündigt, unsere Schalte runter an die Strecke zu Christina Wicke, die, glaube ich, wieder tolle Kostüme. Oh, nee, es ist wieder Anna. Hallo Anna, mit wem stehst du denn da? Okay, also ich stehe hier mit Sebastian und Jonas und ihr seid als Haie verkleidet. Ist es nicht schwer, sich damit zu bewegen? Ist tatsächlich relativ schwer und auch echt anstrengend mit den Armen treiben. Also. Es sieht auf jeden Fall sehr lustig aus. Wollt ihr mal ein paar Bewegungen irgendwie machen für die Karte? Sehr cool. Ihr habt auch eine richtige Platte hinten, ja? Also hier. Das ist schon ziemlich cool. Habt ihr die gekauft jetzt extra für den Volumen? Wir haben die Halloween-Platte gekauft. Okay. Haben wir jetzt einfach wieder angezogen. Okay, cool. Ja, dann wünsche ich euch ganz viel Spaß und
hoffe, dass ihr viele Fische zu essen findet. Perfekt, danke. Danke dir, Anna. Ja, das, über diese Kostüme haben wir vorhin schon mal gesprochen, Henning. Ne? Ich müsste da mal reinschlüpfen und kann mir nicht ganz vorstellen, entweder ist es wahnsinnig stickig da drin oder doch luftig, erfrischend, windig. Aber du würdest auch größere Regenmengen dann aushalten. Also das stimmt. Ein gutes Kostüm. Und du bleibst auch ganz schön anonym, würde ich jetzt mal sagen, ja? Ja, ja, erstaunlich, dass man sie trotzdem verstanden hat, als sie gesprochen haben. Beobachtet man auch schon seit ein paar Jahren diese luftigen Kostüme. Gibt es ja in allen möglichen verschiedenen Variationen. Dinos, jetzt Haie. Ja, man sieht, dass das schon durchaus, es ist ein Kult und es gibt mittlerweile diese Produkte auch, nicht? Das, sonst müsstest du das alles, das war ja offensichtlich etwas, weiß nicht, ob du das auch so siehst, das war durchaus besorgt oder gekauft. Deswegen, die achten in der Jury auch drauf, wenn die Kostüme, vielleicht kommen die nicht in die engere Wahl, weil die achten in der Jury auch drauf, wenn die Kostüme selbst auch hergestellt wurden oder auch Unikate sind, ne? Davon gibt es hier auch wieder wahnsinnig viele tolle Sachen, die wir schon gesehen haben. Ich erinnere mich an die CSI Salzgitter, die zu fünft oder sechst mindestens als Tatort verkleidet gegangen ist. Wahnsinnig kreativ. Dann hatten wir schon die männliche Flamingo-Truppe. Wir hatten Heißluftballon-Kostüme. Also wirklich erstaunlich, was also die Braunschweiger hier wieder... Der Heißluftballon war auf jeden Fall auch nicht von der Stange. Nicht von der Stange, eindeutig, ja. Das sieht mir hier nach der Fußgruppe Walters Zauberzirkus aus. Es ist ja wirklich erstaunlich, wenn man hier auf den Ablaufplan schaut, wie das alles minutiös durchgetaktet ist. 15.17 Uhr hätte diese Fußgruppe hier eigentlich entlang ziehen sollen. Und jetzt schaue ich mal auf die Uhr. Das gibt's ja nicht. 15.20 Uhr haben wir es. Also wir sind völlig in der Zeit. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich dachte, wir hängen schon ein bisschen hinterher, ehrlich gesagt. Gut, das war jetzt aber von dir ein guter Test. Das zeigt eigentlich, wie minutiös es funktioniert. Kannst du die Uhr nachstellen, ja? Wobei, wenn du im Zug selber bist, kommt dir das ja nicht so vor. Aber das war jetzt natürlich ein gutes Beispiel. Es kommt natürlich immer mal wieder zu kleineren Verzögerungen, dass der Wagen anhalten muss. Was hat das für Hintergründe? Wir hatten ja schon vorhin über das Thema Harndrang geredet, aber das kann es ja jetzt nicht sein, dass der Wagen wegen solcher Geschichten mal anhalten muss. Ne? Es sind dann schon wichtigere Dinge, kurze Staus. Ja, man kennt das ja aus der Physik oder aus dem Straßenverkehr, dass es bestimmt Mechanismus gibt, wenn die Wagen auffahren, dann kommt es zu Staus. Das heißt, hier ist man heute wahrscheinlich, ich glaube auch, es sind so richtig größere Unterbrechungen nicht, ist man relativ diszipliniert. Es geht tatsächlich darum, in diesem langsamen Tempo kontinuierlich zu fahren. Manchmal ist es allerdings auch so, dass aus Sicherheitsgründen dann auch mal ein Stopp gemacht werden muss. Und dann setzt sich dieser Stopp nach hinten durch und führt dann irgendwann zum Stau und zu einer längeren Pause. Aber Lukas, hier schmeißt keiner mehr Tennisbällen, ja? Und bis auf hier wurden ja gerade aus einem Schatz Goldmünzen symbolisch gezeigt, aber es schmeißt auch keiner mit Schokotalern, ja? Also insofern, hier geht alles relativ reibungslos. Gibt ja auch strenge Regeln, ne? Es gibt viele Dinge, die man nicht werfen darf. Getränke gehören dazu, ne? Logischerweise. Ja, muss schon, darf ein gewisses Höchstgewicht nicht überschreiten. Also es... So, und jetzt sehen wir hier, glaube ich, gerade einmal den Wagen der Braunschweiger Burgsänger. Da läuft bestimmt schallend laut. Die Hymne Braunschweig ist schöner als Hannover. Raus, wir schalten jetzt zu unserer Kollegin Christina Wicke. Ah. Könnt ihr mich schon hören, Lukas? Wir können dich hören. Hallo Christina, wie ist die Stimmung bei dir? Sehr gut, ich weiß nicht, vielleicht seht ihr es schon. Mein Kostüm musste leider auch schon dran glauben. Nein. Es ist mir vom Kopf gegessen worden. Das hätten wir aber wahnsinnig gerne gesehen. Aber ich habe super Ersatz gefunden. Ich stehe hier bei Birgit und Thorsten und wenn ich mir das so angucke, also ich finde es super. Wie seid ihr auf die Idee gekommen? Naja, es ist so wie jedes Jahr, man besucht eine besondere Idee und für den Showrubel ist es auch wichtig, dass man eventuell wegen der Kälte etwas drunter ziehen kann, dass es warm genug ist und dann schaut man halt eben einfach, ja? Und ja, so ist mein Internet dann eben auf das Kostüm gestoßen.
Sehr schön, sieht super aus. Christina, eine Sache musst du uns aber bitte noch mal... Eine Sache musst du uns bitte noch mal beantworten. Was ist denn mit deinen Süßigkeiten auf deinem Kopf passiert? Die Süßigkeiten auf meinem Kopf, das waren wirklich echte Süßigkeiten. Also für alle, die es nicht gesehen haben, ich hatte vorhin noch so kleine Herzchen auf dem Kopf. Das waren wirklich echte Macarons, die ich noch gekauft habe und angeklebt habe gestern. Und es hat natürlich nicht lange gedauert, bis der Erste gefragt hat, ob die denn auch essbar sind. Und dann hat er ein bisschen, er wollte nur eine Ecke abbeißen, aber es hat leider alles mit runtergerissen dann. Aber auch ein sehr schönes Kostüm, vorhin inspiriert von der Netflix-Serie, Netflix glaube ich, Amazon vielleicht auch, die Discounter. Also wir haben eine Gruppe getroffen, die sich als die Charaktere aus die Discounter verkleidet haben und die haben dann auch meinen Kopfschmuck gegessen. Ach, die waren das, ne? Das sieht Ihnen ja ähnlich, genau. Die Discounter-Gruppe haben wir vorhin auch schon gesehen, richtig erkannt. Vielen Dank an dich, liebe Christina vom Hagenmarkt. Wir freuen uns über weitere spannende Eindrücke. Im Hintergrund sehen wir gerade noch diesen wirklich interessanten Wagen, über den wir vorhin gesprochen haben, wo es um den Israel-Gaza-Konflikt geht. Ja, da merkt man natürlich wieder, dass hier Spaß und dieses Politische dann doch wirklich Hand in Hand gehen, Henning. Ne? Also das ist wirklich spannend, wie das so parallel läuft. Es hat da auch Konsultationen jetzt im Vorfeld gegeben. Der Wagen, ich habe das ja berichtet, ist ja relativ kurzfristig nochmal erstellt worden. Man hat sich da auch mit der Polizei noch beraten. Die hatten auch nochmal gesagt, so, das ist durchaus auch nicht ganz unbedenklich. Aber ich finde, es ist ein wichtiges Statement. Ich meine, du weißt ja, Lukas, dass die israelische Fahne oder die israelische Flagge, die auf dem Rathaus geweht hat, die ist ja entwendet worden. Und es ist jetzt hier nicht zu erwarten, dass das da noch zu irgendwelchen Zwischenfällen kommt. Jetzt sehen wir hier, wie die vier Braunschweiger Originale den Altstadtmarkt betreten. Die Braunschweiger Originale, ja auch eine spannende Geschichte. Kannst du sie aus der Hand aufzählen? Ich kann sie aufzählen. Also wir sehen da links natürlich die Harfen Agnes. Agnes Schosnowski, eins der Braunschweiger Originale, mit der es leider ein böses Ende dann im Dritten Reich genommen hat. Sie wurde also praktisch dann zu Tode behandelt, so kann man es nennen. Dann haben wir rechts vorne den deutschen Hermann. Und dahinter ist der T, Honkel. Und mein Freund ist ja hinten links der Rechen-August. Aber die haben alle vier, sind nur besondere Braunschweiger Originale, aber alle vier haben es sich gleich gehabt im Leben. Und der Rechen-August, der konnte zu gut rechnen. Das war eine Spezialbegabung, der konnte also 0,nix extreme Zahlen errechnen und zusammenzählen, aber ist wie immer mit Spezialbegabungen, aber an anderen Stellen hat es dann Defizite gegeben. Beeinträchtigte Menschen, die aber durch ihre Art und durch ihre Art und Weise sich ins Gedächtnis der Stadt, ins Stadtgedächtnis eingegraben haben. Also besondere Typen. Ich glaube, fast jeder Braunschweiger kennt die. Jeder kennt sie irgendwie oder hat die Namen zumindest schon mal gehört oder in bekannten Braunschweiger Theaterstücken treten sie ja auch des Öfteren mal auf. Ich glaube, die Harfen Agnes ist bei der Braunschweiger Weihnachtsgeschichte jedes Jahr vertreten. Ja. Wirklich besonderer Wagen, der, glaube ich, wiederkehrt. Ne, hab ich schon mal gesehen. Und schon mal gesehen habe ich auch meine Kollegin Anna Richter, zu der wir jetzt nochmal runter an die Strecke schalten wollen. Hallo Anna. Ja, hallo Lukas. Ich stehe hier mit Tobias. Und Tobias, ihr sorgt dafür, dass Braunschweig wieder nachher schön aussieht. Genau, so sieht's aus. Wir sind mit ungefähr 42 Mitarbeitern hier vor Ort. 12 Kehrmaschinen, ein Müllwagen. Und ja, es wird noch bis spät in die Nacht dauern, aber wir geben alles, dass Braunschweig wieder so sauber ist wie vorher. Ach schön. Also ist der Schnul dann quasi der schlimmste Tag des Jahres oder nicht? Na, was heißt der schlimmste? Es ist auf jeden Fall der arbeitsintensivste. Aber jedes Jahr wieder von vorn schön, dass wir dabei sein dürfen. Als letzter Wagen sozusagen. Also am Ende lohnt es sich? Auf jeden Fall. Das Vor- und Nachher-Bild ist immer das Schönste. Wie viel Müll sammelt sich denn heute so an? Kann man das Ungefähr 13 Tonnen sammeln wir. Also das ist eine ganze Menge. Ja, das stimmt, das ist viel.
Gibt es da irgendwie Vergleich, wie viel sonst zu einem normalen Tag eingesammelt wird so in der Stadt? Also es ist vergleichbar, aber es ist halt dann über den ganzen Tag auf ganz Braunschweig gesehen. Oh. Und jetzt machen wir quasi nur die Karnevalsstrecke. Und ja, das ist ganz erstaunlich. Aber ist trotz allem dann gute Stimmung auch beim Aufräumen? Absolut, das ist alles auf freiwilliger Basis bei uns. Und jedes Jahr können wir uns vor Leuten kommen retten, dass die hier mit sauber machen können. Also es ist auch wirklich was Besonderes dann nochmal durch. Ganz besonderer Tag für die Alba, genau. Ja, schön. Dann wünsche ich euch ganz viel Spaß noch. Und ja, freue mich darauf, dass Braunschweig gerne wieder schön ist. Dankeschön. Dankeschön. Damit zurück zu dir. Danke, Anna. Das kam jetzt, muss ich sagen, Henning, für mich ein bisschen plötzlich, dass wir jetzt hier schon kurz mal das Ende gesehen haben. Am Europaplatz geht es also fast schon wieder los mit den Aufräumarbeiten, während wir jetzt hier am Altstadtmarkt noch mittendrin sind. Da genießen wir noch den Trubel, die Quatschbande, die wir, glaube ich, auch aus dem letzten Jahr noch können. 13 Tonnen Müll sammelt die Alba hinterher von der Straße auf. Das ist ja wirklich unfassbar. Habe ich vorhin etwas übertrieben, aber 42 Mitarbeitende, das ist natürlich schon ein ganz schöner Hammer. Und diese vielen Maschinen, die da notwendig sind. Ja, 13 Tonnen Müll finde ich auch ein bisschen viel. Aber gut, man sieht drüber hinweg, ne? Ja, und anscheinend schlagen sich die Alba-Mitarbeiter dann darum, heute hier zum Einsatz zu kommen. Da gibt es hoffentlich dann auch satten Feiertagszuschlag, nehme ich mal an. Und am Ende werden sie ja auch bejubelt, ne? Dass sie hier dafür sorgen, dass am Ende alles wieder blitzeblank aussieht, ist natürlich auch wichtig. Das ist schon auch ein kleines Kunststück, das so schnell hinzukriegen. Anders als nach der Silvesternacht, ja, wo man länger noch was sieht, ist dann am nächsten Morgen, war denn eigentlich gestern Schuhdubel, also zumindest auf den Straßen ist es nicht mehr zu sehen. Ja, man beschreibt es ja auch tatsächlich als Kehrmaschinenballett, weil die ganz kleinen Kehrwagen, klein und wendig, dann wirklich tänzerisch durch die Straßen fahren. Man muss ja auch in jede Ecke, ne? Also die kleinen. Ja, es sind ja am Ende auch oft viele Schnapsfläschchen, muss man ja so eindeutig sagen. Und nicht gefangene Bäulchen verkriechen sich ja überall. Ja. Also auf jeden Fall eine logistische Meisterleistung und auch ein guter Einsatz, das muss man sagen. Es kam jetzt dann doch irgendwie ein bisschen plötzlich, Henning, muss ich sagen, dass wir jetzt tatsächlich fast schon am Ende angekommen sind am Altstadtmarkt. Laufen jetzt gerade die letzten 6, 7, 8 Wagen durch. Das geht dann doch am Ende immer ein bisschen schneller, als man denkt. Ja, aber es ist auch so, wie wir es jetzt erlebt haben. Wir improvisieren ja auch, kann man sagen. So wie wir es jetzt erlebt haben, ist es eigentlich auch ganz typisch. Während die einen schon durch sind oder schon ans Kehrmaschinenballett denken, so ungefähr, sind die anderen noch voll, nicht drin kann man nicht sagen, aber richtig beschäftigt noch im Zug. Und das ist auch diese Vielschichtigkeit von diesem Showdubel. Da können wir ja noch ein bisschen sprechen. Aber jetzt kommt, glaube ich, noch etwas, was du ganz besonders gern hast, Lukas. Ja, schauen wir mal, wen Christina denn bei sich am Mikrofon stehen hat. Ich ahne es schon. Christina? Du ahnst es schon, man sieht es schon ganz gut im Hintergrund. Ich weiß nicht, wer den Instagram-Kanal der Braunschweiger Zeitung verfolgt. Im letzten Jahr haben wir ein Video gemacht mit einer Gruppe Stabilos. Das Video ist viral gegangen, über 1 Million Menschen haben das gesehen. Und durch Zufall bin ich gerade in die Gruppe gelaufen. Könnt ihr noch einmal ganz kurz eure Namen sagen? Ich bin Madeleine. Yves. Jana. Farina. Also, der Druck aus dem letzten Jahr war hoch. Woher kam die Idee jetzt in diesem Jahr? Ja, wir dachten einfach, wir bleiben unserem Motto Neon treu. Und dann dachten wir, was gibt's noch in Neon? Und haben uns für TikTok entschieden. Sehr gut, das sieht super aus. Wir haben gerade schon ein bisschen geplaudert. Ihr habt erzählt, dieses Video hatte richtig Konsequenzen für euch, aber im positiven Sinne. Wer macht das nochmal zu? Ja, also wir haben von Stabilo Holland und Deutschland ein kleines Sponsoring bekommen in Form von Paketen mit Edding. Jeglicher Farbart, also es war toll. Sehr gut, also es ist jetzt euer Markenzeichen sozusagen. Überall auf den Arbeitstischen haben Sie hier die Stabilos aufgereiht. Das habe ich eben schon gehört, das haben wir falsch gesagt. Ihr seid keine Lehrerinnen. Nein, wir möchten unseren Beruf nicht nennen, aber wir sind keine Lehrerinnen. Nee, das stimmt. Alles klar, super, ich danke euch. Ich hoffe, Lukas, du kannst mich noch hören.
zurück ins Studio. Ja, danke dir, Christina. Ja, tatsächlich eine der Karnevalsgruppen, die letztes Jahr in ganz Deutschland, ja im Grunde aus Braunschweig berühmt geworden ist. Letztes Jahr hatten sie sich als Textmarker verkleidet und jetzt als aromatisierte Pfefferminzbonbons sozusagen. Jetzt kriegen die wahrscheinlich dann auch wieder ein Paket von TikTok zugeschickt, denke ich mal. Ne? Letztes Jahr die Stabilos. Ist natürlich auch eine clevere Strategie. Ne? Die greifen das jetzt ab und ja, klar. Mal sehen, wie das diesmal wieder läuft. Es ist ja schön, Lukas, dass Christina das noch jetzt aufgetan hat. Du bist ja, was Social Media betrifft, bist du ja mein Idol. Und das war ja das absolute Highlight, was wir hatten im vergangenen Jahr. Die Zahlen stimmen ja wirklich. Und das ist ja auch eine veränderte Wirklichkeit, die wir auch im Journalismus haben. Was wir beide jetzt hier gerade machen, das ist eine Premiere. Aber auch die Reichweite, diese unfassbare Reichweite, die weit natürlich über das hinausgegangen ist, was wir hier lokal und regional vor Ort haben, das sind ja alles neue Fakten. Ja, und die ganze Welt war im Grunde begeistert, was für Kreativität Braunschweigerinnen hier an den Tag legen. Letztes Jahr also als Stabilo Textmarker gegangen, jetzt als TikTok. Sind wir schon gespannt, was nächstes Jahr dann folgt. Auf jeden Fall, wie du schon gesagt hast, toll, dass wir diese 4, 5 Damen wieder gefunden haben. Ja, erstens das und zweitens, wir machen ja auch in diesem Jahr auch wieder solche Videos. Wer weiß, wer sich da, mit Sicherheit ist wieder 1, 2 Sachen dabei, die sich wieder als solche virale Raketen, sage ich jetzt fast mal, entpuppen. Ja? Ich fremde ja ein bisschen damit als Print, als gelernter Printjournalist, aber deswegen habe ich ja extra gesagt, dass du mein Vorbild bist. Und auch Christina und die Kolleginnen, wie ihr das macht, das ist schon toll. Und es erzielt Reichweiten, die wir früher gar nicht hatten. Das stimmt zum einen und es ist auch, denke ich, einfach toll für den Braunschweiger Karneval, hier die Botschaft der Menschen hinauszutragen in die weite Welt. Das machen Apps wie TikTok und Instagram eben möglich. Schauen alle hin, was hier in Braunschweig passiert. Also TikTok auf TikTok, ja? Stimmt, ja, genau. Das wird doch wieder was. Das wird wieder was, denke ich auch. Jetzt wird hier gerade geduscht, ein Motivwagen. Der eine Dusche darstellt. Das ist das, was ich vorhin gesagt habe. Das ist auch wieder ein Unternehmen, das sich natürlich hier einen fantastischen Wagen. Oh, der sieht auch gut aus hier. Das muss die Gruppe aus Luxemburg sein. Ja. Sensationell mit den Gummistiefeln da vorne. Ganz stark. Also das hätte ich auch gerne. Hast du nicht auch so ein Fahrrad? Könntest du auch mitfahren? Ich hab dieses kleine, weil ich ja öfter mal auf den Bürgersteig. Nur dein Rad ist runter, ne? Oh, dieses da, das sind alles ein bisschen eilig gefahren. Uiuiui. Ja gut, du bist jetzt schnell geschwenkt, aber das Vordere mit den Gummistiefeln, da muss ich aber wahrscheinlich mir selber das Vorderrad so bauen. Toll gemacht, ganz toll. Ja, künstlerische Gruppe aus Luxemburg, extra angereist zum Braunschweiger Karneval. Alle wollen so dabei sein hier. Ja. Und die Dusche eben nochmal, ich weiß nicht, ob die nochmal ins Bild kommt. Also eine wunderbare Geometrie, ganz fantastisch, erregt auch Aufmerksamkeit, zeigt aber im Grunde genommen nur, es handelt sich natürlich um Sanitärfachbetrieb, so, zeigt aber, dass es einfach nur eine Dusche ist, so ungefähr. Ne? Also ein sehr, sehr schöner Wagen und praktisch privat in Auftrag gegeben. Also auch wieder ein Beispiel für das, was da passiert. Mhm. Ja, die gefallen mir sehr gut hier, diese. So, die Dusche haben wir jetzt schon hinter uns. Die haben wir, ja. Jetzt kommt's. Die Reise der Pinguine. Auch da wieder eine Kälte-Klimatechnik-Firma, die oben drauf sitzt. Ja. Ja, man sieht, die Scheinwerfer der Trecker glänzen dann doch ein bisschen auf dem Kopfsteinpflaster oder sorgen für Glanz auf dem Kopfsteinpflaster des Altstadtmarkts. Also ein bisschen scheint es jetzt zu dieseln, sieht auch ein bisschen dunkler aus mittlerweile. Ja. Ja, ist der 11. Februar, also heute, da liegt der Termin für den Showdouble sogar ja, das ist natürlich mal kalenderbedingt, recht früh. Wir sind ja dann immer an dem Sonntag praktisch, an dem Wochenende vor dem Rosenmontag. Ich habe jetzt nochmal so ein bisschen nachgelesen, einige Dinge. Also der Showdouble war auch schon am 1. März. Da sind wir fast einen Monat später. Und so ein bisschen düster ist es ja doch noch. Ne? Es wird jetzt gerade ein bisschen düster. Ja. Passt vom Timing her eigentlich ganz gut, wo wir schon fast am Ende dieses Umzugs sind. Es wird natürlich noch eine Weile dauern, bis der ganze Lindwurm dann durch ist am Bohlweg. Haben die Zuschauer sicherlich noch einige Minuten. Also ich bin mit meinen Schätzungen jetzt mittlerweile, die sind ja berüchtigt, meine Schätzungen.
Ich bin jetzt bei knapp 200.000 angekommen. Wir werden das ja dann lesen und hören, ob diese Schätzungen stimmen. Und wir nutzen jetzt ganz kurz nochmal die Gelegenheit, ein paar Eindrücke direkt von der Strecke zu genießen. Unsere Reporterin Denise ist am Mikrofon. Hallo Denise, wo bist du denn gerade? Hallo, ich befinde mich jetzt schon in der Volkswagenhalle. Hier gibt es nämlich die Zugparty und ich habe den Prinzen neben mir stehen. Hallo Prinz Andreas, wie geht es Ihnen? Ja, also mir geht's gut. Wenn es mir nicht gut gehen würde, könnte ich hier nicht Prinz sein und versuchen, Freude rüberzubringen und lustig sein. Und man muss da auch so ein bisschen einfach Spaß dran haben. Und dazu muss man, was weiß ich, tanzen können, auf die Leute zugehen, reden. Und es ist so wichtig, dass wir diesen karnevalistischen Gedanken auch weiter verbreiten, weil das eben zu Braunschweig dazugehört. Wenn wir in Braunschweig den viertgrößten Karnevalsumzug in Deutschland. Und das geht nur, weil immer junge Leute auch weitermachen und mitmachen, die muss man motivieren. Ja. Was ist denn Ihre Aufgabe als Prinz? Können Sie das vielleicht unseren Zuschauerinnen und Zuschauern einmal erklären? Ja, das ist im Grunde genommen ganz einfach. Der Braunschweiger Karneval ist ja sehr von dem rheinischen Karneval, also auch dem Kölner Karneval geprägt. Und da gibt es ein Dreigestirn. Das ist der Prinz, in dem Fall auch ich hier in Braunschweig, der ist für die Narren zuständig. Dann gibt es den Bauern, der ist dafür zuständig, dass die Stadt erhalten bleibt. Darum hat er auch so einen Prügel, da müssen mich die Leute verteidigen. Und im Kölner Karneval gibt es dann die Jungfrau. Das liegt daran, dass mal die Stadt Köln von der Agrippina gegründet wurde. Aber wir haben hier keine Jungfrau, sondern wir haben einen Till. Und der Till steht eben fürs Braunschweiger Land und für Spaß und Streiche. So. Und der Prinz ist im Grunde genommen eine Symbolfigur, mehr natürlich nicht. Aber manchmal fühle ich mich schon wie ein richtiger Prinz, weil ich auch so verwöhnt werde mit Pagen und Fahrer und so weiter. Das ist schon eine schöne Geschichte. Ja, Sie sehen auch pompös aus, auf jeden Fall. Ja. Wie haben Sie denn in den heutigen Schonduvel erlebt, den Umzug? Also es geht ja gleich noch weiter. Ja, also nee, ich mache das ja nicht zum ersten Mal mit. Ich bin seit 28 Jahren Ehrenfunke der Rheinländer Karnevalsvereinigung in Braunschweig. Es ist eben so, wenn man da mitfährt, man hat nicht nur 300.000 fröhliche Leute, es gibt auch Leute, die sehr ernst gucken und sehr hinterher sind, dass sie etwas geschenkt bekommen. Also man sieht da auch, dass es auch Leute gibt, die es nicht so gut haben wie die meisten anderen. Also es ist hochinteressant, das von oben zu sehen, weil sie alle eigentlich unterschiedlich sind. Aber die meisten sind natürlich gut drauf und wollen einfach nur mal feiern und mal ein bisschen Sorgen und Nöte vergessen. Und das ist ja auch der Sinn des Karnevals. Und Sie feiern jetzt auch weiter? Ja, na klar, ist ja ein Empfang und dann wollen wir mal gucken. Es werden jetzt Gruppen prämiert, na, also die Musikgruppen oder die Tanzgruppen oder die Wagen. Und das wird nachher alles verkündet und das gehört auch mit zur Motivation, dass Leute hier mitmachen. Super, ganz lieben Dank und wir gehen zurück ins Studio. Danke dir, Denise. Prinz Andreas der Erste, also mit dem ersten Fazit, kann man sagen, dieses Karnevalsumzuges. Und ja, das waren also Bilder aus der VW-Halle, Henning, wo die Party jetzt noch weitergeht. Ganz genau, wo die Party weitergeht und noch zum Prinzen Andreas dem Ersten. Andreas Becker, muss man natürlich sagen, seine Gesichtszüge sind natürlich so entspannt und so hell jetzt auch, weil er natürlich als einer der größten Eintracht-Fans auf diesem Globus gilt und natürlich auch viel für Eintracht tut und mit Eintracht unterwegs ist. Und das 2:0 gegen Karlsruhe gestern, das hat ihn natürlich gefreut. Andreas Becker, ein sehr geeigneter Prinz, würde ich mal sagen, für Braunschweig. Ja, die Party jetzt dort ist natürlich, werden die ganzen Prämierungen vorgenommen, ja, und natürlich fällt auch die ganze Spannung ab und man lässt es ausklingen. Und eigentlich heißt es ja, am Aschermittwoch ist alles vorbei. Natürlich ist auch erst am Aschermittwoch alles vorbei, aber so ein bisschen die Spannung fällt dann auch ab bei dieser Party. Ja, das muss man sich mal vorstellen, ne? Also, dass dieses Event hier heute auch mit einiger Spannung betrachtet wird, dass man dem entgegenfiebert, dass man sich so lange drauf vorbereitet hat, ne? Dieser wahnsinnige Organisationsaufwand, das Ganze ist ja hier nicht mal eben so gestemmt, 300.000 Leute auf die Straßen zu bringen, hunderte Motivwagen und tausende Karnevalisten, das ist ja Wahnsinn, was hier auf die Beine gestellt wird wieder. In der Tat, also das hast du ja vorhin gut gesagt, das ist praktisch das größte Massenereignis, was wir in Braunschweig im Jahr haben. Und das musst du erstmal so über die Bühne bringen, wie wir das jetzt hier auch heute wieder gesehen haben. Das ist jetzt ganz wichtig hier, das ist der Verein Freie Ukraine. Das ist der Schwerpunkt, der uns bis jetzt noch gefehlt hat, wir haben einiges gesehen. Und der Verein Freie Ukraine
Hat natürlich sehr, sehr viele Mitglieder und auch Menschen, die er betreut, die als Geflüchtete aus der Ukraine zu uns gekommen sind. Viele von denen haben Angehörige, die im Krieg sind, teilweise auch schon Opfer im Krieg, und natürlich haben sie Angst da um ihre Angehörigen. Und für die ist das eine sehr belastende und bedrückende Zeit gerade. Trotzdem aber ist man hier im Schuhduwe dabei und man sagt, danke Braunschweig, sagt man, das steht auf dem Wagen, das ist das Motto. Wir danken euch, danke für eure Hilfe. Und der Subtext ist in Klammern, bitte helft uns weiter. Sehr schön, tolle Botschaft. Unterdessen Altstadtmarkt im Rauche, gerade der Discowagen der Braunschweigischen Landessparkasse an uns vorbeigezogen. Es folgt jetzt die Feuerwehr Wolfenbüttel hier, die jetzt erst den Altstadtmarkt erreicht. Der Feuerwehr-Logistikzug, um genau zu sein. Ja, man staunt jetzt immer. Das ist ja wirklich interessant, dass die jetzt erst sozusagen loslegen. Ne? Da muss man ja mal drüber nachdenken, mit was für einer Wartezeit das für die letzten Teilnehmer dieses Showdusels verbunden war. Die haben bis eben gewartet, brav auf der Theodor-Heuss-Straße, und jetzt erst geht es für sie los, während die Feier in der VW-Halle schon begonnen hat. Ja, und das ist das, was wir vorhin gesagt haben. Das ist auch eine riesen Geduldsprobe. Und denen macht das allen Spaß. Und es ist aber auch, also es ist in jedem Falle vergnügungssteuerpflichtig, denn es ist Showduwe, aber es ist auch anstrengend. Es ist auch anstrengend, und ich habe mich gerade auch gefragt, wo man wieder diesen wackelnden Disco-Wagen gesehen hat. Da ist doch bestimmt irgendwie eine TÜV-Abnahme nötig, oder? So wie das, also das muss ja einigen Belastungen standhalten. Naja, wenn die auf den Fußboden zurückkommen, dann schwanken die erstmal ein bisschen. Das denke ich auch. Ja. Und aber da gibt es ja dann beim Showduwe und auch bei der Party dann auch Mittel dagegen. Und wieder der Blick auf den Bohlweg. Genau, am Bohlweg. Geht's dann rechts ab Richtung Friedrich-Wilhelm-Straße, und dann sieht man sie auch schon fast, die VW-Halle. Ja. Ja, das ist auch gut, dass das jetzt ist ja hier die Abbiegeposition Waisenhausdamm und dann in die Friedrich-Wilhelm-Straße. Jetzt kommt wieder der Wagen mit Israel und Palästina. Und was sehen wir da? Jetzt ist das hier ein wildes Hin und Her geworden. Jetzt sind wir schon in der VW-Halle, wo auch schon direkt weiter getanzt wird. Also kein Anlass, sich kurz mal hinzusetzen und kurz Pause zu machen. Wir haben ja alle noch Kraft, und da tanzt der Teufel mit der Schabanen, hätte ich fast gesagt. Sieht so ein bisschen so aus. Ja, sieht so aus, genau. Ja, aber die haben Power. Ja, die VW-Halle, der Ausweichort, ja, normalerweise traditionell die Zugparty am Ende in der Stadthalle, ja, die ja aber immer noch nicht renoviert ist. Aber wir haben ja die VW-Halle. Zur Sanierung ansteht, und die hat noch nicht begonnen, aber die Planung dafür läuft natürlich auf Hochtouren. Aber man kann froh sein, Braunschweig kann froh sein, dass wir die Volkswagenhalle haben. Und die ist ja eigentlich mehr als ein Ausweichquartier. Bestens geeignet für alles das, was da stattfindet. Du, das Gleiche, was du eben gesagt hast, für die Wagenbesatzungen, die so lange warten mussten und diese Geduld aufbringen müssen, gilt natürlich auch für diese Menschen da. Ja, teilweise tauscht sich das aus, das haben wir auch mal uns angeschaut und mal untersucht, aber viele stehen da auch viele Stunden und freuen sich da und sind natürlich nachher auch ganz kaputt. Das kann man sich natürlich vorstellen. Ja. Alle sicherlich warm genug angezogen. Ja, übrigens. So, und wir haben gerade gehört, dass wir nochmal rüberschalten wollen zur Zugparty in die Volkswagenhalle, wo Denise Rosenthal für uns ist.
den Showdouble dieses Jahr empfunden? Es hat ja leicht genieselt, zum Schluss ein bisschen stärker geworden, aber wie war die Stimmung? Also wir machen hier auf jeden Fall die Zugparty. Die Zugparty ist immer sehr schön. Man immer mit Leuten, die beim Karneval dabei sind, immer schön. Seitdem wir in der VW-Halle sind, ist es nicht mehr ganz so schön. Aber ich glaube, dann ist dann immer Feierabend. Okay, super, ich danke dir und wünsche euch noch eine schöne Party. Und wir gehen einmal zurück ins Studio. Dankeschön, Denise. Zugengel Stefan genießt also schon. Kurze Pause in der Volkswagenhalle. In der VW-Halle gefällt ihm nicht ganz so gut, hat er gesagt. Das hat mich gewundert. Ja, und ist schon eine ganze Weile mit dabei. Jedes Jahr werden ja immer wieder Zugengel gesucht, aber es scheint auch einige zu geben, die das Ganze schon etwas länger machen und auch jedes Jahr wieder fahren. Ja, das erleben wir ja auch oft. Die Meinungen sind halt sehr, sehr unterschiedlich. Also man hört auch, dass die Volkswagenhalle gerade sehr, sehr gut geeignet ist. Aber so sind wir eben zwei Leute, drei Meinungen, vier Leute, fünf Meinungen. Und was ich noch erinnern wollte, was eben gerade gesagt wurde, dass man da sich auch warm anziehen soll, das fand ich spannend bei dem Interview, dass auch die Kostüme mittlerweile so geschneidert werden, die selbst erfundenen Kostüme so geschneidert werden, dass du was fest, was Warmes runterziehen kannst. Ja, ja, stimmt, genau. Das ist da sehr denkt gut. Man dann gleich praktisch und schlägt zwei Fliegen mit einer Kappe, dann sieht es optisch toll aus und erhält auch gleichzeitig warm. Ja. Das Atommüll-Bingo stockt gerade ein bisschen in Richtung Waisenhausdamm, während in der Volkswagenhalle also schon getanzt wird. Auch ein günstiger Übergang, wir sind ja jetzt an der Abzweigung dort. Das ist gut, dass der Showdouvel durch die Friedrich-Wilhelm-Straße zieht, denn das ist ja das Kultviertel und da passt der Showdouvel natürlich gut hin. Und das ist eine wichtige Strecke. Wird auch dort sehr begrüßt. Ja, da im Kultviertel wird sicherlich hinterher auch noch ordentlich weiter gefeiert in den hiesigen Bars und Kneipen. Weihnachtsmänner sehen wir zum Schluss hier auch noch am Altstadtmarkt. Ja, was haben wir nicht gesehen? Also wir haben ja auch gar nicht alle Wagen gesehen, aber die am Zug gestanden haben, haben natürlich alle gesehen. Wir haben zum Beispiel, was haben wir nicht gesehen? Maria 2.0. Haben wir nicht gesehen, ein Wagen, der sich mit der Situation der katholischen Kirche beschäftigt. Den haben wir nicht gesehen. Ich glaube, der ein oder andere Eintrachtwagen ist auch an uns so vorbeigefahren, aber das macht ja nichts angesichts des Heimsieges. Und wie hat es dir gefallen? Ich war erst ein bisschen skeptisch und habe mich gefragt, inwiefern das Wetter hier jetzt noch eine etwas zu große Rolle spielen könnte, aber wurde dann heute doch wieder eines Besseren belehrt, dass das Wetter tatsächlich niemanden hier zurückhält dass die Leute nicht gesagt haben, ich mach's mir ja lieber auf der Couch gemütlich, sondern dass sie diesen Tag hier alle miteinander gemeinsam gefeiert haben. Und das macht den Karneval für mich auch aus, muss man sagen. Und es ist, finde ich, jedes Mal schön zu merken, vielleicht ist der Karneval auch eins der letzten großen Ereignisse, das die Stadtgesellschaft so ein bisschen verbindet. Ne? Ich meine, wir erleben ja immer wieder eine wachsende Spaltung, aber Karneval ist dann eben tatsächlich für alle da und da genießen alle gemeinsam den Tag. Das ist das, was vielleicht in diesen Zeiten zunehmend ein bisschen abhanden gerät, dass alle miteinander was Verbindendes haben. Das ist ein wichtiger Punkt, den du da bringst. Das ist dieses berühmte Lagerfeuer. Es gibt wenige von diesen Lagerfeuern, um die sich noch alle versammeln können. Und da gehört in der Tat der Karneval, der Showdouvel gehört mit dazu. Das stimme ich zu. Ja, hier nochmal die Styropor-Quadriga auf dem Motivwagen im Hintergrund, die echte auf dem Schloss. Die sind schon etwas erschöpfter jetzt gerade, aber das kann man aber auch gut verstehen. Vor allem, ich glaube, die wollen fahren, die wollen nicht stehen. Ja. So hängt es zusammen. Ja klar, nur wenn sie fahren, sieht es auch gut aus. Ja. Ne? So ein stehendes Fahrrad, das macht natürlich nicht ganz so viel her. Ja, aber das ist vielleicht eins der Highlights, muss man sagen, hier beim Showdouvel 2024, die Luxemburger Fahrradartistik-Truppe. Auf jeden Fall. So, und am Altstadtmarkt ist dann bald auch schon die Ente zu erwarten. Henning, was siehst du da gerade noch? Ja, wir haben hier auch einen ganz wichtigen Wagen, der symbolisiert, wie die verschiedenen Kulturen. Das ist der Wagen vom Haus der Kulturen in Braunschweig. Schön, dass wir den sehen, der hätte auch gefehlt.
wie die verschiedenen Kulturen, wie die Menschen der verschiedenen, wie die Welt zusammenhalten. Wie sie jetzt kommt da, jetzt kann man das Motiv gut sehen, wie sie praktisch die Welt stabilisieren und wie das Miteinander, also nicht das Gegeneinander, ganz wichtig für die Weltgemeinschaft ist. Ne? Das ist natürlich eine Botschaft, die das Haus der Kulturen hier in Braunschweig hat. Und eine der wichtigsten Persönlichkeiten und Organisatoren dieses Show Du Willst hören wir jetzt am Mikrofon, Denise. Beim Zugmarschall befindest du dich. So, ich stehe jetzt hier mit Carsten Heidrich. Herr Heidrich, der Show Du Willst, der Umzug ist durch. Jetzt beginnt die Zugparty. Sind Sie zufrieden mit dem Umzug? Ja, natürlich. Ich bin sehr zufrieden mit dem 46. Show Du Willst. Wir haben keine größeren Vorkommnisse, wir haben keine Unfälle, wir haben nur grünige Menschen gehabt. Wir haben jetzt hier grünige Teilnehmer, die jetzt noch feiern möchten. So muss ein Tag aussehen. Ich bin sehr zufrieden. Ja. Und ich fand das Motto in diesem Jahr auch sehr spannend. Er, sie, es, diverse Freiburg-Seminaren sind dabei. Das sieht man ja auch auf ihrem, wie nennt sich das, können wir ja da einmal weiterhelfen. Das ist der Zufall. Ja. Und da sieht man ja dann auch quasi das Diverse drin. Sind Sie auch zufrieden gewesen mit dem Motto? Passt das auf Braunschweig? Glücklich oder nicht glücklich, das ist unser Motto. Natürlich stehen wir auch dahinter. Wir geben Anfang der Session einfach zwei Stichworte über Ihre Zeitung, unter anderem auch in die Bevölkerung. Daraus werden zwei. Sicher und hochzufriedener Zugmarschall Carsten Heidrich aus, der ja im Übrigen auch Mehrfachbelastungen auszustehen hat. Der ist ja auch Präsident der Karnevalvereinigung der Rheinländer. Und so wie er da gesessen hat und auch dieses tolle Interview, so ist es. Und das war auch die Bestätigung für das, was wir schon gehört hatten und auch vermutet hatten. Das ist gut verlaufen bis jetzt. Es hat keine Zwischenfälle gegeben. Wie gesagt, meine persönliche Schätzung liegt jetzt bei rund 200.000 Menschen da draußen. Wir werden das dann noch verifizieren, die Kolleginnen und Kollegen, die von uns hier auch unterwegs sind. Aber das sah schon richtig gut aus. Und ich möchte nochmal anknüpfen, du hast das mit diesem verbindenden Element für die Stadtgesellschaft angesprochen. Ich glaube, dass das wirklich stimmt, was du sagst. Und das braucht eine Gesellschaft auch. Das braucht eine Stadt. Sie braucht solche Momente, um sich zu identifizieren. So, jetzt sehen wir hier gerade noch den Wagen Nummer 347. Das ist ein Wagen, der letztes Jahr, glaube ich, einen Preis gewonnen hat. Man sieht hier schon, dass aus diesem Wagen nicht nur Bäulchen rauskommen, sondern auch Seifenblasen, fliegende Luftballons und allerhand. Ich glaube, letztes Jahr wurde dieser Wagen Fantasy World ausgezeichnet, weil er eben so wunderbare Stimmung gemacht haben. Und hinten dran tatsächlich auch schon die Ente, die den Schluss dieses Zuges verkündet. Ente gut, alles gut, lautet der Slogan. Und vielleicht jetzt noch mal ganz kurz Zeit, um ein letztes Mal zu unserer Kollegin Christina Wicke zu schalten. Ich glaube, am Mohlweg gerade. Noch mittendrin. Einige Wagen fahren hier noch vorbei. Aber ich würde sagen, die Stimmung trotz des Wetter, ne? Es fängt ein bisschen an zu regnen, aber die Braunschweiger und Braunschweigerinnen
lassen sich hier nicht entmutigen, sind immer noch alle freudig an der Strecke. Wunderbar, Christina. Ja, was würdest du denn für ein Fazit ziehen hier nach diesem Showdorf? Wie war es für dich? Wie hast du es erlebt? Also ich fand es mega. Ich habe so viele kreative Kostüme gesehen, so viele gut gelaunte Menschen. Ihr habt, glaube ich, auch ein paar Mal darüber gesprochen, wie wichtig das ist, sich hier zu verbinden, dass an Karneval alle gleich sind. Und ich glaube, das ist heute hier wirklich ganz, ganz deutlich geworden, dass die Braunschweiger einfach super viel Spaß hatten, trotz des, ehrlich gesagt, nicht so guten Wetters. Ja, letzte Frage vielleicht noch an dich. Wir haben gerade schon gesehen, dass die Party in der VW-Halle jetzt schon weitergeht. Wie geht's denn ansonsten bei dir am Wohlweg, im Kultviertel, an der Meile vielleicht noch weiter? Ich meine, ja, wir werden jetzt ja sicherlich nicht alle nach Hause gehen, die zigtausenden Karnevalisten hier. Hallo! Genau, die haben natürlich überall die Möglichkeit. Der Kameramann ist getroffen. Nein, natürlich haben die überall die Möglichkeit zu feiern. Auf dem Wohlweg gibt es unterschiedlichste Lokalitäten, wo man noch... Vielen, vielen Dank. Auf dem Wohlweg gibt es unterschiedlichste Lokalitäten, wo man noch rein kann. Die Clubs haben auf der Meile, überall in der Stadt ist noch viel los. Ich denke, die Veranstaltung ist hier noch lange, lange nicht vorbei heute. Und das ist auch gut so. Vielen Dank an dich, liebe Christina. Am Wohlweg ziehen also noch die letzten Motivwagen und Fußgruppen durch. Am Altstadtmarkt sind die Sperrungen jetzt schon aufgehoben. Und ja, da ist jetzt aber auch noch eine ganze Menge los. Da werden jetzt die letzten Bäulchen aus den Ritzen zwischen den Kopfsteinen, Pflastersteinen wahrscheinlich noch aufgesammelt. Ansonsten löst sich das Ganze dann jetzt schon langsam auf. Wir werden dann bald also hier schon das Kehrmaschinenballett erleben und unter anderem dieses werden Sie, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, sicherlich auch noch auf unseren anderen Kanälen erleben, auf braunschweigerzeitung.de, auf Instagram, auf TikTok. Überall sind wir vertreten und halten Sie auf dem Laufenden mit massig Berichterstattung vom Showduwe 2024. Lieber Henning, und damit sind wir eigentlich auch schon am Ende angekommen. Och, jetzt schon. Es waren kurze 3 Stunden oder 4 Stunden, seit 12 Uhr noch was sind wir auf der Antenne. Es hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht mit dir, lieber Henning. Es hat sich eigentlich angefühlt, als wären wir live dabei gewesen, oder? Ja, das war so und es hat auch mit dir auch Spaß gemacht. Und die Zeit geht um wie im Flug, ja. Und man könnte noch viel sagen. Eigentlich das Wichtigste, es hat gut funktioniert, vor allem da draußen. Und man müsste vielleicht den Leuten sagen, passt auf jetzt, wenn ihr nach Hause geht. Ja? Die Euphorie ist immer was Schönes, aber nicht über die Stränge schlagen. Ja? Und wenn doch, dann in Maßen. Ja? Schöne Sache. Lukas, können wir wieder machen. Machen wir wieder. Nächstes Jahr können Sie gerne wieder einschalten. Insofern bleiben Sie uns gewogen. Danke fürs freundliche Zusehen und ja, gerne nochmal auf braunschweigerzeitung.de den Live-Ticker abchecken, wenn noch irgendwas ist oder sowas. Halten wir Sie da brandaktuell auf dem Laufenden. Ansonsten schönen Sonntag. Bis dahin. Und Brunswickelau. Brunswickelau.